wieder ab. Wir sind zurück zu The Forest. Leute, wir haben ja gestern schon gespielt. Wir sind gestern, ja, relativ gut weit gekommen. Wir hatten jetzt ein kleines Problem mit dem Speicherstand gehabt, weil Army ist heute nicht mit dabei. Aber Max, der gute alte Paulberger, ist mit dabei, Leute. Und wir gehen auch direkt rein in The Forest, Leute. Wir werden heute auf jeden Fall weiterspielen. Wir werden uns The Base bauen. Heute wird es hoffentlich wieder richtig nice weitergehen. Da ist King Crybex. King zweit unterwegs, aber wir rocken das hier zu zweit, Alter. Ja, wir rocken das zu zweit, Leute. Army ist nicht da, Leute. Wer braucht schon Army, Leute? Ich sag dir ehrlich, ich glaube, Army hat Angst bekommen von dem Spiel. Ja, Army hat Angst bekommen, Leute. Ich glaube, das war eine Nummer zu viel hier für Army. Oh, warte mal, ich muss den erstmal wiederbeleben hier, den Kelvin. Leute, tut mir leid, wie gesagt, für die kleine Verspätung. Wir haben ein paar technische Probleme gehabt, aber alles gut. Wir sind am Start, Leute. So, Kelvin, du bist jetzt hier mal unser Bratan jetzt hier am Start. So, ich habe auch direkt hier schön erstmal Fleisch für uns gefunden. Und ich guck mir hier Kelvin an, ob es dem gut geht. Ja, hier. Wir werden uns heute auf jeden Fall, Leute, wir sind jetzt schon hier eigentlich Profis in dem Game, muss man ja schon fast sagen. Gestern sind wir Profis geworden. Und wir werden ich sag dir ehrlich, wir müssen noch eine bessere Base bauen. Wo wir die Base gebaut haben, war Müll gewesen. Das war Müll. Das war aber, Bro, ich sag dir ehrlich, das war, weil wir Army dabei hatten. Ja, Army hat gechoked, Leute, sag ich euch ehrlich. Army hat uns leider zurückgehalten. Army hat uns runtergezogen, sag ich ehrlich. Das, schau mal, man sagt ja nicht ohne Grund, ein Team ist nur so gut wie der schlechteste Spieler. Ghost Air, Bruder. Kommt. So, Kelvin ist jetzt wieder hier, Leute. Jetzt geht's aber richtig los hier. Ey, Max, ich würde sagen, lass uns mal direkt einfach auf den Weg machen. Ja, komm, wir ziehen durch. Wir suchen uns jetzt wirklich auch eine viel, viel bessere Location. Bro, wir bauen heute Big Baba Base. Das gestern, das war nichts. Ey, Bro, guck mal, das ist ein Reh. Hier ist ein Reh. Ich hole direkt, das Reh. Nee, das ist ein Esel. So, Leute, wir machen heute nochmal einen kleinen Neustart. Siehste, Alter, Bro, wie Fleisch ich jetzt schon habe, ne? Ich habe jetzt schon so viel Fleisch, ich kann jetzt schon so viel bauen, das glaubt ihr gar nicht. Ja, wir sind hier mitten im Wald, wir sind jetzt quasi an einer anderen Location, weil wir jetzt einen anderen Spielstand quasi haben. Ist ein bisschen ärgerlich, aber alles gut, Leute, wir rocken das. Wir hatten ja gestern noch nichts gefunden gehabt, außer diesen einen Dings da und dieses eine Lager da. Was machst du denn da? Ist kein großer Verlust. Pennst du da oder was? Ja, nein, ich packe gerade mal erstmal meine Axt aus, ich habe die noch gar nicht ausgepackt. So, Rentner, Junge. Leute, wir suchen uns jetzt erstmal eine Location, wo wir uns eine viel, viel bessere Base bauen. Ja, wir hoffen jetzt, dass Max sein PC geht. Das war vielleicht nur ein Treiberproblem. Also gehe ich davon aus, dass es jetzt wieder funktionieren wird. Und heute werden wir mal hier bisschen. Aber heute Leute, wegen gestern, wir waren nämlich noch extra bis spät in die Nacht mit unserem Techniker hier am Start, Leute. Haben nochmal alle Treiber hier neu installiert, alles nochmal geschaut. Hab noch einen CPU-Stresstest, einen GPU-Stresstest gemacht. Also es liegt nicht an meinem PC. Ich weiß nicht, warum Forest gestern dreimal abgestürzt ist. Dürfte eigentlich nicht mehr passieren. Wenn es wieder so ist, dann ist das Spiel einfach schmutzmäßig programmiert, Leute. Dann weiß ich auch nicht. Bro, das ist OP! Ich hab ein OP-Tier gefunden! Wie, du das ist so schlecht. Schlecht. Ich rede gar nicht mit dir. Komm schnell, geradezu. Ja, ich komm. Jetzt ist es down. Ich hab's. LOL, es ist gegen Baum gerannt und ist gestorben. Ist das ein Dulli? Ich hatte ein Reh, ich hab ein Reh uns geholt, Junge. Oh, ich hab Rehhaut. Tierhaut. Oh, stimmt, ey, Tierhaut auch. Das war auch irgendwie wichtig, Digga. Hä, warum ich weiß ich nicht mehr, das war irgendwie wichtig. Also, wir hätten nur E drücken müssen, nicht E halten, oder? Ich glaube, wir hätten das zerteilen müssen. Oder? Genau, zerhackt das erstmal, genau. Ich guck mal auf unser GPS, wo sind wir denn überhaupt gerade? Müssen wir das hacken? Hier ist in der Nähe eine Höhle. Ich glaube, wir haben es ja schon aufgegessen. Ja, ich würde sagen, guck mal. Oh, guck mal, vor uns ist doch so ein Strand. Ja, siehst du das? Ich würde auch sagen, dass wir am Strand bauen, weil das schlauer ist, Freunde. Guck mal, wir müssen auch in der Nähe, das haben wir gestern auch doof gemacht, wir müssen in der Nähe von Wasser bauen. Ja. Weil ja, guck mal, wenn wir nicht in der Nähe von Wasser bauen, dann müssen wir mal trinken holen und so müssen wir nur Essen holen. Verstehst du? Ja. Wir müssen ein bisschen, guck mal, Max. Auch viele haben hier auch übrigens, hier sind Zelte. Ja, was haben wir denn hier gefunden? Bro, das könnte sein, dass hier die Dullis gleich kommen, ne? Hä, ich hab Batterien gefunden und so. Alter, ja, nimm hier mal alles mit. Molotov-Cocktail. Bro, der hat hier irgendwie, Hank. Warte mal, Haben hier ein Basislager gemacht. Mal, lies die erstmal durch, Max. Ja, was schreibt der? Golf Bales. Ey, ich hab Dosenöffner gefunden, Max! Oh, richtig und wichtig. Ey, wie können ich das Papier denn wegmachen? Ich kann eh nicht lesen. Zack. Oh, Konservendosengeld. Kocher. Kannst hier speichern? Ja. Oh, richtig und wichtig. Ich hab Cornflakes. Ey, wir sind jetzt schon besser unterwegs als gestern. Wir haben jetzt schon mehr als gestern, Retalk. Kann ich denn dieses Stück Papier hier wieder wegpacken? Nein, nicht anzünden. Ey, er will's anzünden. Nicht anzünden! So, Kelvin ist schuld! Ich hab ne Rolli wieder gefunden.
Boah, ey, was wir für Loot haben, ne? Hier ist ein Laptop. Ja, okay. Ich hab die Festplatte vom Laptop. Können wir die Uhr anziehen? Warte mal. Das wäre krass, wenn man die Rolli anziehen kann. Mit was kann man die kombinieren? Ey, die kannst du mit einer Leiterplatte kombinieren und kannst eine Tech-Rüstung und eine Zeitbombe machen. Ja, ja, Zeitbombe, das ging damals auch mit der Rolex. Oh mein Gott, Leute. Okay, vorbei, Lord. Vorbei, stimmt, vorbei. Stimmt, wir konnten uns da ja immer die Rüstung damals und so machen. Stimmt, Live-Chat. Ey, Live-Chat, schreibt auf jeden Fall auch wieder Tipps rein, wie gestern. Ihr habt uns gestern richtig gute Tipps gegeben. Oh, hier wieder schön Wodka, Junge. Geil, Leute, geil, ich geil. Hab doch vorhin schon gesagt, warum Armin nicht da ist. Der hat Angst bekommen. Was ist denn das hier? Das war dem zu viel gestern alles mit den Kannibalen hier und so. Das ist hier nichts für schwache Nerven. Bro, du hast gerade einen Golfball einfach gegen den Kopf bekommen. Schade. Du hast gerade einfach einen Golfball gegen den Kopf bekommen. Ey, wisst ihr was? Es ist bei so einem Spiel, das immer hinter Wasserfällen ist, immer ein Geheimversteck. Das könnte Re-Rap sein. Aber hier... Was ist das denn hier für eine Pflanze? Hier ist kein Geheimversteck. Ich hätte sonst gedacht... Ich hab so ein Kraut gegessen. Bist du verrückt, Junge? Ich hab gerade einfach irgendein Kraut gegessen. Du kannst nicht irgendwelche Kräuter hier essen, Max. Digga, alles dreht sich bei mir. Hä? Hä? Digga, ich glaube. Max, du wirst zum Zombie! Ich glaube, ich habe Magic Mushrooms gegessen. Oh, oh Mann. Ey, Bro, ich habe gerade hier so eine Leiterplatte. Du musst den Laptop kaputt machen. Mach den Laptop kaputt. Hab ich schon. Erwarte den hier noch. Ich habe so eine Leiterplatte gerade mitgenommen. Ist hier noch ein zweiter Laptop? Boah, ich würde gerne die Funny. Ja, hier ist noch ein zweiter. Hier ist noch Money, hier ist noch Geld. Ja, habe ich schon mitgenommen. Das Geld habe ich direkt eingepackt, Leute. Okay. Okay, komm, hier lang. Hier sind nochmal so Kräuter, die man essen kann. Warte mal, ganz kurz, mach dir mal direkt einen Speer, Bro. Mach dir mal als allererstes direkt einen Speer. Bro, ich brauch keinen Schnee, ich bin ein Axtkämpfer. Nein, Speer ist sau wichtig, Bro. Ja, ich weiß. Vertrau mir, mach Speer. Vertrau, Bruder. Okay. Oha, leckere Pilze hier, Max. Oh, Max, ich hab super Pilze gefunden. Oh. Komm mal her, ess die mal. Esst ihr die ganze Zeit so Grünzeug, aber es scheint mir gut zu tun. Ey. Max, hör auf, hier so ein Ding zu essen. Das ist von Dinosaurier. Bro, aber das tut mir gut. Das ist alles gut. Ey, soll ich dir mal eine Story erzählen? Ja, ich sag euch ehrlich, Leute, ich war mal... früher als Kind war ich mal im Wald gewesen, ne? Und da habe ich diese Dinger hier gefunden. Diese Gebüsche, ja? Und ich dachte einfach, dass da Dinosaurier leben. Als Kind. Krass, oder? Du dachtest also noch... Das Dinosaurierleben heutzutage. Ja, ich dachte Dinosaurierleben, da ist so ein geheimer Ort, den ich gefunden habe. Aber dann habe ich gecheckt, okay. Ey, komm her! Okay. Dann habe ich gecheckt, Bro, es leben ja gar keine Dinosaurier mehr. Ja, als Kind denkt man sowas, Leute. Und ich dachte, ich habe so einen geheimen Ort gefunden, aber. Ja. War dann wohl doch kein geheimer Ort, sagen wir es mal so. Bro, warte mal, da hinten, siehst du das im Wasser? Nee. Ey, und diesmal, wir dürfen auch nicht diese Virginia angreifen. Da liegt eine Leiche im Wasser. Nein. Siehst du das da unten? Nein. Boah, das Spiel ist schon hart hier, ey. Wir müssen aber uns diesmal auch mit der anfreunden, mit der einen, ne? Ja, mit der Virginia. Lass mal Medizin einmal nehmen, dass wir full life sind. Ja, warte, ich guck mir mal den Bratan hier an, der hier im Wasser liegt. Weil es könnte sein, dass uns jetzt direkt scheue Leute hier schon... Wer ist das denn? Boah, soll ich mal eine Arschbombe reinmachen? Max, guck mal, ich mach eine Arschbombe rein. Mach mal. Okay, warte. Arschbombe! Woo! nice. Geil. Ah, nee, warte, ist das unser Kumpel? Ey, lass uns mal probieren, diesmal mit den Dullis anzufreunden. Ich sag dir ehrlich. Ja, wir killen die diesmal nicht direkt. Wir machen auch Correctness. Diese KI-Leute, die ist übertrieben schlau. Die redet nämlich auch mit den anderen Monstern. Und ich habe das Gefühl... Ach. Ja, die KI ist so gut, Leute. Wenn man zum Beispiel mit den Monstern redet, dann könnte man sich mit denen anfreunden. Das ist sehr, sehr heftig. Deswegen, wir müssen freundlich sein. Erstmal nicht angreifen. Umso... Ja, okay. Umso lange wir die nicht angreifen, umso freundlicher sind die zu uns, glaube ich. Guck mal, rechts von uns ist hier ein grüner Punkt, Bro. Sollen wir da mal hinlaufen? Ja, können wir machen. Wir müssen, können wir machen. Boah. Ich sag dir ehrlich... Wir könnten ja heute auch so ein kleines Baubattle machen. Ein Baubattle? Wer sich sein besseres Haus baut. Das wäre eigentlich schon geil. Echt? Das wäre schon geil. Aber schon in einer gemeinsamen Base. Ja, so. Also schon in einer Base. Safe. Also es ist 100% in einer eigenen Base.
Also hier muss irgendwas sein. Hier ist so ein grüner Punkt. Hier ist GPS wahrscheinlich wieder, ne? Das kann sein. Guck mal, hier! Oh, Max. Was ist das denn? Das ist ein Auto. Das ist ein zugewuchertes Auto hier. Das ist ein Lambo, glaube ich. Aber was kann man damit machen? Ey, Vogel. Das ist ein Lambo Huracan. Ich weiß auch nicht, was man... Hier müsste irgendwas... Oh! Was? Was? Nein. Nein. Hier ist eine Höhle. Ey, wir merken uns das hier. Wir merken uns das hier. Ja, wir merken uns das. Wir gehen jetzt erstmal zum Strand. Das ist ja direkt hier bei unserer Base dann, Leute. Das ist richtig geil. Guck mal, hier ist auch ein Fluss. Ja, komm, bauen wir uns erstmal eine Base. Eine Base Reno. Ja. Würde ich auch sagen. Und diesmal werde ich meine Base auch besser bauen, weil Amir, der Anfänger, der hat nur Müll gebaut. Mit seiner Base da, Freunde, hat er wirklich nur Müll gebaut. Guck mal hier. Ey, Bro, wir waren auch selbst schuld, dass wir Amir diese Aufgabe zugetragen haben. Ja, das war auch alles hinten und vorne war das nichts, Leute. Das kannst du vergessen. Die Einbruchbrüder machen das hier, Zwei-Mann-Armee. So ein Ding ist das. Und dann müssen wir uns ein Boot... Ey, es gibt ja auch Schusswaffen und so hier, ne? Habe ich gesehen? Ja. Schusswaffen, überleg mal, man kann sich hier eine Pistole besorgen. Das ist auch crazy. Ey, wenn ich hier mit der Pistole erstmal unterwegs bin, Freunde, dann ist es komplett vorbei. Sag ich euch so, wie es ist. Soll ich mal Arschbombe rein? Und rüber hier. Ist Kelvin da? Ja, der verfolgt uns. Ich habe eingestellt, dass der mir folgt. Ja, das ist gut, Leute, weil jetzt ist erstmal hier... Erstmal muss man sagen, das ist ja auch so, umso mehr Monster wir nachher angreifen, umso aggressiver und stärker werden die. Wir haben das direkt falsch aufgezogen gestern. Oha, guck mal, da vorne ist irgendwas Rotes und so. Wir müssen den ruhigen machen. Boah, guck mal, hier kannst du geil eine Base bauen. Hier, Bro, hier ist perfekte Base. Aber guck mal, da hinten, siehst du da was im Wasser? Ja, da ist so eine Boje oder so eine Überlebensboje. Lass mal da hingehen. Guck mal, da ist auch ein Ausrufezeichen. Bro, hier schön am Strand. Oh mein Gott, was ist das denn hier? Eine Beachbase, ja, vorbei. Junge. Ich will mal Beachparty machen. Ey, aber Bro, wir müssen unbedingt ein Unterschiff bauen, bevor die Nacht kommt, ne? Oh, stimmt. Aber wir haben es erst 13:55, also von daher, es geht eigentlich noch. Guck mal, warte mal, was ist das hier? Ah, guck mal, hier so ein bisschen Dings. Also ich würde... Guck mal. Ich würde da hinten... Geradezu, siehst du das? Diese Einbuchtung, da sind auch Bäume viel in der Nähe, weißt du? Ja. Dass da Bäume sind. Wollen wir mal zu dieser Boje da schwimmen? Das ist schon weit, ne? Ja, aber das vielleicht ist das Krasses. Wir haben jetzt gerade noch Zeit. Und wir sind auch gut powermäßig unterwegs, weißt du? Ich weiß nicht, Bro. Das sieht mir sehr, sehr weit aus, sag ich dir ehrlich. Ich denke, das ist eher so ein Ding mit einem Floß später. Mit einem Floß, Leute? Ja. Kann sein, ja. Im Wasser sollen auch Haie sein. Hier sollen ein Megalod. Ja, gut, das wäre vielleicht gefährlich, dahin zu schwimmen. Ich würd wirklich hier nicht in so ein Haifischwasser gehen. Nee, hast du recht. Dann lass erstmal lieber ein Floß und so bauen. Ja, und dann lass Base hinfahren. Ja. Als allererstes Base, dann Floß und so. Guck mal, ich würde die, wie gesagt, hier in der Nähe. Ja, und vor allem, nein, guck mal, hier, direkt hier am Wasser, weil wenn wir angegriffen werden, dann sehen wir hier auf einer richtig geraden Fläche die Monster auf uns zurennen. Ich würde aber, aber wir brauchen auch ein bisschen Waldnähe. Weil guck mal, hier ist eine Klippe, da müssen wir über die Klippe runterspringen, das ist Müll. Guck mal, hier hinten könnten wir so beides machen. Weißt du? Ja, zeig mal, wo du meinst. Na, direkt hier geradezu, guck mal, geradezu ist doch viel besser. Ja, warte mal, können wir hier an dem Fluss was trinken? Das muss man eigentlich direkt mal checken. Ja, können wir. Weil das wäre dann... Nee, hier geht nicht trinken, ist zu flach, nee, oder? Können wir nichts trinken? Vielleicht mit Knien, hinknien? Ja, das ist nämlich das Problem. Ja, aber warte, das ist hier kein Trinkwasser. Ja, vielleicht da beim Bach, aber weißt du? Dann bringt uns das nämlich gar nichts hier zu bauen. Die Leute schreiben, bei der Boje ist eine Pistole, aber da kann man doch bestimmt nicht so hinschwimmen. Ey! Aber so eine Leuchtpistole. Eine fette Yacht ist hier! Lol. Boah, fette Goldmünzen sind hier. Strong Seil. Hier kann ich trinken. Guck mal, hier kannst du trinken sogar. Wie krass ist das denn? Hier kannst du trinken sogar. Ja, okay, dann hat man hier so einen Trinkplatz. Ja, okay. Ein Seil noch. Geil. Ja, dann... Ich sag dir, hier ist geile Pose. Hier ist perfekt. Hier ist perfekt. Da haben wir einen Wald vor uns. Können Bäume holen. Boah, wie können Sie so eine fette Base bauen, Leute? Ja, das ist strong. Das ist strong hier, ja. Okay, jetzt Kelvin, komm mal her. So, jetzt geben wir dir erstmal eine Aufgabe... Guck mal, er kann ja auch direkt Fische holen, ne? Oh, er kann auch Fische holen.
Ey! Bro, das kriegt der aber nicht hin, das hat er nie geschafft, lass ihn Bäume holen. Ich sag wieder. Dir, vertrau mir. Ich sag dir, es ist so clever, dass wir hier sind. Wir können eine Seilbahn bauen. Ja, wie können wir eine Seilbahn bauen, Leute? Dafür brauchen wir erstmal eine Seilbahn. Das ja. ist halt das Ding. Aber ich sag dir, das hier ist wirklich zu krank. Hier, das ist so eine geile Posi. Oh, aber ich hab, Leute, ich hab einen Trick gesehen, wie man sich Baumstämme, Alter, guck mal, was ich jetzt für Loot hab. Bei mir schreibt mein Mod, wenn ihr Virginia rekrutiert, soll sie angeblich fliegen können. Nein. Ja, diese. Und weißt du, was ich gehört habe? Sie glauben, diese Geschichte ist wahr. Wir dürfen diese Wort Virginia nicht hinterher rennen, weißt du? Ja, man muss Vertrauen muss die richtig, gewinnen. Man muss die so locken, so. Virginia, meine Beste. So, jetzt gucken wir erstmal hier in unseren Survival-Buch, Leute. The Forest 1 bis 10 Bewertung. Ich sag dir ehrlich, ich kann das jetzt gerade noch nicht machen. Also es sieht auf jeden Fall gut aus, das Spiel. Also für mich ist der Anfang jetzt schon eine 10 von 10. Mir macht's richtig ja, Bock, also Leute. Ist geil. Anfang ist auf jeden Fall geil. Es ist nicht viel anders als das alte Forest, muss man dazu sagen. Ein paar mehr Funktionen so mit dem freien Bauen. Ist aber, also, wem das erste Forest gefallen hat, dem wird auch der zweite Teil gefallen. Sagen wir ja, so. Die sind ihrer Linie treu geblieben, aber ist ja auch gut. Wir haben jetzt hier keine unnormal, also der erste Eindruck, der ist keine unnormalen krassen Dings, Sachen reingebracht, aber das, was sie neu reingebracht haben, ist auf jeden Fall top. Ja, safe. Ja. Steinlager. Kann man nicht irgendwo hier Trockengestell, genau das wollte ich bauen. Ah. Schönes Trockengestell, Bro. Da können wir nämlich, guck mal, deswegen, das mache ich jetzt auch direkt zum Anfang. Ich baue jetzt ein Trockengestell und da kann ich nämlich babamäßig mein Fleisch ranhauen. Genau, kümmer du dich mal um Essen, ich baue hier schon mal den Wall. Guck mal, sollen wir eine richtig krasse Base bauen? Wir bauen heute die Big Baba Bubu Base. Oh, guck mal, ja, das wird richtig groß. Und das ist hier, das guck mal, Bro, groß. Wir haben da hinten das offene Meer, wir haben Wasser, ja, wir haben vor uns einen Wald. Wenn uns diese Wesen angreifen, dann kommen die hier auf offener Fläche zu uns gerannt. Bro, das ist... Guck mal, ich will mal was testen. Das wird heftig. Nee, Leute, warte mal. Kann man die nicht auch teilen? Nein. Warte, wo ist mein Discord? Ist der Discord gerade nicht? Ich höre dich. Also alles ist noch gut. So, wir müssen hier irgendwie eine Seilbahn bauen. Das wäre natürlich auch geil. Aber wir können erstmal so die ganzen Bäume so hinbringen zum Strand. Oh. Guck mal hier. So. Zack, schon Profi hier. Baumfeld. Komm, geh ab hier. Sehr gut, das Ding knallt. Und wir haben jetzt auch schon, ich sag dir ehrlich, wir müssen auch gleich unsere Zelte aufbauen, ne? Heute nur zu zweit. Ja, Army hat mal wieder Besseres zu tun, der Rentner. Ihr kennt doch Army. Ja, wir ziehen das jetzt auch zu zweit durch. Ja, so schade von Army. Hat uns einfach einen Stich gelassen. Ich war ein bisschen enttäuscht. Nick, was geht ab, Junge? So. Ich sag euch ehrlich, also mit der neuen Location bin ich 10.000 Mal mehr zufrieden als mit der alten. Ja, Bro, die neue ist 20.000 Mal besser, Alter. Ich will jetzt mal was testen. Das ist gar kein Vergleich. Ich will jetzt mal was testen, Leute. Das ist gar kein Vergleich, Digga. Bro, ich will jetzt mal was probieren. Und zwar, ich zeige euch jetzt mal Trick 17. So. Wir bräuchten eigentlich wieder den Baumglitch, Bro. Dann könnten wir hier so schnell... Ja. Ich mach jetzt... Weißt du, was ich jetzt mache? Boom. So, und zwar... Ich zeige euch jetzt Trick 17, Leute. Ich glaube, das sollte so funktionieren. 2. Wenn das geht... Komm, bleib stehen. So, hier schön Wall, Leute. Ey. Zack. Das wird. Mach den Holzdich. Ja, Stani probiert den, glaube ich, gerade. Man kann sogar eine fette Villa bauen, oder was? Ja, wir wollen ja eine fette Villa bauen. Das haben wir ja vor. Aber erstmal müssen wir ja einen Zaun bauen. Ey, man kann auch... Ja, ey, weißt du was? Man kann auch so Stöcke vor die Dings machen, dass sie da reinrennen, ne? Ja, genau. Das konnte man damals auch schon machen. Ja, so eine Stöcke anspitzen, dass sie dann quasi reinrennen. Rede über das Walkie-Talkie im Spiel ist viel cooler. Stimmt, das haben wir noch gar nicht probiert. Das Walkie-Talkie haben wir wirklich noch nicht probiert. So. Check, eins, check, zwei, kannst du mich hören? Check. Wie geht denn das? Check, check, hey, wie redest du? Ja, ich hör dich. Ja? Ja, man muss einfach das Walkie-Talkie rausholen. Das geht direkt. Voll cool. Jo, hörst du mich? Hallo? Nee. Warte. Muss ich irgendwas drücken? Nee. Hallo? Ich hab auch nichts gedrückt. Check. Hallo? Ja, vielleicht habe ich keine Dings ausgewählt. Vielleicht hast du dein Ding. Ey, da oben ist einer. Max, da oben ist einer. Nee.
Das war ein Vogel, glaube ich. Lost. Das war ein Vogel gewesen. Mach mir doch jetzt hier nicht so eine Angststange. Ja, ich wollte nur gucken, dass wir uns vielleicht mit denen erstmal anfreunden. Und vielleicht erstmal ein Käffchen trinken. So, warte mal. Erstmal ein schönes Käffchen. Wer baut die teuerste Villa? So werden wir es machen. Ja. Was macht denn Kelvin schon wieder, also der faule Pelz? Wer unter einer 10k Villa baut, ist Schmalspur. Einfach eine Holzvilla. Unter eine 10k. Ja. Die Villa muss mindestens 10 Mios kosten. Sonst ist man einfach absolut arm. Ich fand den alten nicht nice, weil das Problem ist, der alte, wir hatten es sehr weit zum Essen holen. Ja? Wir hatten keinen sehr weit zum Trinken holen. Der alte Ort war nicht gut gewesen. Sag ich euch ehrlich. Real Rap. Ja. Sagt mir einen Vorteil zum alten Ort. Hier sieht es doch, finde ich, optisch schön aus. Hier hat was man brauchst schön, du denn eigentlich da? Ich will was testen. Ich will was testen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das sind ja so voll die kleinen Stämme nur. Ja. Ich mache jetzt Trick 17, Leute. Nehme ich. Ich habe da wieder was gesehen. Mal gucken, ob das geht. Ja, das Problem ist der Unendlichkeitsglitch, Leute. Das war so an einer bestimmten Stelle. Ich weiß nicht, ob wir das hier nochmal hinkriegen. Ich teste mal, ob ich das hier wieder an so einem Stein hinbekomme. Check das. Das war ja nur an einem Stein irgendwie, wo man dann nicht mehr bauen konnte. Müsste ja eigentlich irgendwo gehen. Nee, die haben die gefixt, Bro. Guck mal hier. Hier geht's auch. Haben die den gefixt? Ja. Ich glaube, den haben die gefixt, Leute. Weil. Gab's heute ein Update? Nee. Kelvin, arbeiten. Oder gab's heute ein Forest-Update, Leute? Wisst ihr das? Oh. Sorry, Bro. Ich habe nur in der Lobby irgendwas gesehen. Nächstes Update in 10 Tagen. Als ob unser schöner Glitch jetzt hier gefixt wurde. Ich probiere das mal. So, warte mal, ich schick. Hey, beruhig dich mal. So, hol mir Stämme und fallen lassen. Zackig. Doch, Virginia kann wirklich fliegen, sagen die. Krass. Okay, nee. Also hier habe ich es jetzt auch nicht hinbekommen. Geht nicht mehr. Also eigentlich ich mach's genauso wie gestern, aber es geht nicht mehr. Aber du musst das ja an so einem Stein machen. Nein, das kann man auch hier machen. Okay. Ja, Bro, dann lass mal hier den Ball weiterbauen, weil es wird gleich Nacht. Es wird hier gleich Nacht, Bro. Ja, wir brauchen ja eh noch keinen Ball so richtig. Also wir brauchen sowieso einen Ball, aber ich würde sagen, dass wir Dings, Bro, dass wir gleich erstmal unser Zelt aufschlagen. Ja, erstmal diese Plane. Weil, guck mal, warte mal. Wo ist hast du diese Plane? Ich habe gar keine Plane. Wie, wir haben keine Plane? Ich habe keine Plane im Inventar. Hast du eine? Doch, ich habe eine Plane. Nein. Wir bauen das direkt hinterm Wall erstmal. Es ist egal, es reicht ja eh, wenn einer eine Plane hat. Ja gut, wenn du eine hast. So. Aber jetzt können wir noch arbeiten, weil jetzt ist noch hell. Erstmal Safe Point setzen. Setz mal Safe Point hier. Ja, eine gute Dings hier. Guter Call. So, erstmal speichern hier. Ich lasse dann auch direkt hier mal so ein Eingangsding. Also quasi auf der einer Seite. Dass wir da. Wir haben hier unser Fleisch, was trocknet, Bro. Das gibt hier jetzt richtig schön Dry Age bald. Sehr gut. Schönes Dry Age Filet. Aber wie lange dauert das noch, Leute? Das dauert noch ein bisschen, ne? Guck mal, das blutet hier richtig aus. Das ist der nächste Punkt. Wir müssen hier aufs Essen uns konzentrieren. Ja, wir haben aber gut vor. Wir haben jetzt noch gut Essen vorrätig und wir haben so gut Essen, weißt du? Das ist schon. Und ein Feuer müssen wir uns machen, hä? Warum haben wir noch kein Feuer, Junge? Weiß nicht. Ey, Max, Junge, was machst du? Hä? Oh, ich dreh durch. Ich glaube, jetzt funktioniert das hier auch besser mit dem Tor zu machen, weil das hat hier automatisch direkt den Abstand gelassen hier. Ich glaube, ja, hier kann man das perfekt. Hier ist alles Dings hier. Ich glaube, das können wir jetzt hier perfekt machen. Ich sag doch, die kann fliegen. Okay, ja, Marci, ich glaub dir ja. Wenn du das sagst, dann glaube ich dir das. So, ich mach jetzt erstmal hier. Ich mach jetzt erstmal hier ein kleines Lagerfeuer hier neben unseres Dings hin. So, zack. Anzünden. Sehr stark. Sehr gut. Oh, Stani hat ein Feuer gemacht, Leute. Sehr gut, aber ich kann es doch eigentlich upgraden. Warte mal, kann ich. Seven vs. Wild. Seven vs. Wild, Leute, ist Kindergarten. Panama Edition. Ach, guck mal, man kann auch zwei Dinge anzünden. Hä? Ja, warum holt der Bummi denn keine Baumstämme mehr? Hast du dem irgendwie was anderes gegeben? Nee, ich hab den Aufgabe. Ey, Junge, der ist faul geworden. Ey, Stück Müll. Ja, gib du ihm Aufgabe. Warte. Hol Stämme. Und. Ich fallen lassen. Fallen lassen. So, fallen lassen. Hast mich verstanden? Abfahrt jetzt hier.
Aber ich finde heute, also wir sind schon viel, viel besser aufgestellt als gestern. Ja, klar. Mal hier Essen am Start. Bam. Wir können wieder Geld verbrennen. Aber warte mal, wie kann man hier nochmal... Ich will mal das Feuer upgraden. Das können wir nämlich noch mit Stein upgraden. Dunkel. So. Ah, stimmt, da war was. Ja, da konnte man immer so Ding drum legen. Ja, das war nice. Das ist sicherer. Safety first, Junge. Ja, damit wir uns nicht verbrennen. Aber wir haben hier eine richtig geile Feuer. Wir haben jetzt hier eine doppelte Feuerstelle. Komm, ein Baum fällig noch, bevor Nacht wird. So. Da fehlen hier noch ein paar Steine. Diese Steine mitnehmen und dann müssen wir uns gleich auch einen Bogen machen. Ganz wichtig, Max. Ja. Zack. Boah. Guck mal, wie stark wir sind. Guck mal, was wir hier bauen, Junge. Das ist hier Double-Feuer. Das kennt keiner. Das ist, Junge, das ist... Boah, wie geil hier auch die... Das ich Ding sag ist dir einfach, ehrlich, Leute... Und hier ist auch gar nicht... Guck mal, hier ist auch nicht so dunkel, weißt du? Ja, ja. Ich sag euch, wie es ist. Amir hat uns ausgebremst. Amir hat uns safe ausgebremst. Muss man leider auch sagen. Amir ist eine Bremse. Nehmen wir noch mit. Jetzt wird's dunkel, jetzt gehen wir lieber zurück zum Basislager. Boah, das sieht richtig lecker aus. Hätte ich richtig Bock, jetzt reinzubeißen. Ey, Bro, allein wie gut das jetzt schon von hier oben aussieht, Leute. Schaut euch das mal an, hier schön Sonnenuntergang im Rücken. Da vorne der Ball. Ey, da, die Virginia, kommt. Waffen weg. Alles weg. Nicht, guck mal, jetzt so ein bisschen tun so. Wie kann man nochmal Sachen wegpacken? Guck mal, hier so geduckt hin, hier so geduckt hin. Nein. Oh! Pack die Axt weg. Wie kann man nochmal Axt wegpacken? Nicht hinterher rennen. Okay, ja. Ja, denn die kommt jetzt immer näher. Komm her! Virginia! Wir haben hier eine fette Einzimmer-Apartment. Hier unser dickes Einzimmer-Apartment. Für dich ist auch gruselig. Noch Platz. Virginia! Guck mal hier. Angst. Was ist denn das hier, Leute, für ein krasses Apartment? Seid mir ehrlich, hier. Zack, Max, darunter werden wir jetzt hier gleich schön schlafen. Sollen wir mal schlafen hier? Ja, wir müssen auf Virginia warten. Ja, meinst du, die kommt nochmal? Ich weiß nicht, ob die nochmal kommt. Geh auf. Wir müssen da G drücken bei ihr. Okay, Blackie, danke und Marcy. Ich geh hin, ich bin hier in der. Das Problem ist aber, die kommt ja gar nicht so nah, um G zu drücken. Ja, die muss sich ja mal anfreunden. Sobald die kommt, Waffen weg. Ich hab nichts in der Hand. Du kannst L machen noch mit Feuerzeug. Können wir noch ein bisschen Feuer hier machen. Bro, das bringt gar nichts. Wir haben, insgesamt haben wir 6 Millionen YouTube-Abonnenten. Ja. Und das ist unsere geile Wohnung. Warum hast du da ja 4 Stöcke da reingemacht? Das sieht doch voll cool aus, oder nicht? Auch voll auf süß. Ey, da könnten wir jetzt sehr schön, hinlegen nebeneinander und kuscheln. Ich sehe die da hinten wieder, ganz klein. Ja, ist egal, lass pennen gehen. Komm, wir gehen pennen. Warte, guck mal, ich glaube, kommt die nochmal? Ja, die rennt hier eh. Wenn die tanzt, dann können wir so mit der so ein bisschen, so, weißt du? Ich weiß nicht, ob die nochmal kommt. Ihr seht das, glaube ich, lass nicht, pen, aber ich sehe das pen, hier. Pen, ja, okay. Komm. Virginia, du hast deine Chance gehabt. Ja, die kommt an noch. Die hat ihre Chance gehabt, Leute. Oh, geil, Leute. Guckt euch das an. So. Hä? Was ist denn das da oben? Neuer Tag, neues Glück, Leute. Neuer Tag. Wir packen wieder die Axt raus. So, ich guck mal, was das Fleisch macht. Ist das jetzt schon fertig abgehangen? Nee, ne? Boah, ich weiß nicht, Bro. Du bist hier der Fleischmeister. Aber das ist gut, das Fleisch können wir dafür unterwegs mitnehmen, weißt du? Fleischmeister Stani. Ich wollte hier gerade eine Taube was vom Zopf hauen, aber warte, ich hatte keine Waffe. So, wir müssen uns gleich auch erstmal wieder einen Bogen machen. Ich versuche jetzt, warte mal, Leute, bevor wir hier irgendwas machen. Bevor wir irgendwas machen, müssen wir eigentlich direkt mal testen, ob wir hier, wie man hier das Tor machen kann. Okay, wir müssen Calvin in den Wald erstmal locken. Und dann, ich sag dir, guck dir hier, wir sollten so einen Fleischladen aufmachen. Calvin, mitkommen! Warte mal, ich sag dir jetzt erstmal, er soll mitkommen. Aber ich hab Hunger, ich muss gleich mal was essen. Ja, ist aber noch nicht fertig. Das muss noch trocknen. Ja, du kannst auch zur Not Feuer machen. Ja. Aber wir haben doch gar kein Fleisch. Hä? Alter, Max, du kriegst gleich eine über den Kopf gezogen. Ja, nein, außer das, was du abhängen lässt. Nee. Aber ich wollte das jetzt nicht schon früher benutzen. Kriegst du eine mit dem Stock, komm her. Ey, nein, hör auf. Komm her, du kriegst eine mit dem Stock. Ich wollte das doch nur nicht schon früher abhängen. Junge. Ich hab hier... was? Wir haben hier vom Feinsten, das ist hier unsere Fleischbude.
Digga, das ist wirklich wie eine Fleischbutter. Aber hau das auf den Grill jetzt, hau das auf den Grill. Ja, ich hau zwei Stücke drauf. Ich brauch auch Fleisch, hä? Hau auf den Grill das Ding. Ja, deswegen. So, ich sag jetzt erstmal Kevin, dass er hier im Wald arbeiten soll. So, guck mal hier, zwei Filets hauen wir hier direkt drauf. Hier, feinstes Essen, was wir hier kriegen. So. Schön. Jetzt werden wir ihn erstmal hier sagen, Leute. Bro, irgendwas. Was ist denn das da? Nee. So, guck mal, der kann jetzt hier die ganzen Bäume. Das Ding ist, wir können uns irgendwie so eine Seilbahn bauen. Und dann können wir auch die Dinger übelst gut transportieren. Eine Seilbahn kann man hier bauen? Ja. Oha. Ja. Live-Chat, warum sagt ihr mir das nicht? Nee. Fisch, Leute, wir müssen eine längere Mauer bauen. Ja, die Mauer wird noch länger. Macht euch mal darum keine Sorgen. Leute, oder? Die Mauer, wir werden hier ein Schloss bauen. Hä? Digga, macht der Kelvin eigentlich schon wieder hier nichts mehr? Doch, der holt jetzt. Ich drehe hier bald durch mit dem Bengel, ey. Ich muss noch trinken. Guck mal, das Gute ist halt auch, wir schaffen viel, viel mehr. Weil wir jetzt hier direkt trinken haben, essen haben. Ja, ich habe gerade schön was getrunken einmal. Aber ich lass mal gleich direkt auch wieder, wenn wir irgendwie so ein paar Kaninchen oder sowas sehen, direkt mitnehmen. Ja, ich nehme immer kleine Tiere mit. Ja, unsere Nahrungskette darf nie aufhören. Ey, Damage, danke für die Subs hier. Ich küsse auch deine Augen, Leute. Danke euch für den ganzen Support hier. Sage ich ehrlich, so Forest bockt unnormal. Wir werden uns hier auf jeden Fall eine fette Villa bauen. Und dann werden wir hier die Monster komplett auseinandernehmen. Weil ich will auf jeden Fall diesen einen riesen Boss beschwören. Ich sag euch ehrlich, dieser eine riesen Boss, den will ich beschwören. Das wird Ziel sein. Noch mal rein, Leute, wie man hier so ein Tor bauen kann. Das war ja, glaube ich, gestern. Man kann sogar so ein doppeltes Tor bauen. Man kann so ein riesen Tor bauen, was denn aufgeht. Aber ich weiß nicht, wie das geht. Das ist das Ding. Das waren ja, glaube ich, 7 Baumstämme, die man übereinander stapeln musste. Live-Chat. Macht Standplay mit? Ja. Ich bin Standplay. Stani ist gar nicht Stani, sondern er ist Stani. Stani. Guck mal hier, ich werf einfach hier die Dinger zu dir. Boom. Guck mal hier, ich bin einfach Baumstammwerfer. Stark. Zack. Stark, mein Junge. Boah, das wird hier wirklich die Big Bar. Nee, 8. Achso, 8. Man muss 8 aufeinander machen. Roadkill Fox. Okay, gut zu wissen. So, jetzt haben wir 4. 5. Woher kriegt man die Seilbahn? Das würde mich interessieren. 6. Okay, noch 2. Das wäre schon mächtig eigentlich. Mit Seilbahn wäre schon... Stimmt das jetzt? 5? Jeder schreibt hier was anderes. Was denn? Dieses Tor, so ein Eingangstor bauen. Jeder schreibt ich glaube 5. 5 nur? Ja, 5. Nee, ja doch. Hab ich habe jetzt schon 6 übereinander. Aber warte, man muss 7 machen, weil oben und unten muss ja noch ein Ding sein. Ja. Also 7. 7 ist die korrekte Zahl. 7. Und das soll jetzt hier ein Tor werden, oder was? Ja, jetzt haut man das hier so durch in der Mitte. Ja, aber die kommen doch denn da trotzdem rein. Oh, wir müssen essen, Max. Wir müssen essen. Ja, aber die Türen. Wir haben doch gestern dann am Ende so eine Tür dann reingesetzt. Ja, aber die können da trotzdem rein. Wir müssen davor noch diese Pfeil-Dinger bauen. Ja. Ey, Leute, abhängen dauert das vielleicht echt lange, ne? Also, hey, hast du alles gegessen hier vom Ding? Nein, hab ich gar nichts gegessen. Da ist nichts. Hä? Bro, du hast alles aufgegessen. Bro, real rap. Du hast mein Fleisch weggegessen. Bro, ich schwöre auf alles. Ich hab nichts gegessen. Es war Kelvin! Nein! Kelvin hat unser ganzes Zeug gegessen. Leute, wo ist das denn? Wo ist unser, kann, hat Kelvin unser das? Fleisch gegessen? Ich schau jetzt rauf. Verbrennt das nach einer Zeit? Ja, das verbrennt doch. Ich schwöre auf alles, ich war nicht hier. Ja, ich schau nochmal rauf hier. Ey, du bist ein schlechter Grillmeister. Lass mich mal hier grillen. Ja, mach du, grill das mal. Nee, ich würde sagen, ich hau jetzt die letzten beiden Fleischstücke auch noch rauf. So, zack, zack. Du kannst zack. Das ja angeblich hier besser. Chefkoch Stani macht das. Wir brauchen Eisenrüstung noch. Holen wir uns noch Eisenrüstung. Zack. Ja. Zack. Aber wie war das jetzt hier mit der Tür reinsetzen, Leute? Wie ging das denn jetzt? Das hat Ami gestern gemacht. Wie das brutzelt, halt, Leute. Wie kann man hier... Kann man hier so Stufen machen? Wie kann man das hier nochmal abreißen, Leute? Weißt du, wie man hier was abreißen kann? Die Zombies beklauen eure Base in der Zeit, wo ihr weg seid. Hä? Aber wir waren, als ob jetzt hier gerade ein Zombie war, Blackjack. Wollte ich gerade sagen. Oh, nom. Ja, Bro, unser Essen ist aber jetzt schon wieder aufgebraucht. Ne? Ja, das guck mal, schnell. Das Ding ist... Das geht schnell.
Das Ding ist, ich überlege gerade. Ich suche jetzt noch mal ein bisschen Essen, ja? Ja. Ich suche jetzt noch ein bisschen Essen und dann C. Okay, auf C können wir es zerstören anscheinend. Ja, dann geh du mal auf Essenssuche, ich baue hier mal den Wall weiter. Warte mal, ich muss das eine Lagerfeuer hier zerstören. Guck mal hier. Guck mal, ey, das ist voll geil gemacht. Aha! Oh. Aha! Isst du hier mein Fleisch weg oder was? Ich hab ein Stück gegessen. Ich glaube, ich dreh durch. Oh, Leute. Der Futterneid geht hier schon los. Guck mal, was Calvin hier macht. Der haut hier jetzt wirklich alles weg, ne? Der dreht durch. Okay. Calvin dreht durch. Ich werde jetzt erstmal mich um Essen kümmern. Langsam. Langsam wird's hier. Langsam wird die Base. Auch, ich muss sagen, wir kommen auch gerade gut klar mit dem Essen. Ja, ja. Jetzt muss ich nur hier diese kleinen. Warte mal, ich wollte mir ja einen Speer machen. Wir machen uns jetzt auch erstmal einen Speer. So, zack, immer hier, Klebeband. Stock. Handgefertigter Speer, brauchen wir zwei Stöcker. Und ein Messer. Und dann haben wir nämlich einen Speer und dann können wir nämlich einfacher Kleintiere jagen. Als mit der Axt, glaube ich. Und dann haben wir auch dementsprechend. Ach, hast du noch gar keinen Speer gehabt? Nee, ich habe noch keinen Speer gehabt. Bin ich hier gerade doof? Ich ziehe jetzt hier. Oh, Leute, das ist ein Zeichen, dass hier Rehe sind. Ja, hier sind Rehe. Was hast du gesehen? Ich muss hier den Chat wieder aufmachen, Tanzapfen. So, okay. Bin wieder da. Ich habe Tanzapfen gefunden. Das ist ein internationales Zeichen dafür, dass hier Rehe sich rumtreiben. Okay, wenn du das sagst. Ja. Bist ja hier der große Abenteurer. Langsam werde ich. Das Ding ist halt, wir müssen jetzt zum Beispiel noch einmal Fleisch finden, dann schlafen gehen, dann das Fleisch essen und dann sind wir gut drauf. Nee, und ich glaube auch nicht, dass die uns jetzt schon beklauen, weil wir haben noch keinen Zombie gesehen und wir haben auch noch keinen angegriffen. Das ist eigentlich gut. Weil damit wissen die, dass wir sozusagen freundlich sind. Warum sind hier keine Eichhörnchen mehr? Du musst mit langen Holzstämmen in die Tür rein, okay. Ja, ich glaube, Max weiß schon, wie man Tür baut. Wir hatten ja gestern auch schon eine Tür. Nee, tatsächlich nicht. Ich habe hier so lange Baumstämme zerteilt, wie die das gestern gesagt haben. Aber die kannst du... Sag Max, er muss mit langen Holzstämmen in die Tür. Mit langen Holzstämmen. Ich hab lange Holzstämme. Stämmen bin in der Tür drin. Ja, und jetzt? Leute, es tut mir leid. Ich versteh's nicht. Stark. Ah! Doch, okay, ich hab's. Ich hab's, Leute! Ey, ich hatte anfangs. Live-Chat, ihr seid wild. Ich hatte ja anfangs so viele Tiere gesehen. Ich sehe jetzt gar keins mehr. Wo sind die Tiere? Das könnte natürlich der einzige Haken hier in der Location sein. Dass hier eventuell vielleicht nicht so ein Tier vorkommen, wie im Wald ist. Na, ich bin ja hier im Wald. Ich bin ja schon richtig weit im Wald reingelaufen. Ah, okay. Ja, ich bin hier voll weit im Wald. Aber vielleicht muss ich langsamer laufen. Ich habe hier... So. Sehr gut, Leute. Tür ist... Boah, guck mal, wie gut das aussieht. Das sieht unfassbar gut aus, Leute. Holy moly. Ja, ich bin echt gespannt, wenn ich wieder zurückkomme. Wenn ich wieder zurückkomme, so. Junge... Was ich hier für uns gebaut habe gerade. Was ich hier gerade für uns baue, Stani. Das ist ein Meisterwerk. Sage ich dir hart auf hart. Ey, ich dreh durch hier. Wo sind Tiere? Oh, das wird clean. Es wird clean aussehen. Also es dauert halt noch ein bisschen. Wir brauchen auf jeden Fall... Aber wir haben auch noch Dings, ne? Oh, hast du den Idioten mitgenommen, den Calvin? Nee, der muss bei dir sein. Der macht gerade gar nichts mehr. Der muss zur Aufgabe gehen. Du musst mit in den Wald gehen und dann sagen, hier Baumstämme. Ja, also, ich hab dir eigentlich nie geändert. Der muss das ja eigentlich immer noch machen. Nein, manchmal ruht er sich aus und wird faul. Das ist das Ding. Oder du musst ihm mal einen mit einem Stock geben. Das motiviert den, ja. Krieg kurz einen mit dem Stock übergeknüppelt.
Ey, Bro, Bären essen bringt... Oh, oh, das ist ein Hase, Leute. Guckt euch das an jetzt. Kleintierjäger Stani. Sehr gut. Boah! Wow! Der Hase macht Breakdance bei mir. Nein, der hat mich verarscht. Jetzt können wir das nämlich hier schon einmal so ein bisschen anspitzen. Bro, was bitte denn? Bring gutes Essen für uns mit. Ja, boah, ich habe schon so heftiges Essen gefunden. Ey, ich habe unendlich alles Essen. Ein bisschen wenn Stani kommt, muss er auf jeden Fall... Ich bin gespannt auf deine Reaction auf unsere Base. Guck mal, das muss hier richtig gut aussehen. Wenn Stani gleich nach Hause kommt, boah, guck dir mal an hier. Machen wir hier schön... Oh, du glaubst nicht. Schön alles anspitzen, Leute. Das wird eine Killer-Base. Hab ich ihn? Ey. Man hört ja auch viel so... Guck mal, hier ist ein Vogel. Sehr gut. Ich hab leider... Warte mal, hab ich einen Bogen? Kann ich mir einen Bogen machen? Wie viel braucht man denn nochmal für einen Bogen, Leute? Handgemachter Ey, Bogen. Ey, diese Tiere wollen mich verarschen, Leute. Leute, ich mach einen Bogen. Ich schieß hier gleich einen Vogel runter. Das wäre auch gut. Die haben aber auch ich brauche jetzt noch... Was braucht man noch? Ah, ich brauche Federn. Ich habe keine Federn, leider. Okay, ich schieß den doch noch nicht runter. Außer mit einem Speer vielleicht, aber so weit treffen. Hä? Die Tiere sind OP, Mann. Das wäre Trickshot des Grauens, wenn ich mit einem Speer einen Vogel treffen würde. Let's go, Leute. Nein. Let's go. Ah, ich hab den abgekackt, Digga. Vom Feinsten hier. Vom Feinsten. Ja, was hast du? Schönes Rattenfleisch, glaube ich, war das gewesen. Oh, geil, Rattenfleisch. Oder das war ein Eichhörnchen. So. Ja. Leute, wir werden die Wildnis überleben. Nein. Entweder die Wildnis zerstört einen, oder man zerstört die Wildnis. Zitat iCrimex. Bro, die sind OP. Die sind echt sehr, sehr flink, muss ich sagen. Ich glaube, mit der Axt geht's besser. Ich hatte auch Gefühl, mit der Axt habe ich die besser getroffen. Ich bin gerade so motiviert, Digga. Ich höre gerade so Motivationsmusik im Hintergrund. Du hörst Motivation? Du musst die Musik des Waldes hören. Digga, nein, ich bin gerade motiviert. Ey, diese Tiere, ich dreh durch. Ich dreh gleich echt durch. Ich krieg gleich durch einen Rappel. Ich dachte, du bist der Kleintierfänger-Experte. Ich mach mir gleich auch eine Kleintierfalle hin, sag ich ehrlich. Hier sind viele. Hä? Nee. Ja, Mann. Let's go, Leute. Let's go. Ich mache hier gerade wirklich vom Feinsten. Vom Feinsten. Wie viel Fleisch hast du schon? Nur das beste Filet. Oh, ich hab Filet, schon 10 Junge. Filetstücken. Oi. 10, ey. Sag mal. Alter. Hattest du schon mal 10 Stücken Fleisch? Oh mein Gott, Bro. Ey, die Base, ne? Die Base wird hier. Das wird die gottloseste. Ja, ich bin echt gespannt, welche Sons of Forest Base, die man jemals gesehen hat. Jetzt läuft's, Leute. Jetzt läuft's. Nein, was mach ich hier? Jetzt bin ich im Dings drinne hier. Ist Virginia eigentlich schon wieder mal gekommen? Habe ich tatsächlich leider nicht gesehen. Vor allem, wir müssen uns gut halten, ne? Das ist ja die von dem Milliardärstyp. Ist das die? Ich glaube ja. Meinst du, die drückt ein paar Mios ab? Bro, ich denke mal, safe. Die Paul Berger Base. Wann kommt wieder Stranded Deep, Digga, ey? Das habe ich vor 6 Jahren oder so mal gespielt. Max, Junge! Da wird's keinen zweiten Teil geben. Ich komm zurück zur Base! Bist verfolgt? Nee. Oh mein Gott, hier ist irgend so ein Lager gewesen. Ich habe hier ein Lager gefunden, das ist direkt neben unserer Base, ne? Oh, pass auf. Junge, da war ein Riesen. Da ist wieder der Boss, glaube ich, drin. Die rennen weg von mir. Hä? Angst vor dir? Ey, Bro, du musst auf jeden Fall gleich mal helfen, die Base ein bisschen zu bauen, damit das noch schneller geht, damit wir immer fertig werden. Wann kommt A Way Out Teil 3?
Stani Statement? Bro, die macht hier Parkour. Also ich glaube, wir haben Kelvin verloren, Digga. Der ist nicht hier. Ich weiß nicht, wo er ist, aber ich glaube, er ist tot. Ach doch, da vorne ist er. Hey, gib mir meinen Speer wieder! Bro, nicht ohne mich eine Base raiden. Nein. Ich freunde mich gerade an. Ah, der holt hier Holz. Okay, gut. Aber wo bringt er das denn hin? Wo sammelt er das denn alles? Ach, der lagert das hier alles. Ah ja, okay. Boah, nee, Marco, sowas sage ich nicht. Das sag ich nicht. Max, der mit dem Knüppel kommt! Der mit dem Knüppel hinter mir! Knüppel, Skytrooper! Skytrooper-Boss! Ich komme! Siehst du den? Oh. Bro, der war da oben. Lass meinen Kumpel in Ruhe. Junge. Sonst knallt's gleich. Ey, da oben, da ist auf jeden Fall eine fette Base, sag ich dir ehrlich. Die müssen wir gleich raiden. Ja, gehen wir gleich mal raiden. Ey, Junge. Okay, pass auf, ich würde sagen, ich hänge jetzt hier das Fleisch an. Ja? Ja. Oh, Max, Alter, du glaubst gar nicht, was die gemacht haben. Die waren zu heftig gewesen. Da Frau und so, die wollte zuerst mich riechen und so. Die wollte an mir gerochen und alles. Lass pennen gehen. Hat die deinen Furz gerochen? Hey. So, ich trinke jetzt noch was und dann lass pennen gehen. Aber Bro, sei mal ehrlich, guck mal, das sieht schon clean aus hier, der Wall. Boah, sieht echt geil aus, muss ich sagen. Ja. Wenn das fertig ist, Leute, wird es echt geil aussehen. Ich meine, so eine richtig schöne Runde. Das wird auf jeden Fall, das wird wild. Snoopy ist im Chat. Ja, moin, Snoopy. Was geht? So, warte mal, ich trinke jetzt hier erstmal was. Trink auch mal was, Max. Ja. Süß, wie du an mich denkst. So. Und dann würde ich sagen, pennen wir jetzt erstmal. Ja. Weil ich bin schon müde, weil das macht keinen Sinn. Wenn wir müde sind, dann verbrauchen wir zu viele Essen und so, weißt du? Echt? Ist das so? Ja. Also wir haben wenig Ausdauer und so, das bringt nichts. Ich würde sagen, wir gehen jetzt pennen und dann wären wir deren Base. Dann machen wir Backpfeifen verteilen, Leute. Dann werden wir gleich Backpfeifen verteilen. Komm, Feins. Dann drehen wir durch. Okay, komm, lass schlafen. Aber wir werden jetzt wahrscheinlich mitten in der Nacht aufwachen, damit ich kann direkt nochmal schlafen. Was ist das? Komm, lass direkt nochmal schlafen, Bro. Nochmal schlafen. Das ist egal, wir haben eh kein Essen. Also, wir haben ja eh Essen hier, Leute. Ich muss nur unbedingt was trinken, ich hab Durst. Ja, ich komm was trinken. Guck mal, wir haben immer noch Essen. Mein Essen ist jetzt auch weg. Ja, mein Essen ist jetzt auch weg, aber wir haben immer noch Power. Weißt du, was ich meine? Also, ich hab immer noch Power. Ja, Power habe ich auch noch. Ja. Wir sind das viel besser als gestern heute angegangen. Ja, viel, viel besser. Wir sind hier langsam Forest-Profis, Leute. Checkt. Man könnte das schon was sagen, wirklich Profis, würde ich jetzt auch sagen. Guck mal, hier ist ein Esel. Zack, Esel weghauen. Esel? Oh, ja. Kennst du, hast du noch nie einen Esel gefunden hier? Das ist ein fliegender Esel. Digga, du bist einfach richtiger... Du bist ein richtiger Anti-Veganer hier. Was ist das hier? Hast du schon Fleisch auf den Grill geworfen? Ey, kann man sich hier eigentlich auch theoretisch nur... Nee, ich glaube, also das wäre Hardcore-Challenge, nur vom Bären sich zu ernähren. Boah. Ja, das geht gar nicht. Ich hab zwei. Oder hau rauf. Ich hab hier zwei. Ich hab auch zwei. Lass rauf. Lass jetzt richtig hier Gönnung machen. Hier, boom, Junge. Boom, guck mal hier, Junge. Zack. Junge. Jetzt Barbecue-Time. Ein schönes Barbecue jetzt, ja. Das, ey, das sag ist gut. Dir ehrlich, ich werde jetzt hier die komischen Dinger hier. Ja, wir machen jetzt einmal alles voll und dann Abfahrt. Wo ist Timmys Mutter? Meins Candys Mutter. Boah. Ey, Candy hat ja seine Mutter angerufen und hat uns dabei verpetzt. Ja, Candy hat im Stream seine Mama angerufen und hat gepetzt, dass wir gesagt haben, dass wir uns über ihn lustig gemacht haben. Krass, oder? Er ist richtig verpfiffen bei seiner Mom. Oh, zwei, guck mal, diesen Oh mein Gott. Ey, so ein Ding könnte ich jetzt auch in Real Life petzen, Digga, sag ich dir ehrlich. Vom Feinsten, Junge. Geil. Okay, guck mal, wie viel Power wir jetzt haben. Wir sind full. Lass jetzt direkt zu deren Base gehen. Ich sag dir ehrlich. Jetzt zerfetzen wir die. So, ich mach hier noch Fleisch. Attacke, Leute! Ich glaube, ich hab ihn noch. Ja, eins hab ich noch. Zack. Das kann hier abhängen. Kelvin, du gehst da vorne bei der Bäume farmen. Ja, Mann. Kelvin soll Bäume fahren und wir gehen kämpfen. Wir gehen gegen die Kannibalen vor. Ja, Bro, wir haben jetzt so viel Power, ne? Tschüss.
Wir werden die richtig. Ey, warte, ich muss noch einen Bogen machen. Lass mal noch. Ich hab hier gerade noch einen Vogel zerfetzt. Hast du Essen. Bogen? Hast du Bogen? Ich hab einen Bogen, aber noch keine Pfeile. Der macht doch Pfeile. Ich muss erst ein paar kleine Steinchen sammeln. Handgemachter Bogen. Wollen wir noch ein Dings hier? Zack. Und jetzt können wir einen Bogen machen. Und dann machen wir jetzt Pfeile, weil dieser Boss, du weißt, dieser Boss ist ganz, ganz gefährlich. When you know, you know. Und jetzt können wir uns eigentlich... Steinpfeil, zwei Federn, zwei Dinge und vier Steine. Bam! Ey Leute, nice, wir haben Bogen und Pfeile jetzt schon. Ja, ich habe jetzt auch Pfeile, ich meine sogar doppelt Pfeile, weil ich habe echt viele Federn gefunden. Ja, du drehst ja jetzt hier richtig frei. So, zwei Stöcke, warum machen wir einen? Dann snipen wir die weg. Eins, zwei, drei, vier. Ah, ich brauche noch einen kleinen Stock, warte mal. Kleinen Stock und dann können wir gleich hier... Lass mal schon mal in die Richtung gehen, würde ich sagen. Ja. Warte mal, ich will nur, wenn du einen kleinen Stock siehst, schrei. Ja, ich finde so Forest 1 auch geil. Also, so 1 hat mir auch schon sehr viel Spaß gemacht. Also, ich sag mal so, Max. Ich glaube, als ich gerade da war, ich habe keinen guten Eindruck hinterlassen. Sagen wir es mal so. Ja, das ist super. Es könnte eventuell sein, dass die sauer ist. Bist du schon da oder was? Nee, ich bin hier noch gerade am schon noch Pfeile machen. Man also muss hier so an der Seite hochlaufen. Es könnte sein, dass die halt nicht. Kann man so die Pfeile wieder aufsammeln, wenn man daneben schießt? Ja, kann ich aufsammeln. Ich muss einmal testen, wie das mit dem Pfeil hier schießen ist. So, ich habe jetzt 6 Pfeile. Wir können jetzt hier richtig einmal die Base einnehmen. Ich glaube nicht, dass wir snipen die jetzt direkt weg. Okay, wo bist du, Max? Ja, hier, ich bin bei dir. Sag, wo die Base ist. Okay, die ist vor uns. Aber wir müssen uns sehr, sehr langsam anschleichen. Wir müssen diese Instant-Snipes machen. Weil da war Keulen-Joey gewesen und der sah auf jeden Fall nicht gut aus. Oh. Die war irgendwo hier vor uns gewesen. Ah. Oh. Wo sind die hier, Leute? Wo war das? Das war eigentlich direkt... Hier! Hier, Keulen-Johnny kommt! Kommt ihr schon? Ja, der ist da, der hat uns, glaube ich, gesehen. Duck dich. Kommt der? Ja, er kommt. Oh mein Gott! Er ist hinter uns, siehst du ihn? Nee. Da, der ist vor mir. Warte. Sag, wenn du bereit bist. Warte, bis er landet. Digga, er jumpt von Baum zu Baum. Los! Daneben. Hab ihn getroffen! Nochmal! Hab ihn! Oh mein Gott, wir haben ihn so hochgenommen. Nein, hinten! Von hinten! Oh mein Gott, hab ich jetzt! Hit. Oh. Hä? Bro! Oh mein Gott! Das ist ein Riese! Oh mein Gott, Max! Ich schieß daneben! Hab ihn nochmal gehittet! Ich auch! Hä? Nochmal! Bro, oh mein Gott! Aus. Hab ihn! Hä? Max, er tritt nach mir! Nochmal in den Rücken! Er braucht Speer, er braucht einen Speer! Oh mein Gott, was? Jetzt sperren Kopf! Jetzt, hab ihn! Alter! Bro, der war krank! Oh mein Gott! Oh. Was? Guck mal, wie der aussieht! Junge, was war denn mit denen? Die müssen wir erstmal zerteilen! Bro, hast du meinen Speer aufgenommen? Ich hab einen Speer, ich kann dir das einen machen, zur Not auch. Du hast meinen aufgenommen. Guck mal, hier ist eine Ledertasche, wichtig für Medizin. So, haben wir jetzt hier Beine? Hä, wie kann ich denn die Beine hier abmachen? Habe ich jetzt die Beine? Bro, was liegt hier denn alles? Die haben hier einen Shit. Ey, der hatte sogar einen Gucci-Beutel dabei. Lol. Wie kann ich denn jetzt hier die Beine aufsammeln? Boah, die haben hier Menschenauflauf gemacht oder so, einen Topf. So, die Beine kann man gar nicht mitnehmen von dem hier. Kann man nur die Arme mitnehmen? Ah, da ist noch ein Pfeil. Oh, ich habe 2 Lederbeutel. Bro, hast du die 2 Lederbeutel hier mitgenommen? Ja, habe ich mitgenommen. Ey, was machst du denn hier? Du drehst ja voll ab. Hä? Was ist denn das hier, Max? Wie? Das ist ein... So ein Bootsmotor. Aber kann man leider nicht mitnehmen. Nee, ich wollte gerade sagen. Die haben Menschensuppe gemacht. Ja, die sind richtig eklige. Guck mal hier.
Oh, ich hau die ganzen Zelte von denen kaputt. Wir hauen hier alles kurz und klein, Junge. Ich mach die obdachlos, Junge. Ihr ekligen Junge. Guck mal, der bewegt sich hier noch. Hau dir eine von Top, würde ich sagen. Der wird wieder freigelassen, wenn ich den jetzt hau. Nein, wir hauen beide zusammen. Doch, doppelt. Warte, ich will erst einen Speer haben. Oder lass ihn mit Speer abwerfen, beide. Du hast meinen Speer aufgesammelt, du hast zwei. Ja, wie kann ich den geben? Werf den einfach mal auf den Boden. Nicht auf mich. Ja, geht ja nicht. Doch, du kannst ihn werfen. Rechtsklick gedrückt halten. Ach so. Und dann werfen. Und dann. Genau. Okay. Warte. Okay. 3, 2, 1. Hä? Bro, der ist OP. Der ist OP, komm nochmal. Okay, nochmal. 1, 2, 3. Das juckt ihn nicht, Digga. Hä? Ich glaube, der ist platt. Das ist richtig fertig gemacht. Warte mal, man kann ihn messern. Ja. Ah, von denen kriegt man bestimmt diese Mutanten wieder. Ja, guck mal, haben wir. Geil. Guck mal, das können wir jetzt anziehen hier, Leute, dieses Mutantenfleisch. Oh, let's go. Wo haben wir das denn jetzt hier rumliegen? Ich glaube, wir können sogar eine komplette Mutantenrüstung anziehen, ne? Ja. Aber da müssen wir jetzt... Bin ich doof? Wo habe ich das denn jetzt hier? Das ist rechts unten. Guck mal, bam, angezogen. Jetzt haben wir Mutantenhand. Eine Mutantenhand haben wir. Ey, das wäre so geil. Hier ist ein Schädel, geil. Guck mal, ich mach mal die Lederbeutel auf, was da rauskommt. Oh, cool. Ey, Max, hier ist ein Plan. Hier ist ein Plan, Max. Hast du ja, habe ich auch mitgenommen. Pack-Opening, Leute, wir machen jetzt die Lederbeutel auf. Oh, mashallah, Junge. Sehr gut. Gutes Zeug hier. So, Gucci-Beutel aufmachen, Leute. Können wir direkt einen Molotow-Cocktail machen mit dem Stoff. Weil, weißt du was, ich craft jetzt mal einen Molotow-Cocktail. Nein. Max, ich habe Schrotkugeln. Oh mein Gott, ich hab Leute. Gehört, Munition soll richtig selten sein. Schrotkugeln. Ich hab 7 Flinten geschossen und eine Schrotkugel letzte. Boah, das ist strong. Ey, cool, dass da auch nicht bei jedem das gleiche drin ist. Oh, guck mal, hier ist ein Eichhörnchen, wir müssen das direkt wieder jagen. Ich hab eine schöne Auster. Ich hab auch noch ein Fleischstück. Beeren. Ja, ich muss sagen, ich bin sehr, sehr gut ausgerüstet. Real Talk, ich bin sehr, sehr gut ausgerüstet. Stark. Ja, also die Base haben wir hier auf jeden Fall gut zerstört. Bro, wir haben den richtig auf professionell haben wir die. Der hat die, also außer, dass der eine Max, hier ist noch einer. Stand. Oh mein Gott, hier ist noch ein Mutant. Ja, komm, lass den auch direkt mal hops nehmen. Ich hau den eine von Zop. Der ist frei. Und jetzt messern. Direkt. Oh, wir haben jetzt schon 2 Mutantenteile, oder was? Ja, aber was? Kann man da noch mehr Mutanten-Collection? Ja, 100%ig. Ja, oh mein Gott, guck mal! Junge! Jetzt an beiden schon. Ja, oh! Und wir können damit uns ganz ausrüsten. Wir können komplett zu so Mutanten werden. Wir können auch nachher an der Brust und so die Rüstung machen. Das ist correct. Oh, das sieht echt geil aus. Wir machen ja Full-Mutant-Modus. Oh, das ist ja echt geil, wenn wir Full-Mutant-Rüstung haben. Lass mal zurück zur Base gehen. Wieder Fleisch braten. Boah, wir müssten eigentlich gleich noch Dings. Guck mal, wir haben jetzt links unten, siehst du auch, wir haben Rüstung jetzt. Ja, stimmt. Lol, beim geil, Leben. Geil. Ich habe auch leider nur noch halbes Leben, weil der eine mich erwischt hat, der Idiot. Ja, dann nimm mal Medizin einmal. Wir haben ja Medizin, weißt du? Ey, Digga, Bären bringen wirklich gar nichts an in der Hungerleiste, ne? Ess hier gerade ein paar Bären, das bringt wirklich nichts. Nee, Bären bringt nichts. Brauchst du Essen oder was? Nee, alles gut, ich wollte nochmal testen. Aber wir haben hier eh noch Essen. Ich habe auch noch ein Filet. Boah, das wäre. Boah, sollen wir gleich mal in die Höhle? Ich würde sagen, wir bauen jetzt hier erstmal noch fertig. Ja, wir brauchen erstmal Fackeln, Bro. Wir bauen fertig, dann machen wir Fackeln und dann gehen wir in eine Höhle ja, rein, würde ich sagen. Safe. Das ist ein gutes Ding. Fackeln brauchen wir, dann brauchen wir. Wir müssen hier auch erstmal unsere Base bauen. Ich habe aber jetzt auch richtig Bock hier richtig uns was aufzubauen, weil wir jetzt so eine schöne Location hier am Strand haben. Ja, die ist schön, echt schön. Ich kann das auch ist richtig echt nice hier. Groß was bauen, so weißt du? Ja. Ich glaube, ich reiß das hier nochmal ab. Warte mal. Der Bummi müsste richtig viel Ding gefarmt haben für uns jetzt. Holz. Wenn mich nicht alles täuscht. Außer, dass die spawnt irgendwann nach einer Zeit. Eine Schaufensterfigur, was kann man denn da machen? Ey, Stani. Ja? Weißt du, was jetzt gerade für einen Moment gekommen ist? Nein. Stani! Nein! Es ist der Moment! Der Nein, Momente! Bitte nicht! Es ist die Zeit für einen Pech
Hashtag Like-Hype! Leute, ich will sagen, Hashtag Like-Hype, jetzt in den Chat und ein Like da lassen in 3, 2, 1, Leute, let's go! Jogi, lasst jetzt ein Like und ein Abo da! Alle jetzt Leute, durchdrehen jetzt! Und Glocke aktivieren. Let's go, let's go, let's go. Liken, abonnieren und Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Kuss, Kuss, Kuss. So. Es wird Zeit, Freunde. Ja, zerfetzt mal hier den YouTube-Chat, Leute. Spammt alles tot. Junge! Die Leute drehen durch. Die Leute drehen durch. Das ist ein kleiner, Bro. Das war ein, ach nee, das war ein großer, hä? Vogel! Oh mein Gott, aus. In der Luft habe ich ihn weggesniped. Die Leute drehen durch. Die Leute drehen durch. Ihr seid zu wild, Freunde. Die Leute drehen durch. So. Nein, gib die Feder. Vor allem, ey, ich sag dir echt, ich bin dann echt. Boah, das ist eine geile Tür. Hä? Voll die nice Tür. Warte mal, ich habe jetzt einen Plan. Und zwar, ich will mal jetzt was testen. Ich nehme mal jetzt hier so einen Speer, Leute. Die habe ich gut gebaut, die Tür, ne? Ja. Ich nehme jetzt hier so einen Speer. Nee, warte mal, wie waren das, Leute? Danke für den heftigen Like-Hype, Leute. Kuss. Mal so, hier so ein Speer, Leute. So. Steckt den hier rein. Hast du, wo ist noch unser Fleisch? Oh mein Gott, guck mal, was ich hier gemacht habe, Max. Guck mal. Boah. Ja, wir werden uns aber jetzt... Aber muss man das mit Speeren machen, oder wie? Nee, das kannst du mit kleinen Stöckern machen. Das kannst du... Okay, bau du mal die Base. Ich hol mal Stöcker. Guck mal, rennen die hier so rein und... Warte mal, hast du noch Fleisch, Dani? Lass das hier mal wieder aufhängen. Ah, okay, aber wir dürfen nicht dagegen rennen, weil wenn wir gegenrennen, dann geht's weg, ne? Ja. Also dann, das ist fällt quasi nur einmal. Wir müssten hier so ein... Weil die werden wahrscheinlich von da oben so hier an... Dings muss man hier so einen kleinen Verteidigungswall bauen, weil die dumm sind auch, weißt du? Ja, die rennen da rein. Aber wo ist dein Kelvin eigentlich? Der ist die ganze Zeit da oben, sammelt Stöcke. Okay, sehr gut. Oder Baumstämme. Sehr gut. Okay, dann sammle ich jetzt immer ein paar Stöcker ein. Dass wir quasi... Guck mal, jetzt ruht er sich schon wieder aus. Ruht er sich schon wieder aus? Direkt einen mit dem Stock. Hau dir mal mit dem Stock einen drüber. Ich glaube, wir müssen hier echt wieder eine drüber hauen. Ich will das immer gar nicht, weil eigentlich finde ich den ganz korrekt, aber... Boah, die Base wird so geisteskrank, Leute. Guck mal, wie schön ich das hier so rund mache. Richtig schön abgerundet hier. Da kommen keine Idioten rein hier bei uns. Ja, warte mal ab, bis wir hier Dings. Ihr müsst da noch große Steine drauflegen, dann bleiben die Spitzen da. Dreimal großer Stein, okay. Warte mal, ich will mal kurz das. Dann gehen die auch nicht weg, wenn man die berührt. Dann gehen die anscheinend auch nicht weg, ja. Sehr gut, dann kriegt man da nur Schaden, voll gut. Kann man hier. Guter Call, Leute. Kann man hier irgendwie so einen Stock reinstecken? Nee, das geht nicht. Boah, ich hab eine Idee. Ich hab eine richtig geile Idee, wie die vielleicht Angst vor uns haben. Warte mal. Ich weiß nicht, ob das geht, Leute. Ich guck mal. So. Zack. Ja, was mache ich das ran, Leute? Warte mal, ich hab eine Idee. Kann ich hier noch einen Stock draufstellen oder so? Nee. Ey, wir brauchen viel, viel mehr. Ey, ich wünschte, wir hätten diesen Baumstammklitsch noch. Macht ihr mit dem Draht- und Blumenstock eine Angel? Draht- und Blumenstock-Angel? Was ist ein Blumenstock? Meinst du mit so einem einfachen normalen Stock? Ich baue uns hier einen Eingang. Ey, wenn wir Fische damit kriegen würden, das wäre echt auch ein guter Call. Das hält das? Boah, das hält sogar, Leute. Wie geil ist das denn? Das hält sogar. Cracked. Er ist ja voll nice. Hä? Ich schick das hin. Kann ich niemand. Ach, guck mal, man kann das hier noch verstärken, das Tor. Schau mal, ich kann das hier nochmal. Ey, das ist sehr gut, richtig nice. Guck mal, nochmal verstärkt. Stark. Digga, das wird die Killer-Base. Let's go. Spielt mal Sea of Thieves. Oh, das. Haben wir das nicht damals mal gemacht einmal? Ja, haben wir das gemacht damals. Oder wollten wir das mal? Ich bin mir nicht mehr sicher. Boah, guck mal hier, Junge, Villa Kunterbund, Junge. Ey, guck Alter, dir diesen Eingang bauen, an. Guck dir den Eingang wild. Bitte an. Richtig oh, wild, Posti. Kann man hier auch Blätter irgendwie ranmachen? Warte mal, das wäre geil, Leute. Wenn man das hier nur Blätter irgendwie. Kann man die. Nee, ne? Kann man hier irgendwie Blätter noch ranmachen? Richtig schön.
jetzt passiert? Wie? Was meinst du? Keine Ahnung, das ist irgendwie abgedingst. Seven vs. Wild übertroffen. Ach so, weil ich hier neu geplaced habe. Okay, dann muss der weg hier. Was ist das jetzt hier, Leute? Warte mal, ich muss das mal abreißen. Das gefällt mir hier nicht. Ich teste jetzt mal, was ihr meintet mit der Angel, Leute. Dass man da eine Angel craften kann mit einem Stock. Ah, ich habe gar keinen Stock mehr und den Draht. Aber so ein Draht haben wir ja hier. Ist ja eigentlich... Was ist los? Nee, ich teste gerade was. Wie viele Pfeile haben wir noch? So, okay, warte mal. Ich muss das schnell nochmal neu bauen. Dass das, da habe ich gar keine Pfeile mehr. Gut aussieht. Dass wir hier quasi so einen Eingang haben. So. Unbedingt Stöcke, Leute. Dann können wir auch neue Pfeile machen. Ja, Stöcke findest du schnell, Junge. Das Problem ist, wir haben schon wieder fast keine Baumstämme mehr. Ja, ich habe auch keine Stöcke mehr. Und wir können jetzt, das können wir jetzt noch verstärken. Oha, guck mal hier. Oh, okay, das können wir jetzt noch so verstärken. Ja, ja, ja. Oh, guck mal, und jetzt, wenn ich hier gegenrenne. Aua! Oha! Das macht sogar mir Schaden. Ja, 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 klar. Junge! Das ist ja überbrutal. Aufpassen, Junge. Das ist das. Aber Leute, das funktioniert nicht mit Draht und einem Stock. Zeitbombe, Tech-Rüstung. Irgendwas stimmt da nicht, was ihr mir gesagt habt, Freunde. Quarry haben wieder durchgespielt, Leute. Quarry haben wir durchgespielt. Also irgendwie kann ich so keine Angel machen. Du willst eine Angel machen? Ja, einer meint hier in meinem Chat, dass man so eine Angel machen kann, aber stimmt gar nicht. Wäre echt geil eigentlich. Er hat mich voll hier angelogen. Angel wäre big. Warte mal, guck mal, was ich jetzt hier mache. Stani, ich hab die neue OP-Waffe gebaut. Was denn? Wo bist du? Guck mal hier. Nein! Eine Keule, Junge. Junge, zieh das mal Calvin über den Kopf, würde ich mal sagen. Als Testzweck. Calvin, Junge! Mich würde mal echt interessieren, zieh dir mal wirklich einmal was mit ihm mit... Junge, was will der denn jetzt hier? Bro, das macht mehr Schaden als eine Axt, ne? Was? Ich vergleiche hier gerade die Schadensdinger. Junge! Okay, das ist big, das ist big. Ich sag dir, das ist kein Spaß hier. Machen wir uns hier nochmal ein paar neue Pfeile. Zwei Stöcke, Klebeband und Draht. Zwei, nee, aber Leute, als ich Draht hier reingelegt habe, wurde das schon nicht angezeigt. So. Deswegen, das kann nicht sein. Eingang haben wir schon mal, Leute. Guck mal, ich lege hier Draht rein, da kann ich Tech-Rüstung und Zeitbombe machen. Also ich kann so keine Angel machen. Boah, das ist krass hier, das macht mehr Schaden als eine Axt. Ich knüppel damit richtig mal einen weg hier. Ja, die Base wird Mashallah, Leute. Junge, guck mal, wie das hier wieder aussieht. Das ist. Junge, ist das echt mit den Steinen so, dass die dann. Ja, da ja, kann, die gehen nicht mehr kaputt dann. Wow, heftig. Weil wir die so verstärkt haben, weißt du, die rennen dagegen. Eigentlich müssten wir, ich weiß. Mach auch noch eins hier in die Mitte, dann laufen wir so außen rum durch, weißt du? Ja. Da, weil die sind locker, die KI ist zu dumm und läuft dagegen. Ja, die sind nicht so dumm, sag ich ehrlich. Aber könnten wir. Ich glaube, die sind schon sehr dämlich. Könnten wir eigentlich theoretisch machen. Ja, wir könnten ja hier so einen kleinen Dingswall machen, so mit Stöcker, weißt du? Ja, ja. Ein bisschen weiter weg, dass die hier. Ja, ja, ich meine jetzt hier, das ist eine gute Idee, Leute. Weil dann laufen wir außen rum und die laufen hier straight dagegen, die Idioten. So machen wir das. Ja, aber nicht, dass du denn da reinläufst. Hä? Ja, Bro, ich bin doch kein Bot. Also ich sehe gleich, Max, Bot, Max wird da reinrennen. Pass mal auf, Leute. Max wird da gleich richtig schön reinrennen. Digga, ich bin doch nicht Timmy, Alter. Oh! Ey, das wird so geil, wenn das fertig ist. Denk dran, nicht hier reinrennen jetzt, nicht hier reinrennen. Du kannst drei. Nee, man kann nur zwei auf einmal nehmen. Man kann nur zwei Baumstämme leider Junge, auf einmal nehmen. Junge, er ist doch nicht Herkules, Leute. Ich hab zu viel Salat gegessen dafür. Was denkt ihr denn? Drei, er will drei nehmen.
Boah, ich freue mich richtig, wenn die uns angreifen jetzt, ich sag dir ehrlich. Ja, ja, dann sind wir ready. Wir müssen auch noch so einen Aussichtsturm bauen. Ja, safe, safe, safe. Wir brauchen den Überaussichtsturm. Wir müssen halt so einen Aussichtsturm, dass wir von oben dann auch runterschießen können und so, weißt du? Es ist wichtig, Virginia zu rekrutieren. Ja, danke, Marci, dass du uns nochmal erinnerst. Ja, das machen wir, sobald ihr kommt, aber wir Aber die kommt ja nicht. Ja, die kommt halt irgendwann, Leute, das ist halt random. Aber Marci, sag mal, muss man dann irgendwas drücken? Nee. Wir müssen ja nachher Sachen schenken und so. Sachen schenken? Ja, aber die muss erstmal ankommen und tanzen für uns und so, weißt du? Also sobald die kommen, müssen wir einfach Waffen wegpacken und gucken, dass die tanzt für uns. Boah, warum soll die denn tanzen? Ja, weil die sich damit dann so anfreundet mit uns. Das ist halt das Ding. Ich glaube, Stani ist noch in GTA Vanilla Unicorn. Genau, also wenn die kommt, dann müssen wir zu ihr rennen, aber nicht hinterherlaufen. Und dann. Ich glaube, wir müssen so langsam auf die zulaufen. Ja. Lass mal auch nicht rennen, sondern so wir ganz langsam. Gross rennen. So geduckt am besten. Weil die, guck mal, die wurde halt von den Kannibalen. Ich denke mal, Virginia wurde von den Kannibalen. Ich glaube, was ich mir vorstellen könnte, was die Story sein wird, dass hier irgendwo so ein geheimes Labor ist oder so. Und das und die ist bestimmt da so, so halb Mensch noch und halb Kannibale. Die ist so ein Ding. Und die ist da entkommen und deswegen auch die ganzen so Kannibalen hier. Diese ganzen Kannibalen, die hier sind, Leute, sind irgendwie aus einem Labor. Mensch, Idiot. Und sind halt durchgedreht. Und deswegen sind die halt so böse und so. Das könnte ich mir vorstellen, dass das so von der Oh, guck mal, wie das ist. Ey. Nein, Bro. Was? Ich hab neuen Glitch schon wieder entdeckt. Nein. Nein. Digga, Glitchmaster 3000. Guck mal, wie viel Baumstämme ich hier mach. Digga, gestern Glitch entdeckt, heute Junge! Wieder. Junge! Oh mein Gott, let's weißt go! Weißt du, wir jetzt hier die Base fertig bauen? Ja, Mann. Guck mal, wie viele Baumstämme das sind. Niemals. Glitchmaster 3000. Hä, das ist ja noch krasser als der von gestern. Geil. Ich baue jetzt erstmal auf der anderen Seite weiter, dann haben wir da nämlich noch den Glitch. Sehr gut. Aber guck mal, das Problem ist, die sind nicht ganz so groß wie die anderen. Ach so, sind die so klein? Bisschen, die sind, nee, nicht klein, so, da fehlt so ein bisschen die Spitze. Aber ist das doll schwierig? Ich find's nicht schlimm. Die könnten wir an die Rückseite setzen. Ja. Vielleicht an die Hinterseite, weißt du? Ja, dann setzen wir die an die Rückseite. Boah, ey, hier kommt gar keiner mehr durch, sagt die Real Rap. Dann setzen wir die an die Rückseite. Keiner mehr durch. Und ich habe jetzt auch noch eine Idee, was ich hier mache. Aber egal, trotzdem krasser Glitch, Leute. Wisst ihr, wie schnell ich jetzt hier die Hinterseite zumache? Dann geht das viel schneller hier. Ja, safe. Das ist voll der krasse Glitch. Das hat hier alles nochmal um Welten beschleunigt. Das ist der einzige Nachteil, dass es so ein abgehacktes Ding ist, aber ihr müsst nett zu Virginia sein, dann kommt ihr öfter und ihr müsst ihr herzlichst entgegentreten mit Geschenken. Stani hatte recht, die will echt Geschenke. Ja, sag ich ja. Das meinst du, die sind nur 3/4, weil du 3/4 Stamm verdoppelst? Ah, warte, meinst du, wenn ich einen vollen Stamm verdoppel, dann kriegt man auch die vollen, oder was? Ey, das wäre jetzt natürlich, das wäre jetzt Game Changer. Warte mal, ich teste das mal. Ich hol mal einen vollen Stamm. Aber es laggt. Hä? Nein, Leute, es laggt nicht, oder? Schreibt mal in den Chat. Nein, das siehst du doch. Nein. Auf Hört auf zu lügen. Obwohl, manchmal spinnt auch YouTube, also das. Ja, manchmal liegt es auch an YouTube. So, ich verstärke das jetzt noch alles. Wenn das jetzt mit großen Stämmen noch so funktioniert, Bro, dann ist Base Rente. Nein, guck, mit großen geht's wieder. Mit großen geht's wieder, Leute. Mit großen geht's. Mit großen geht's auch? Nee, also ich meine, mit großen funktioniert's wieder normal hinzusetzen. Ah. Boah, ich verstärke das hier noch alles, Max. Hä? Warum krieg ich denn jetzt so ganz kleine Dinger? Jetzt macht hier gar nichts mehr Sinn. Ja, also der Glitch, der ist noch nicht ganz ausgereift, den du da hast. Aber es hat ein paar. Hä? Ja, doch, jetzt geht er. Geht. Mit den Dreiviertel geht er. Schade. Aber egal. Leute, wir machen die Rückseite hier mit, so klein, mit den Dreiviertelstämmen. Da kommt trotzdem niemand drüber. Weißt du, das ist trotzdem gut. Ist egal, Leute. Dann geht hier die Rückseite zumindest ein bisschen schneller. Also, ich sag dir ehrlich, ich bin mit dem Eingang hier schon sehr zufrieden. Guckt euch das an, Freunde. Was sagt ihr dazu? Der Eingang, das ist hier wirklich, wir haben hier... Hä? Warum ist der jetzt groß, der Sturm? Bro, ich mache hier die ganz wilden Glitches irgendwie. Wie, jetzt kommen da immer... Ich weiß schon gar nicht mehr, was für Glitches ich hier mache. Das ist gut, Bro, das ist sehr, sehr gut. Ach, warte, ich glaube, das war der große, den ich hier genommen habe, deswegen. Meine Glitch-Taktiken hier... Nenn mich iClitchMax.
Aua! Oh, man muss echt aufpassen, ne? Die Dinger sind echt scharf. Also, ja. Leute, ich verletze mich hier selber. Da merkt man mal, wie OP das ist. Ich glaube, die sind jetzt an, die sind noch kleiner. Ey, wer soll uns angreifen? Sag mal ehrlich, wer soll uns angreifen? Niemand. Nein, nein, nein. Bro, geht nicht. Guck mal, ey, Stani macht das hier ringsrum. Oh mein Gott. Uns kann, hast du Scheine? Place so mal Scheine da. Falls du Steine hast, kannst du die da placen. Nimm einfach in die Hand, dann kannst du die da placen. Achso, warte. Hab ich einen großen? Ja, ich hab zwei große Steine. Das ist ja nix. Sammelst du die nebenbei nicht auf hier? Die liegen überall rum. Nee, hey, Bro. Das ist dein Ding. Ich wollte hier nicht in deine Fallending reingrätschen. Ja, okay. So. Warte mal, die muss ja erstmal hier, der muss ja erstmal runtergedrückt werden. Max, da hinten kommt Zombie! Zombie! Wo, von wo? Geradeaus, 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 geradeaus. Ich hab gerade einen gesehen. Kannibale okay. Kannibale kam gerade. Ah, jetzt kommen die langsam, müssen aufpassen. So. Aber egal, ich knüppel den mit meiner neuen Keule. Die will ich immer probieren. Der kommt mir sehr gelegen. Aus welcher Richtung war das? Geradeaus, geradeaus, geradeaus. Müssen aufpassen, dass der nicht unser Fleisch klaut, weil ich habe drei Fleisch da aufgegangen. Naja, alles gut. Ey, wir müssen echt aufpassen, Leute. Ich renne hier laufend selber rein. Das sieht richtig strong aus. Ja, aber das ist hier schon. Also, das ist auf jeden Fall gut abgesichert, würde ich mal sagen. Das hier. Oh, guckt euch das an hier. Ich habe noch eine Idee, wie wir es ein bisschen besser absichern könnten. Dass wir uns nicht immer. Dings wehtun. Das Basislager. So. Ja, mit einem Double Jump kommt man hier drüber. Naja, egal. So, nicht, dass die alles abreißen. Wenn wir hier kommen und dann können wir uns so einen kleinen Eingang da bauen. Also ich sag ehrlich, Dings können wir. Basebauen können wir locker. Oh, wir sind die krassesten Basebauer. Die krassesten egal, Basebauer welches aller Zeiten. Minecraft sind wir krass im Basebauen. Horrorist offensichtlich auch. Boah, der hat hier fast alle Bäume abgeholzt, ne? Puh! Ja, gut. Der gibt Gas, Junge. Ah, funktioniert jetzt eigentlich der Glitch oder geht er nicht ganz? Ich glaub nicht. Also der Glitch geht, aber halt nur mit den Dreiviertelstämmen. Ah, okay. Und ich will halt schon eigentlich überall diese Zacken drauf haben, weißt du? Ach, kann man auf die Dreiviertelstämmen kein... Aber kann man auch Zacken drauf machen? Nee. Ja, okay, das ist so. Nee, geht nicht. Ich hab jetzt einen Teil von der Rückwand, habe ich jetzt mit den Dreiviertelstämmen gemacht, weil es dauert sonst echt sehr lange. Wir können die ja immer noch später auswechseln, aber zumindest, dass die Base dann mal zu ist, weißt du? Ja. So, ich sammle hier noch ein paar Stöcker ein. Stockbrot machen. Ah, okay, keine Stöcker mehr tragen. Gut, gut, gut. Geile Keule. Die Keule ist babamäßig. Also ich will die auf jeden Fall noch testen. Ey, das ist hier wirklich so eine schöne... Also die Base jetzt schon geil. Guck mal, die ist jetzt schon 20 mal krasser als ich gestern. Ich baue die jetzt noch ein bisschen sicherer, dass wir da nicht laufend in die Stöcker reinrennen müssen. Weil wir das gemacht haben. Hier so einen kleinen Weg. Wisst ihr, was ich meine, Leute? Hier, guck mal hier. Warte mal, danke. Das? Geht das hier? Kann man hier durch, oder? Das hier so langsam da verbinden. Guck mal, hier das kann man durch ohne Probleme und hier rein. Boom. Oder? Ja, das ist ein bisschen... Warum hört man denn die ganze Zeit hier so Wasserplumpsgeräusche? Ich glaube, das ist auch noch ein bisschen verbuggt hier teilweise. Ja gut, der eine Speer ist hier vielleicht ein bisschen... Aber geht, guck mal, ist ein guter Eingang hier, haben wir einen guten Eingang, zack, können wir hier rein. Die Virginia ist da, Virginia ist da. Waffen wegpacken. Wo ist sie? Hier bei mir oben. Ich schleiche mich von hinten an. Nein. Nee, die guckt zu mir. Ruhig. Duck dich. Beweg dich mal irgendwie so gar nicht. Die rennt schon wieder, die hat Angst vor dir, Nicht bewegen. Beweg dich mal nicht. Ah, nee, die tanzt. Die tanzt für uns schon. Die shaked ihren Booty. Leute, das ist ein gutes Zeichen. Das ist ein gutes Zeichen bei Frauen. Ja, wenn sie shaked, ist immer gut. Sollen wir ein bisschen näher oder was soll ja, wir machen? Ja, ein bisschen näher. Aber langsam, nicht rennen. Ja, Nein. Okay. Aber man merkt schon ein bisschen mehr angefreundet. Egal, die taut auf. Die taut auf Leute.
Geschenk. Das war erstmal so abschnuppern, Leute. Das muss auch sein. Ja, was hätten wir denn jetzt für ein Geschenk geben sollen? Nein, wir hätten hier noch gar kein Geschenk geben können. Wie denn? Vielleicht ein Rolli. Wir hätten hier eine Rolli geben sollen. Ich glaube, wir müssen eine Kleidung geben oder so. Hab's leider vergessen, Leute. So. Oh, hier mit dem Eingang, Premium-Eingang. Zack, rein hier. Boom. Das ist Baba-mäßig hier. Fleisch oder Bären? Okay, danke, Marci. Wir können Marci, ja, du bist der Meinung, echt mal ein guter Moderator. Kleidung geben, können wir da auch. Oh, es wird gleich dunkel. Oh, ey, ich liebe die Base, ne? Ich liebe die Base jetzt schon. Sieht so Baba-mäßig aus. So. Am besten machst du so ringsrum die Speere, damit die auch nicht von der Seite so drüber klettern oder so. Das machen die auch manchmal. Ja. Das, Bro, ist aber übelst viel Arbeit. Das ist richtig viel Arbeit. Also alle paar Meter mal. Guck mal, ich habe jetzt hier erstmal zwei Eingänge gemacht. Wir haben jetzt hier so ein Hauptdings. Hier, wenn die jetzt hier angerannt kommen wie die Idioten, dann rennen die hier erstmal rein, Leute. Dann ist schon mal die Hälfte down. So, das ist schon mal gut. Dann haben wir hier so einen Eingang. Ganz entspannt hier, Leute. Sogar mit Weg, wo man rein, für uns jetzt, so, wo wir reinkommen in die Base. Weil die kommen eh angesprintet und wissen gar nicht mehr, was abgeht. Das ist das Ding halt. Die werden richtig, guck mal, die werden sauer sein, wenn wir die nämlich angreifen. Dann kommen die angesprintet, checken nicht, was abgeht und rennen dann da in unsere Speere rein. Das ist nämlich so der Plan eigentlich. Warum kann ich hier nicht die Spitze abschlagen? Der lässt mich den nur vierteln hier, den Stamm. Macht keinen Sinn. Wir haben hier alles noch verstärkt, doppelt. Zack. Oh, guck dich das an. Wir sind hier so safe. Rüstung kaputt. Oh nein, meine Rüstung ist kaputt. Schade, ja. Die Rüstung kann kaputt gehen? Ja. Ach, deswegen habe ich kein Leben verloren. Aber die ist voll stark, die Rüstung dann, ne? Ah, okay. Weil ich bin ein paar Mal schon in die Dinger gerade gerannt aus Versehen. Ah, okay. Ey, Bro, ist Schlafenszeit? Ja, guck mal, was das für ein Fleisch ist. Ist das schon abgehangen? Ich glaube, das Fleisch hier, das ist einfach nur zum Aufbewahren, oder? Das kann sein, dass es einfach nur zum Aufbewahren ist, ja. Warte mal, ich will vorne schnell die Steine platzieren. Ja, wir müssen dann eh gleich noch was trinken, dann essen. Ich würde sagen, lass jetzt pennen gehen. Erst schlafen und dann machen wir trinken, essen, dies, das. Ja. Wir gehen erst schlafen und dann würde ich aber sagen, dass wir auch ein bisschen weitergehen jetzt, weißt du? Ja, wir haben jetzt gerade 18 Uhr. Wie meinst du weitergehen? Ja, dass wir jetzt eine Höhle oder so gucken, mal reingehen. Ja, lass aber erstmal die Base fertig machen. Boah, also ringsrum oder was? Ja, das ist einfach nur noch hier zumachen, den Ball. Dann, wenn du mithilfst, ein paar Bäume, dann geht es schon. Warte, ich mach. Weil dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Und Speicher hier auch, richtig. Ja. Boah, der Eingang sieht krass schon mal aus. Ich sag dir ehrlich, der Eingang ist 10 von 10. Okay, komm, lass schlafen. Okay, schnell schlafen. Ich mach Lagerfeuer lieber an, nicht, dass die kommen nachts. Ja. So. Stark, sehr gut. Ja, das Lagerfeuer bringt gar nichts, Leute. Es ist so dunkel, Hilfe. Okay, so, wir speichern einmal. Let's go. Neuer Spielstand, so, zack. Und schlafen. Zack. So, let's und jetzt go. Essen, jetzt essen. Ich mach jetzt Lagerfeuer an. Snackerino. Zack, Lagerfeuer ist an. Wie viel Fleisch hast du noch? Zwei haben wir noch drauf, glaube ich. Nein. Ach, Jutsch, ess das. Aber ist egal, ich habe auch noch so Essen dabei, ne? Aber, nee, ich hab doch hier noch Fleisch. Ich habe hier sogar auch noch Fleisch. Also alles gut. Ja, okay. Also wir haben jeder zwei Stücke Fleisch noch. Ja, ich hau jetzt auch alles drauf hier. So, sehr stark. Mm. Wir haben richtig hier unsere Morgenroutine. Ja, erstmal morgens schön ein bisschen schön ausschlafen. Sei mal, guck mal, schöner Campingurlaub. Letztes Mal waren wir richtig auf Cracky-Lifestyle. Wir hatten immer kein Essen, kein Ding, kein Wasser. Und jetzt sind wir einfach mittlerweile schon reich, kann man schon fast sagen. Wir haben uns hier richtig eingependelt. Wir haben immer unser Essen. Guck mal hier die Base an. Oh. Starten voll aufgeladen in den Tag rein, Leute. Boah, was ist das hier für eine Base, Junge. Das ist die Big Baba Boom. Aber wir können die Base, ja, guck mal, weißt du, was geil ist? Wir können ja sogar die Base hochbauen und können das dann über die Zäune auch rüberbauen, weißt du? Das geht auch. So. Ja, das zeige ich dir. So. Wir können die Base richtig groß machen. Was wir jetzt haben, ist noch klein. Ja, klar, normal. Ich meine, wir können ja auch hier innen drin dann noch Wachtürme positionieren. Ja, müssen wir auch. Ja. Okay, lass mal trinken gehen. Dann lass das Ding einmal schnell zumachen, weil das ja, später ist sicherer, auch keine sicherer. Monster da unsere Sachen klauen. Weil wenn erstmal die OP-Monster kommen, dann ist eh vorbei. Ja. Wir müssen uns da so ein bisschen absichern. Guck mal, wie gut uns das geht. Das ist Urlaub hier. Das ist Urlaub vom Feinsten hier. Das ist wirklich Urlaub. Guckt euch hier mal an, die Sonne geht auf. Was hat das hier mit Überleben noch zu tun? Ich würde freiwillig leben. Oh, stimmt, ein Floß müssen wir noch machen, wegen der Pistole in den Bro. Boah, was sollen wir zuerst machen, Leute? Sollen wir zuerst zur Boje fahren oder sollen wir erst Boje, oder? Boje, dann haben wir Pistole. Ja.
Oh, ey, Pistole wird zu krass, sag ich ehrlich. Aber die Pistole dürft wieder nur gegen übertriebene Monster abdingsen. Ich guck mal gerade, wie man hier losbauen soll. Ey, die sagen, wir müssen ab Tag 19 eine Doppelmauer bauen, weil so ein Riesenmonster kommen soll. Ach, niemals. Das kann sein. Ey, stimmt, man konnte ja auch hier diese ganzen Lagerstätten, Stocklager, Steinlager machen auch. Pflanzengefäße. Boah, also, die können uns noch richtig einrichten. Es ne? wird ein Monster kommen, Stühle, was, was zwei Mauern kaputt machen wird, oder was? Als ob, Leute. Krank, Digga, krank. Ja, was soll das denn für eine Granate sein, die hier reinkommt? Wir müssen ready sein. Wir haben nicht mal ein Ding hier. Guck mal, wir haben jetzt schon Tag 4 haben wir jetzt schon. 10 von 10 Game, ja, auf jeden Fall. Sehr geil. Wir haben jetzt schon Tag 4, okay. Was? Jetzt schon Tag 4? Jetzt schon Tag 4. Und ab Tag 19 kommen irgendwie richtig dicke Dinger. Meinte der eine. Okay, komm, hier liegen die Stämme. Stani, der legt die mal hier hin. Boah, die sind echt viele. Okay. Soll ich die so vorwerfen? Ja, bring mir die einfach vor, ich baue das dann. Ja, okay, ich glaube, das bringt nichts, Leute. Ich glaube, das Laufen macht mehr Sinn. Ja, ich glaube, ich laufe, das bringt nichts. Obwohl, warte mal, vielleicht rollen die hier den Berg runter. Ja, egal, bring mir die einfach so ein bisschen entgegen hier. Ja, bring die zur Base. Ja, es sind jetzt eh nicht so viele Stämme, ich komme jetzt gelaufen. Dieser Kelvin checkt's auch nicht, der trägt das Holz wieder in den Wald rein. Super, danke für nix. Der holt's aus dem Wald und trägt's wieder in den Wald rein. Irgendwo. Ey, aber der Eingang, den wir auch haben, das ist, da kommt niemand rein. Das ist wie so ein Dreieck, die Base. Lass das hier hinten wie so ein Dreieck zusammenlaufen, das ist, ja voll, das ist eigentlich voll das geil. Das willst du jetzt wie so ein Dreieck machen? Ja, also ich mach das hier hinten weg noch, das sind ja eh nur diese Dreiviertelstämme. Also jetzt einfach hier weiter ranbauen oder was? Genau, einfach hier so straight weiter ranbauen. Genau. Das wird wie so ein Reverse-Dreieck werden, Digga. Ja, wir haben jetzt schon das Zehnfache von gestern erreicht. Und gestern hatten wir sogar einen Unlimited-Holz-Glitch. Ja, und wir sind, zu zweit, wir sind einer weniger. Ja, und wir sind erst eine Stunde hier am Start. Ja, das überlegt mal, Leute, was wir jetzt schon geschafft haben. Wir haben eine Base geraided. Wir haben eine überkranke Base jetzt auch schon gebaut. Und wir können uns gleich, bauen uns gleich ein Floß und fahren da hinten zu Boje und holen uns eine Pistole. Ja, aber da muss ich sagen, mit dem Floß keine Ahnung, wie das gehen soll. Nee, das weiß ich auch noch nicht. Das müssen wir noch herausfinden. Also von 1 bis 10, wie krass sind wir? 12. Ich würde auch sagen, Leute, 1 bis 10, ich würde schon sagen, dass wir eine 12 sind auf jeden Fall. Ja, diese Fischfallen und so. Ah, doch, warte, die kleinen kann man doch anspitzen. Ja, deswegen. Habe ich mich schon gewundert. Aber Leute, bringt diese kleine Mauer überhaupt was? Also, oder ist die Müll? Man kann drüber springen hier, ne? Wie, was? Guck mal, du kannst hier drüber springen. Okay, ja, okay, dann ist die nicht so gut. Ich sagte, eigentlich müssen wir die so als doppelte Mauer nehmen. Ja, die können wir vielleicht außen, können wir die kleinen machen? Ja, also ich sagte, innen würde ich würde die außen lassen, die kleinen, nochmal als zusätzliche Mauer. Ja, die können wir aber dann aber innen lieber eine große dann. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Weil das ist nicht dolle hier. Mach mal einfach davor nochmal ein Ding. Die Base muss ja nicht riesengroß sein. Es reicht ja ein Haus für uns, dann hier so ein paar Sachen rein und dann reicht das ja. Muss ja nicht die größte Base überhaupt sein. Ja, guck mal, das Ding ist, wir können nachher, glaub mir, wir können die noch richtig groß machen. Das könnte ja so der erste Raum sein, den wir haben. Das ist ja noch gerade mal der Anfang. Ja, das klar. Könnte oder hier vergrößern geht immer. Man kann die Baumstämme immer wieder rausreißen. Ja. Vergrößern geht immer. Erstmal zumachen. Alleine hier der Eingang schon. Ich bin erst immer noch fasziniert. Zumachen. Ja, dann müssen wir, wie gesagt, einmal ringsrum um die Base halt diese Speere aufstellen. Das müssen wir halt auch so als nächstes dann machen, weißt du? Ja, ringsrum Speere, damit wir safe sind. Ja. Die dürfen sich gar nicht, die müssen unsere Base sehen. Und müssen wegrennen. Denken, ja, die müssen sich denken, nee, probiere ich erst gar nicht. Ja, genau. Hab Angst vor der Base, so müssen die Monster denken. Das wird einfach eine Stadt, ja, wir müssen hier unten eine Stadt bauen. Oh, das wäre auch wild. Das sieht auch schon wirklich so schön aus. Man steht hier oben so auf diesen Stein, guckt da auf diesen cleanen, weißen Sandstrand und sieht dann da unsere Base. Also ich bin verliebt. Ja, die meinen, wenn wir Höhlen looten, sind wir OP. Ja, aber wir müssen uns natürlich erstmal Fackeln und so machen. Mit einem 3D-Drucker kann man eine Waffe machen. Was? Gibt's die 3D-Drucker?
Hat einer gerade gesagt. Weiß nicht, ob die Geschichten aus dem Paulanergarten sind. Nee, aber könnte ich mir gut vorstellen. So 3D-Drucker eine Waffe machen? Weil das gibt's ja, Leute, das gibt's ja auch in echt auch, dass das Leute gemacht haben, ne? Ja, ja. Überleg mal, wie krank das ist, wie gefährlich also eigentlich gesagt, so ein 3D-Drucker ist. Und dass es einen 3D-Drucker gibt. Also das mit der Waffe hat er jetzt nicht gesagt. Aber es würde Sinn machen auch. Ja, kann sein. Einfach Paulberger Hills 2.0. Aber ein besser. Ein viel, viel besser. Ja. So, einmal hier eine vom Zopf gehauen. Oh. Das sieht gut aus. Ihr müsst Feuer unterm Fleisch machen. Machen wir doch, hä? Ach so. Unter dem. Unter dem Fleischständer. So, da wir das aufhängen. Okay. Okay, krass. Das macht Sinn eigentlich. Aber ich sag ehrlich, brauchen wir eh nicht. Wir bauen das hier eh in der Base nochmal neu. Deswegen. Das war ja eh nur ein paar Stöcker gewesen. Das juckt ja eh nicht. Ja, wir haben die auf jeden Fall gleich hier. Also hier drinnen. Ich würde halt sagen, dass wir hier einmal mit großen Stämmen davor bauen, weißt du? Hier. Ja, ja, einfach direkt davor setzen. Ja. Müssen wir mal gucken gleich, aber es geht wahrscheinlich, wenn wir dann hier um die Kurve gehen, dann können wir da direkt davor setzen. Ja, ey, guck mal, der rollt die gerade die ganze Zeit runter. Alter, endlich macht er mal was Vernünftiges hier. Warum kann ich hier die Dinger nicht anspitzen? Wir können ja später eine Seilbahn bauen, wenn wir dieses eine Ding haben. Und dann von oben die Sachen hier reinrollen lassen. Genau. Vom Wald. Dann holen wir die Leute, dann bauen wir uns eine überkranke Seilbahn, dann kommen die Sachen von oben in unsere Base reingerollt und dann ist eh vorbei. Boah, das sieht schon echt gut aus. Ah, die sagen nur, die Pistole ist so gut zum Jagen, okay. Bro, bei mir schreibt gerade einer im Chat, dass ab Tag 5 zwei Giganten kommen. Nein. Und heute ist Tag 4. Aber es könnte sein, dass die damit diese Bosse meinen, die wir auch gerade gesehen haben. Diese Giganten, weißt du? Ja, das war er. Aber zwei wäre schon... Zwei wäre wild, weil zwei sind schon stark. Dann müsste jeder von uns hier einen übernehmen, weißt du? Was geht, Pommel? Warum kann ich hier manchmal nicht... verstehen. Guck mal, kannst du den hier so abspitzen? Ja, warte. Den einen kann ich hier nur so abkappen. Warte. Den hier, ja, kann ich abspitzen. Ja, okay, gut. Bei mir ging's nicht. Und der andere da vorne irgendwie auch nicht. Welcher? Hier vorne oder was? Ja, auf der anderen Seite, wo ich hingesetzt habe. Ja, ich muss nur aufpassen, nicht, dass ich hier in unsere Fallen reinrenne. Unser Basislager, ich lieb's. Na, warte, dann reiß ich den einmal ab, einmal hier. Ich place den nochmal neu. Habe ich aber eigentlich auch schon probiert. Ja, lass einfach den nächsten daneben stellen, dann soll es schon gehen. Das geht schon. Das ist Expeditionslager. Ich habe noch einen Lederbeutel. Was? Habe ich noch einen Lederbeutel? Nee, habe ich doch nicht mehr. Haben wir da schon alle aufgemacht, die Lederbeutel. Auf Expedition angelehnt. Ja, ich weiß, dass wir Baumstämme dupen können, aber wir haben hier, also heute haben wir es nicht hingekriegt. Mit Baumstämme dupen. Nur mit den drei Vierteln, ne? Ja, nur mit den drei Vierteln, die können wir dupen halt. Na, hätten wir so einen Glitch gehabt, wie gestern, wären wir auf jeden Fall schon durch mit der Base. Aber egal. Ja, ist ja nicht so schlimm, wir sind ja eh gleich Hard durch work. Mit der Base. Und dann geht's ja weiter, dann gehen wir direkt weiter, Freunde. So, zack. Zack. Wow. Wir haben gar keine Baumstämme mehr hier. Ja, der ist faul geworden. Arbeit mal schneller, Junge. Warum kriege ich von das hier Blätter? Also das Ding ist, wir hatten gestern einen Duplizierglitch, aber jetzt hier unten haben wir keinen. Aber ja, es ist auch nicht ultra schlimm. Ja, jetzt haben wir haben es jetzt ja eh gleich. Guck mal, wie viele Bäume hier schon weg sind. Der macht schon wieder Pause. Junge. Wenn wir mal so viel Pause machen wie er, hätten wir gerade mal mit der Base noch nichts. Aber wenigstens läuft heute der PC, ne? Wir sind nicht ehrenlos, weil wir ohne Amir spielen. Amir hat uns verlassen, Digga. Er hat uns sitzen lassen. Amir hat uns verlassen. Der hatte Angst, er hatte Angst. Ja, wenigstens läuft der PC heute, das stimmt. Vor den Kannibalen. Es war eine Nummer zu heftig gestern. Ha, das kann nicht der Host. Also der Host kann nicht dupen, oder was?
Wie? Hast du einen Glitch gehabt? Bro, dann hätte ich einen Glitch, glaube ich, wie wir Holz machen können. Zeig mal. Wo? Warte mal, ich brauche hier erstmal die hier. Ja, nee, wir brauchen doch zum Tupen. Behalt den mal. Nee, brauchen wir nicht. Ich baue nochmal auf. Ich baue jetzt nochmal was auf. Okay, warte mal, ich baue jetzt nochmal was auf. Und dann muss ich das machen. Genau, und dann musst du das machen. Okay. Denn vielleicht funktioniert es deswegen bei dir. Bei dir wird es funktionieren. 2. Oh, das wäre cracked, wenn wir jetzt einen Holzglitch kriegen würden. 3. Dann hätten wir hier bald die Big Baba Bubu Base. Des Grauens. 4. Hast du dir extra Glitch-Videos angeschaut, oder was? Nee. Ich habe das vorhin zufällig auf TikTok gesehen. TikTok informiert und bildet. So. Aber das sind ja nicht so kleine Stämme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, warte. Warte, ich sag's dir gleich. Warte, du stellst gleich, warte. Okay. So, und jetzt mach den großen, jetzt paste den großen. Einen großen. Direkt daneben einfach. Oder ja, einen großen. LOL. Ja! Ja! Okay, Dupe-Glitch, ich hau jetzt rein. Oh mein Gott, hau rein hier. Okay, hau rein hier. Ja, Mann! Oh mein Gott, Bro. Leute. Ey, wir können die Base gleich noch ein bisschen. Wollen wir die nicht ein bisschen größer bauen gleich? Jetzt können wir halt richtig frei drehen, ne? Oh, dann lass hier. Ja. Ja, dann reiß einfach nochmal diese Bummi-Dinger da ab. Die Dinger hier abreißen, ja, dann ja, machen wir sie halt ein bisschen weg. Größer. Also diese kleinen hier weg. Oh, ja, Leute, jetzt. Jetzt können wir eine große Base bauen. Das feiere ich. Jetzt können wir hier richtig durchdrehen. Super. So. Oh, guck mal, wie viel Holz da schon liegt. Junge! Also ich würde sagen, wir lassen die jetzt einfach hier so, ich lasse das jetzt hier einfach mal so weiter zusammenlaufen, oder? Hier in die Richtung, oder soll ich ja, wir können noch weiter aus? Wir können noch ein bisschen weiter außerhalb bauen. Noch so. Weiter ausholen? Dann ja, wir können ja die hier noch ein bisschen. Warte. Dann bau die hier drüben direkt dran, bau die hier drüben. Warte, ich platziere die nochmal um, warte. Weil ich habe das hier schon so in die Kurve laufen lassen, weißt du? Ja, ich weiß. Und jetzt einfach gerade ein bisschen mehr. Ja, genau. Boah. Guck mal, Junge, was wir jetzt bauen. Was bauen wir jetzt hier? Leute, jetzt wird cracked. Tschüss. Du musst eigentlich die ganze Zeit verdoppeln. Ja, okay. Du verdoppelst die ganze Zeit? Bro, ich verdoppel so schnell okay. Kannst du gar nicht. Okay. Na, warte, ich hau jetzt mal kurz wieder rein. Junge, die Monster sollen kommen, Leute, die Monsters. Digga, jetzt. Ich hau mal kurz rein hier. Die Monster Boah, sollen die jetzt Bäume kommen. Rumfliegen. Einfach, du bist einfach Dings geworden. Holzfällerwerk hier. Ja. So. Oh mein Gott, jetzt macht's doch Spaß, Leute. Jetzt bockt's. Jetzt muss doch nicht mehr so viel laufen. Ja, wir müssen das halt noch ausnutzen, solange der Glitch geht. Ich denke mal, die werden die irgendwann fixen. Sind wir dieses Jahr auf der Gamescom, Stani? Fragt einer. Safe, oder? Ich denke mal schon. Wir sind eigentlich immer Gamescom, Leute. Also ich wüsste nicht, warum. Ich war ja letztes Jahr nicht gewesen, muss man ja sagen. Ich Ach, stimmt. Ja. Stani hat geskippt. Ich habe Rente gemacht, Leute. Ein bisschen faul gemacht. Ich muss aber auch sagen, hast nichts verpasst, Digga. Ja, deswegen. Also, deswegen. Obwohl, jetzt, wenn ich eigentlich so drüber nachdenke, ich kann es eigentlich noch gar nicht sicher sagen, weil ich sag euch hart auf hart, ich fand es letztes Mal sehr unnötig. Es war nicht mehr das, was es mal vor Corona war. Ja, aber wenn ich da bin, dann wird's wieder geil. Ja, ich würde hingehen, um meine ganzen YouTube-Kollegen so zu treffen. Das war cool. Bro, Glitch. Stimmt. Um mal wieder alle zu sehen, aber rein die Gamescom an sich war sehr unnötig von den Games und so. Ja, aber das war auch wegen, guck mal, das war jetzt wieder die erste Gamescom wegen Corona. Ja. Viele Firmen hatten halt Angst gehabt, dass die Gamescom abgesagt wird. Ja. Und deswegen hatten die keinen Stand auf der Gamescom, deswegen war es, glaube ich, ein bisschen lame gewesen. Aber ich denke mal, nächstes Jahr, weil er jetzt eigentlich, denke ich mal, mit so Corona-Beschränkungen sollten jetzt eigentlich nicht mehr kommen, werden auch wieder mehr Firmen, glitch mal wieder ein bisschen,
Werden auch wieder ein paar mehr Firmen kommen. Und werden dementsprechend. Ich komme jetzt langsam hier ein bisschen rüber zu dir, so, ja. Ich baue jetzt hier so langsam rund, um hier in deine Richtung zu kommen. Ja, ja. Dann mache ich das auch hier. Ja, genau. Boah, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Base. Ich sag dir wirklich, hier. Boah, strong. That's strong Base. Das ist wirklich, das ist auch schon, das nennt man einen Stronghold. Was wir hier gebaut haben. Das ist zu wild. Ich freue mich auch so, das fertige Ergebnis gleich zu sehen, ne? Oh, guck mal, wie wir uns aber auch perfekt entgegenkommen. Yeah. Ne? Oh mein Gott. Schön, schönes Ding. Das? Schönes Ding. Nein, das sieht aus wie im Bilderbuch. Vor allem, wir müssen, Bro, checkst du das? Wir müssen nie wieder Holzfarm gehen. Wir haben jetzt hier einfach unsere Holzfarm. Ja, wir machen lassen wir genauso hier. Ja, ja, genau. Dann machen wir hier gleich noch unsere Holzlager, können wir da noch hinmachen. Und dann haben wir da unsere Holzfarm. Direkt wieder 20 Baumstämme. Die da liegen, sind so die halben, diese, ne? Nee, also laut Standplay läuft Fortnite Baba-mäßig. Also, ob die mich jetzt fragt, ob Fortnite tot ist. Also für mich ja, leider, aber ja, okay, jetzt treffen wir uns ein bisschen komisch, aber warte, ich gehe jetzt hier so ein bisschen nach innen. Aber das ist eine Holzbase, die muss ich hier komplett, Ja, Fortnite ist, ja, ja. Leider ist, ich muss halt sagen, die Updates sind noch echt schlecht geworden. Also was heißt tot? Es ist ja immer noch ein gutes Spiel und safe, wird ja von voll immer noch ein geiles Game. Aber ihr müsst immer überlegen, Leute, wir müssen ja Unterhaltung bieten. Und die bringen halt wenig Content so für YouTuber. Und Bro, oh mein Gott, hier vorne ist einer reingerannt, Max. Ey, die machen unsere Base kaputt, Max. Yes. Wo? Vor der Base. Ich Junge. Bin Base drin. Spitzt du oder was? Was? Oha. Oha. Der eine hat sein Bein verloren hier. Hilfe, Max. Aua, das bist du. Aua. Oha, wie stark ist der? Der eine hat hier sein Bein verloren. Lol. Alter, die Fallen sind ja so krass, ne? Junge. Aber eigentlich können wir die Beine von denen essen. Ja, die können wir braten. Lass die braten. Ey, die Falle war real rap strong. Ey, ich gucke im Augenwinkel, da drehen die auf einmal komplett durch. Ach du Scheiße. Ey, der kloppt da alles, was ich da gebaut habe, kaputt. Schade, Leute. Das war ein Hater. Die wollten unsere Base zerstören. Ja. Oh. Tut mir leid, Leute, ist hier wieder ein bisschen blutig. Zack, kommt hier erstmal schön rauf hier. Oh, ich hab grad voll den Voice Crack gehabt. Ey, wollen wir hier hinten nicht auch eine Tür reinmachen, sag ich dir ehrlich? Das geht. Nee, Tür ist Schwachstelle. Nee, ja, stimmt. Tür ist Schwachstelle. Aber warte mal, denn wollen wir hier vielleicht schon mal Stämme auch reinbringen? Ja. Weil wir müssen ja auch, wollen ja auch den Aussichtsturm bauen. Ja. Du musst jetzt halt hier wieder den Meisterduplikator und du bringst die rein. Nein. Ey. Nee, was? Das ist Kelvin. Ich dachte gerade, die spionieren unsere Base aus. Ah. Ja, ich hätte nicht gesagt, weil. Tag 5 kommt A. Oh, Tag 5 kommt auch gleich, ja, wir haben ja gleich Tag 5. Boah, guck mal hier, ja, die Schwere. Schluss mit, lustig. Wir haben Shani, komm, weitermachen, weiter, Baumstämme. Ja, wir ackern, Leute. Ja, das war clever gewesen, dass wir die Dinger dahin geplaced haben. Aber das ging auch relativ gut. Bro, guck mal, wie viel hier schon wieder ist. Wir müssen mal gleich so ein Baumstammlager. Bevor wir das zumachen, lass ein Baumstammlager zwei Stück noch machen. Dann haben wir die schon mal drinne, weißt du? Meinst du so eine Farm da drin oder was? Aus Stöcker. Warte, ich hol Stöcker. Hab ich noch Stöcker? Warte mal. Bro, werf die doch einfach rein. Egal. Werf die jetzt einfach mal hier rein. Ja, aber die spawnen die nicht, Leute? Nein. Sicher? Ich glaub nicht, wenn wir hier in der Nähe sind. Ja, ich baue trotzdem so lange. Tag 5 kommt Endboss. Dass wir das hier auch ordentlich in der Base haben. Wir müssen Ordnung in der Base haben, Max. Wir können hier nicht so eine Müllbase bauen. Aber können wir nicht einfach dieses Duplizierding in unserer Base drin machen auch? Aufbauen? Das kann man doch überall bauen. Ja, könnten wir auch machen. Ja, Bro, dann lass das doch mal drin bauen jetzt hier, bevor wir hier zumachen. Ja, dann lass das drin machen, okay. So, warte. Dann hol ich die Dinger. Bevor wir jetzt zumachen. Du musst hier die kleinen Dinger einfach abbauen, 10 Stück. Ja, dann haben wir Unlimited gleich. 1, 2. Und die müssen wir in einer Reihe placen, und dann haben wir eigentlich. Und dann können wir auch direkt diesen Aussichtsturm bauen. Ja. Oh, unsere Base wird 1,
Geisteskrank. Jetzt noch Aussichtsturm. Warte mal, ich baue das mal direkt hier weiter so an der Dings hin. Boah, das trifft sich hier perfekt in der Mitte. Guck mal, denn ich baue es direkt hier so ein bisschen an der Wand ran. Ah, weiter geht's nicht. Okay, hier geht's so an der Wand noch. Und dann haben wir hier direkt noch so eine kleine Mauer, so, weißt du? Ja. Das ist gut hier. So, 2 haben wir schon, 10 brauchen wir. Guck mal, probier mal mit ein, das sollte auch gehen, meinte der. Probier mal mit ein hier, aber ich glaube nicht. Meinst du? Einer geht. Ich weiß nicht, Leute. Ey, das wäre jetzt. Hier, warte mal, dann nehme ich mal einen weg. Hier, probier mal den einen. Nee. Nee, einer geht nicht. Fake News hier. Schade. Okay, Leute, Holz schärfen, auf jeden Fall. Habt ihr recht, müssen wir machen. Ihr müsst die Spitzen weitermachen. Ja, ja, die Spitzen machen wir gleich weiter. Digga, diese Fallen, die du da draußen gebaut hast, die waren ja so OP eigentlich. Ja, die, ne, sind doch OP. Die guck mal, der eine war ja direkt tot. Der eine ist halt reingerannt, hat erstmal Bein verloren. Ja, und war tot. Und sein Kollege wusste gar nicht, was abgeht. Der hat ja erstmal Kaffee getrunken. Ja, real rap, Leute. Ja, guck mal, wenn wir beide gleich Stöckerfarm gehen, dann ist eh vorbei. Dann können wir hier einmal so einen Ringskreis ringsrum machen. Also wir müssen das, denke ich mal, spätestens haben, wenn dieser große Typ angreift, an Tag 19. Ja. Sag, wenn ich die Farm wieder ready noch ist. Noch zwei. Dann dupe ich wieder. Oh, unsere hier. Base, Bro, die sieht so schön aus, oh mein Gott. Sagt mal einen, der eine bessere Base hat wie wir. Ich kenne keinen. In einer Stunde, in eineinhalb Stunden. In einer Stunde gebaut. Niemand. Okay, ist ready. Niemand hat das. Duplizier du mal, ich baue hier weiter ab. Okay. Keiner. Das Most Wanted Update war gut. Funktioniert? Ja, sehr gut. Ey, wollen wir noch einen so einen großen Aussichtsturm bauen? Ja, klar. Okay, wir bauen noch den Aussichtsturm, Leute. Das will ich hier reinbauen in die Base. Ey, Leute, also ich hoffe, es ist nicht langweilig, dass wir so viel bauen, aber es macht gerade einfach so Bock. Ja, ist auch Bock. Ich will hier unbedingt jetzt hier so einen Aussichtsturm drin haben, falls sie uns angreifen. Man will sich einfach so eine Gottesbase bauen. Okay, komm, einer noch, dann ist connected. Oh! Und? Ja, Mann! Nice! Junge! Okay, komm, jetzt noch alles anspitzen. Ja, jetzt alles anspitzen. Zack. Ja, Rüstung ist leider weg, Leute, weil ich gerade attacked wurde. Ja, Rüstung ist Dings, aber das ist gut. Kann man sich nicht irgendwie auch eine Rüstung craften oder irgendwie sowas? Ja, man kann eine Blätterrüstung machen, aber ich glaube, Blätterrüstung bringt nichts, Freunde, das oder? Das bringt ja gar nichts. Ich glaube, das ist nur so für Tarnmodus. Ja, ich glaube Blätterrüstung. Knochenrüstung kann man noch machen aus Knochen. Aber ich glaube, ich habe auch nur Schädel. Ja, müssen wir aber auch erst finden. So. Knochenrüstung, ja. Aber wir haben nur Schädel, glaube ich, gefunden bisher. Ja. Boom, die letzte Abi zusammen gemacht. Ja. Oh, guckt euch mal das hier an, Leute. Ey, ich muss mir die Base mal kurz von außen von Ja, komm, wir gucken uns die mal kurz von außen an. Boah. Das wird so heftig, Leute. Das ist die Paulberger Base. Ey, Bro, aber die sieht von hier, aus. Ja, die sieht schon nice aus. Sieht auch ein bisschen mickrig aus von hier oben, muss man sagen. Ja. Mehr Platz brauchst du nicht. Nee, mehr Platz brauchen wir auch nicht. Da, schau mal, wir brauchen ein Haus zum drin schlafen. Dann so ein bisschen eine Farm da oder ja, was. Ja, aber ich will, also später werde ich ein richtig krasses Dings Base bauen. Ja, klar, später können wir richtig was testen, Leute, ob das geht. Guck mal, wir haben hier unendlich Holz, jetzt können wir hier dupen immer wieder. Das ist schade, hier oben kann man keine Dings mehr placen. Warte mal, ich will mal kurz was testen, Leute. Mann, okay, warte mal, hier. Warte mal, vielleicht kann man ja so ein... Duplizier mal ein bisschen Holz. Ja. Leute, können wir eigentlich jetzt hier so... muss man das nach einer Anleitung bauen, den Turm, oder kann man den auch freihand bauen? Ja, wir können den freihand bauen oder nach Anleitung, ne? Ich würd den Turm nämlich fast nach Anleitung bauen, Digga. Ja, kannst du ja machen. Bro, wir haben uns auch gar nicht um Essen gekümmert heute, ne, für morgen. Was machst du jetzt hier? Ich check's auch noch nicht so richtig, aber ich will was testen. Willst du die Wand verstärken? Nee, ja, auch, aber ich will was testen. Boah, guck mal, jetzt haben wir
Guck mal, das ist doppelte Verstärkung. Alter, wie krank das von außen aussieht. Das sieht ja aus wie die Stütze von... Guck mal, so kann man auch noch verstützen. Ja, 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 ich wollte da jetzt so einen kleinen Aussichtsturm bauen, weißt du? Ja, geil, ja, das sieht so aus. Guck mal, ich üb hier mal wieder ein bisschen. Komm da rauf. So. Und jetzt irgendwie... Ich düb das hier wieder. Ja, düb mal ein paar. Und jetzt baue ich einfach das hier, Hälfte. Das sieht aber total schief aus hier. Ja, warte mal. Achtung, du brennst, Bro. Ja, wie soll ich mich löschen? Warte mal. Ja, du musst einfach warten. Ja, das kann ich nur so blazen. Oder so halt. Aber guck mal. Hä? Lol. Und jetzt müssen wir hier oben irgendwas hinlegen. Diese Dinger hier. Warte mal, die hier. Wenn das geht. Ey, wenn das jetzt geht. Nee, geht nicht. Ey, wie können wir einen Aussichtsturm bauen? Wisst ihr das? Ja, na, warte, ich kann einen blazen gleich. Aber das ist schon mal gut so, dann können wir, weiß nicht, ob das gut ist. Kann man hier oben so ein bisschen gucken immer, so einen Ausguck haben wir. So, warte, ich baue jetzt einen Aussichtsturm, warte. Aber hier in der Bauvorlage sehe ich hier nichts. Hier, doch, hier, Beobachtungsturm, Bro. Pass mal auf, was jetzt hier. Wo siehst du das denn? Oh Gott, wenn wir den gebaut haben, bist du krass. Ich sag ehrlich. Bro, auf welcher Seite ist das denn? Erste. Max, du glaubst nicht, was jetzt passieren wird. Oh, Max. Ich sehe da nur Zelt. Nein, eins weiter. Geh mal, bau das mal ab da. Warte mal, bau das mal ab, was wir da gebaut haben. Baumplattform ist das doch. Nein, guck mal hier, was ich hier gebaut habe. Guck mal hier, was ich vor dir geplaced habe. Bau das mal ab hier. Boah. Ah, oh mein Gott. Ja, okay. Okay, Bro, wenn wir das Ding haben, dann ist... Oh nein, du hast den Ding. Ich hab die Dinger genommen. Ist egal. Wenn wir das Ding haben, dann ist... Finito. Das einmal abbauen, Leute. Ich baue das hier jetzt einmal ab, das, was wir ordentlich haben hier. So. Lol. Okay, warte, ich dupe wieder. Halt wenn wir das haben... Gedrückt, wenn das Buch offen. Niemand kann was machen. Niemand. Da soll hier der Jochen kommen hier, der dicke Jochen. Der kriegt richtig einen auf den Deckel, Leute. Soll der dicke Jochen sich... Du musst mehr dupen, Bro. Ja, das Problem ist, das lag da gerade alles im Weg, oder? Okay, so, warte, sind wieder ready. Ah, liegt das so im Weg da, oder was, immer? Ja, das muss immer... Muss das oder sollen wir das in der Mitte placen? Sollen wir das in der Mitte machen? Warte. Ja, das rollt nach ein paar Dingern da immer hin. Ja, wir können es auch in der Mitte machen. Ja, alles gut, Grit. Guck mal, hier liegen ja ein paar. Na, warte mal, Leute. Die muss ich nochmal abreißen. Zack. So. Den nochmal abreißen. Alter, das wird der geisteskrankeste Turm hier. Ey, lass zwei Türme. Wenn wir den haben, bauen wir hier in die Ecke, wo gerade der Holzmultiplikator ist, bauen wir auch noch einen. Ja, dann ja, haben ja. wir so zwei Türme hier in den Ecken. Safe. Das wird Ende. Das wird Ende, Leute. Wenn wir das gleich Endlevel. Fertig haben. Wir können auch die Dinger umbauen, ne? Den Holzduplikator? Ja, den können wir auch umbauen. Ja, alles gut, geht gerade. Ich würde sagen, wir bauen den Turm fertig, dann müssen wir den umbauen. Ey, überleg mal, wie viel Holz wir da holen müssten. Ach, das wäre, Bro. Dass wir das gehabt hätten. Wow! Ey, wenn der fertig ist, das wird zu wild. Und dann holen wir uns auch die Waffe und dann ist over. Und dann müssen wir noch so ein Schild machen mit Paulberger Hills. Ein Riesenschild. Aus Baumstämmen. XXL-LED-Schild. Komm, Bro, weiter, Turm. Ja, ich muss halt immer auf dich warten, bis du duplizierst. Weiter geht's, Leute. Weiter geht's. Wir haben's gleich. Nächsten Tag, Leute. Nächsten Tag sollen die Bosse angreifen. Sollen die kommen? Oh, stimmt. Wir sind ready für die Bosse. Wie viel Uhr haben wir? Wir haben 16.30 Uhr. Oh, es wird. 16.30 Uhr. Das Problem ist. Nein, wir haben alles verbaut, wir Idioten. Nichts zum Duplizieren. Oh, Max. Ja, du musst dich eigentlich nur drauf konzentrieren. Bau hier vorne einfach einer. Oder hol von oben ein. Warte, ich hol. Du müsstest dich nur konzentrieren auf Duplizieren. Ja, ja. Warte mal, ich baue die mal um. Bau die mal um. Ich konnte halt immer nur nach zwei Dingern lang den Weg. Das um. Die Pistole, stimmt, die Pistole müssen wir uns auch noch holen. Ja, die holen wir uns gleich. Hä,
Hä, was? Ihre einzigen Vierecker in Tor. Hä, was? Was meinst du? Leute, gib mal ein paar Tipps. Ist unser Tor schon so gut, der Eingangsbereich, oder gibt es hier noch ein fetteres Tor, was man bauen kann? Man kann ein Tor bauen, was halt aufgeht, ne? Also so ein richtiges Riesentor, was wir auch damals gebaut haben bei The Forest. Ja, das müssten wir eigentlich machen. Ich weiß aber nicht, wie das geht. Baut einen Turm im Wald und in eurer Base. Dann eine Seilbahn. Mit Seilbahn. Guter Call hier, guter Call. Dann können wir nämlich mit der Seilbahn auf den anderen Turm außerhalb der Base fahren und sehen unsere Base dann von außen, falls sie geil, vor unserem Turm geil, stehen geil. Sollten. Ja, wir könnten so ein Turmnetz machen, dass wir halt dann immer hin und her fliegen können. Die Spider-Man. True, Digga. Oh mein Gott. Okay, warte mal, ich nehme die hier noch weg. Das hier weg. Okay, ich hoffe, jetzt kann ich hier gut. Guck mal, ich mach jetzt hier dupen. Ja, guck mal. Dupe jetzt erstmal. Ja, ich mach jetzt nichts mehr. Ich mach jetzt nichts außer dupen. Du baust, ich dupe. Warte mal, wenn die im Weg liegen, kann ich doch auch einfach auf die andere Seite hier gehen, oder? Ja, klar. Ja. Alter, wie viel so ein Aussichtsturm braucht, ne? Junge! Toll. Überleg mal, du müsstest das fahren. Überleg mal, müsstest du da die ganze Zeit hin und her gehen. Der braucht 30 Baumstämme oder wie viel? Aber der, also ich sag dir, der ist auch OP. Wenn wir den haben, ist wirklich OP, weil wir können dann von alles von unten abschießen einfach mit Bogen. Ja, Bro. Wir müssen. Soll die mal herkommen? Gibt's so einen Pfeilständer oder so? Wir müssen so einen Pfeilständer noch machen. Ja. So dass wir halt die Pfeile laden. Boah, ich glaube, das gibt's sogar. Und den nach oben platzieren. So. So, wir sind gleich durch. Wie viel noch? Noch 7 kleine hier. Jetzt nochmal 3 Baumstämme. Für oben. Jetzt haben wir oben die Plattform. So oh, ja, wir sind gleich durch. Guck mal, wie viele Baumstämme du gemacht hast. Ja, wir haben es gleich, Max. Nice. Wir haben es gleich. Nicht mehr viel. Wie viel noch? Nicht mehr viel. Wir sind gerade oben die Plattform am Bauen. Letzte. Oh mein Gott. Oh. Bro, er ist fertig. Lol, guck mal, man kann hier mit Seil hochklettern. Nein. Oh mein Gott. Ja, vorbei. Bro, Ende. Vorbei. Alter. Guck dir das an. Ey, das ist Virginia. Wo? Nehmen uns. Lass mal langsam hin. Warte, mit Rolly. Leg die an. Runter. Ich nehme Rolly in die Hand. Wenn man überlegt... kann man nicht in die Hand nehmen. Ja, ist egal, denn... Das kann man Dings, wir müssen gut nett hingehen. Weiß nicht, was will die denn für ein Geschenk? Essen. Ich geb ihr... Nein, ich esse den Proteinriegel selbst. Oh, ich wollte den Proteinriegel. Warte mal, kann man den in die Hand nehmen? Kann man Sachen droppen? Essen? Das kann man nicht droppen. Ja, die muss erstmal mit uns reden. Die redet ja mit uns, weißt du? Ja. Okay, lass langsam hingehen. Ich lauf ganz langsam hin. Wo ist die gerade? Ich duck mich. Ich geh so... Guck mal hier, die trinkt gerade. Duck dich mal. Guck mal, wie nah wir jetzt schon kommen. Jetzt hat sie Angst. Jetzt. Ist egal. Wir rennen nicht hinterher. Nee, renn nicht hinterher. Wir gehen weg. Virginia. Wir können ja hier stehen bleiben. Vielleicht kommt sie ja her, weißt du? Guck mal, die macht sich da auch so ein kleines Lager. Virginia. Bei uns in der Nähe zu sein. Vielleicht solltest du ihr mal ein Gedicht vorlesen. Virginia, deine drei Beine sind so wunderschön. Dein blondes Haar spiegelt sich im Ozean, im Sonnenuntergang. Wir lieben dich, Virginia. Komm zurück. Denkt ihr, etwas gebracht, Leute? Glaub nicht. Ich hab keine Waffe in der Hand. Ist sie da noch? Warte mal, lass mal kurz safen. Okay, warte, ich will auch noch ein Gedicht vortragen. Ich habe jetzt gerade eins rausgesucht. Weil fünfte Nacht kommt jetzt, Bro. Du bist der wichtigste Mensch in meinem Leben, Virginia. Willst niemals nehmen, sondern immer geben. Dein Herz ist wahrlich blütenrein. Ich kann ohne dich einfach nicht mehr sein. Oh, Dichter und Denker. Standardskill 2023. Ey, komm, wir gehen pennen. Die Alte ist jetzt erstmal ein bisschen Pause machen. Safen, einmal safen, Bro. Wichtig, richtig und wichtig. So, komm. Und hinlegen.
So. Seid ehrlich, hat euch das ein bisschen berührt, oder? Bro, das war echt eins der schönsten Dinge, die ich bis jetzt von dir gehört habe. Guck mal, die war hier. Guck mal, die ist da hinten noch immer. Ah, ja, die läuft gerade ein bisschen spazieren. Am Strand. Meine Freundin sagt gerade sowas wie zu Virginia, sage ich nie zu ihr. Boah. Ja, Schatz. Ey, haben wir noch Fleisch, Max? Nee, wir haben gar nichts, Bro. Wir haben nur gebaut. Dann lass mal, hast du noch Feldration? Ja, also ich habe 2 Riegel. Lass Feldration essen. Nimm, ess Feldration. Was ist Feldration? Energieriegel oder was? Nee, ist kein Riegel. Lass schnell hier ein paar. Ach, hier Feldration. Ja, oh, jetzt reden es auch noch. High Explore, ey, Digga, man hat ja auch C4-Ladungen, du. Schaut deine Freundin zu? Ja, wusste ich auch nicht. Anscheinend schaut meine Freundin hier zu, Leute. Ich trinke erstmal ein bisschen was. Aber Schatz, Virginia kommt schon wieder zurück, aber ich hoffe, die rennt jetzt nicht weg, weil ich hab Durst. Schatz, das mit Virginia, das ist nichts Ernstes. Das war eine einmalige Sache, Schatz. Glaub mir. Guck mal, jetzt kommt sie zurück. Wo ist Max, sie? Komm her. Ich bin hier. Guck mal, ich stehe jetzt hier. Kann nicht kommen, sonst. Weil man muss. Das ist echt Krise. Gut gemacht, Freunde. Man muss wirklich viel Vertrauen aufbauen. Ja. So ist die. So ist halt. Bro, die KI. Kommt wieder wegen deinem wunderschönen Gedicht. Nur schwer ist die Liebe zu täuschen. Still sucht sie sich ihren Weg. Dort wird sie brennen und leuchten. Für den, der den Weg mit ihr geht. Denn wird sie leiten und führen, so kam. Nee, ist doof. Guck mal, wie sie zu uns kommt. Aber das hilft. Siehst du, wie sie zu uns kommt? Virginia. Guck mal. Virginia. Guck mal. Alles gut. Eine Frau wie du ist sehr rar. Nee. Okay, alles gut. Ich glaube, ich verlieb mich langsam in Virginia. Wir lassen sie laufen, Leute. Bald neue, Max hat bald neue Freundin. Was du liebst, lass frei. Was du liebst, lass frei. warte mal, ich muss ein bisschen Medizin nehmen, Leute. Oh, echt ein bisschen Medizin. Oh, ich muss was trinken. Schieß. Schieschalabischa. So. Ein bisschen Medizin genommen. Gut, jetzt bauen wir ein Floß, würde ich sagen. Und dann knallen wir. Und dann holen wir uns die Weapon. Wie baut man denn Floß? Keine Ahnung. Naja. Wir müssen aufpassen. Wir können ja mal so ein Hai erlegen. Bro, das Problem. Lass erstmal Essen safen, weil ich habe jetzt Feldration schon gegessen, aber. Ja, okay, dann. Wir brauchen ja erstmal. Unsere Essenskette ist abgebrochen. Ja, Essenskette ist wirklich abgebrochen. Bro, unsere Base. Dann lass mal hier ein paar Vögel jagen. Ultra OP. Sind hier irgendwie ein paar Schwäne noch, Leute? Da ist ein Schwan. Schwan! Hab einen. Ah ja. Megalodion soll da sein. Megalodion. South Park Clips schreibt, wir müssen Virginia einfach einen Stein an den Kopf werfen. Dann kommt sie zurück. Ja, stark. Danke, Bro. Also ich merke, du kannst auf jeden Fall mit Frauen, kannst du, Bro. Er weiß, wie man mit Frauen umgeht. Also er hat echt, der Flirt kannst du. Ja, lass hier ein paar Tauben jagen. Die hier rumfliegen. Der fliegt gerade ein bisschen durch die Gegend. Oh. Das sind Schwäne. Oh, ich sehe gerade gar keine Tiere. Warte mal, ich guck mal gleich, wie man so ein. Ey, das ist ein Hai, Max! Nein! Ja, ich glaube, ich habe gerade. Oder es war ein Müll im Wasser. Ich glaube, du hast eher Müll gesehen. Ja, ich weiß es nicht. Wie kann man denn ein Floß bauen? Ich guck mal. Versorgung, Gartenarbeit, Fallen. Lagerung, Möbel, Baumunterschlupf. Ey, Bro, ich habe gerade einen echt guten Tipp bekommen. Was denn? Die Kannibalen, wenn wir die verbrennen, kriegen wir ja die Knochen daraus. Weißt du noch, das war damals ja schon. Stimmt. Und daraus können wir uns ja die Knochenrüstungen machen. Ja. Guter, das war echt guter mal ein Call. Guter Tipp. Passt so gut, das Ding ist, Leute, können wir da so hinschwimmen oder sollen wir, Sollen wir Floß bauen oder können wir da so hinschwimmen? Nee, was meint ihr? Einfacher Boden, Leute. Man muss schwimmen. Ah, ich weiß sogar, wie man jetzt eine Treppe baut, ne? Ah, true.
Stark. Ist das Schwimmen wirklich sicher? Man kann vielleicht gar keinen Floß bauen. Ja, dann lass einfach hinschwimmen. Wenn wir sterben, sind die anderen schuld. Ja, dann sind so die Leute schuld, würde ich auch sagen. Der Live-Chat, ihr seid schuld, wenn wir jetzt sterben. Wenn wir jetzt sterben, ist der Live-Chat schuld. Guck mal, hier ist ein Fisch. Oh mein Gott, Bro, guck mal. Hast du den? Hä? Ich sehe nichts. Siehst du den nicht, wie ich den aufgespießt habe? Nee. Warte mal, ich heb den mal kurz übers Feuer. Also man kann ihn entweder jetzt direkt essen oder ich glaube, ich kann ihn bestimmt übers Feuer halten. Kannst du Sushi, jetzt hast du Sushi. Aber roher Fisch ist ja, glaube ich, bekanntlich nicht so geil. Aber ist zu weit zu laufen, ich esse den roh jetzt, ist egal. Boah, das ist aber, also das Wasser hier ist auf jeden Fall nicht, Oh, voll gut, Leute. Kleinen Snack. Guter Snack war das. Ey, Max, lass das schnell hinschwimmen. Schnell hinschwimmen. Der Hai kann nur einfressen. Oh, guck mal, was das hier für eine raue See ist, ey. Ja. Das, die schreien mal, ich soll speichern. Ich bin schon unterwegs, Leute. Wie kann man denn den Hai ausweichen? Hä? Jungs, ich bin schon unterwegs. Es gibt kein Zurück mehr. Die sagen, ich bin gleich weg. Das war kein guter Plan. Nein. Siehst du ein Hai? Ich sehe kein Hai. Ich bin da, Max. Ja, nice. Rein da, wie komm ich da rein, Leute? Ich hab einen Jeep, wie komm ich hier rein? Oh, schnell rein hier. Du musst an der Seite hoch beim Dings rein da. Puh. Oh, hier sind Medizin, Zahnbürste, alles. Wie kommt man denn da rein? Hier, komm mal zu mir hier. Hier ist so ein Leiter. Ah. Hä, was macht der denn hier? Der chillt hier. Was ist denn mit dem los? Komm. Hände hoch oder ich schieße! Hey, wie man hier reinflutscht. Ey, du hast eine Pistole! Die lag hier. Ja, voll cool. Oh, ich habe auch eine Pistole! Ja. Wow. Ey, da liegt ein Meal auf dem Boden. Wo? Wow. Ey, Bro, wer will jetzt noch Action? Oh. Nein, ich esse es direkt. Nein. Ach, ich Idiot. Ich wollte es gar nicht direkt essen. Leuchtfackel, wir haben eine Leuchtfackel. Bro, wir haben eine Pistole, ey. Wer Max, will jetzt noch Action? Ich glaube, ich habe gerade den Hai gesehen, ne? Echt jetzt? Ja. Wie viel Schuss haben wir im Magazin? Ich weiß es nicht. Ich will jetzt keinen Schuss verschwenden. Ich sag, war hier gerade der weiße Hai? Der hat gerade einen Schwan gegessen, der weiße Hai. Nein. Doch. Laber keinen, Bro. Hier ist, guck mal hier, ist das eine Möwe, Bro? Hier ist eine Möwe? Ja. Hey, die Möwen essen den Typen hier. Warte mal. Ja, die essen den, das ist gut, da können wir die killen. Ist hier echt ein Hai, Leute? Nein! Da ist wirklich der große Hai! Warte, ich werf einen Speer auf ihn. Hat nichts gebracht. Oh, du hast ihn erwischt! Schieß ihn! Schieß auf ihn! Nein, Munition nicht verschwenden, Bro. Ist egal! Bogen. Angriff! Wo ist er? Siehst du ihn noch? Da im Wasser. Man sieht die Spur. Wo? Lass ihn hinterher. Nein, ich bin ins Wasser gefallen. Ich auch, ist egal. Rein. Wo ist er, Bro? Weiß nicht. Boah, im Wasser gewinnt der Hai. Kommt der jetzt hinter zurück? Hinter dir. Schieß! Alles gut. Der schwimmt da rum. Ja, ballern. Wir müssen auf ihn ballern. Lass Bogenpfeil. Ja. Der Megalodeon wird erledigt. Max, ich fahr rein! Er wird mich essen! Ist er bei dir? Ich weiß es nicht. Aber wir haben ihm gute Hits gegeben. Ja. Aber jetzt hat er einfach nur unsere Speere und ist davongezischt. Ja, das ist nicht gut. Der muss eigentlich nochmal kommen, Bro. Ja. Unter uns! Der ist tot! Nein! Ist er tot? Wir haben unendlich Fleisch! Oh, wir haben ihn erlegt! Lol. Easy. Oh. Ey. Ach du Krümmer.
Digga, ich komme hier irgendwie nicht raus aus dieser Boerz. Alter, Max. Ja, und jetzt? Aber was kannst du da machen? Lass ihn zum Land bringen. Zum Land. Nein, der ist despawned. Was? Guck mal, der ist weg. Der ist weg, Bro. Der ist weg. Junge. Aber hast du Fleisch? Was? Hast du Fleisch bekommen? Wir haben einfach den weißen Hai platt gemacht. Nee, wir haben kein Fleisch bekommen. Aber lass mal hier chillen und lass mal hier ein paar Möwen killen, die ganze Zeit hier an den Typen gehen. Ja, aber mit Speer meinst du? Ja. Oh! Oh! Max! Bro! Oh! Komm rein! Da kommt schon wieder ein Hai. Nein. Hinter mir wurde gerade eine Möwe weggesnackt. Oh, direkt hinter mir. Komm hoch. Ich hab's gehört, hier sind mehrere Haie. Das ist Haigewässer hier wohl. Haifischgewässer, ja, aber wir haben keinen Speer mehr. Doch, ich hab einen Speer mir geholt. Ja, ich hab keinen mehr. Aber warte, ich mach mir noch mal einen. Komm mal hier zurück, ich geh mal hier hoch und dann holen wir uns gleich eine Möwe gleich erstmal da. Wichtig, Leute, Speer. Ja, da hinten, ich sehe die Riesenflosse. Wo? Ja, ich auch. Der will uns essen. Bro, das ist ein richtig dicker Fisch. Komm mal hoch, Max. Ja. Ich warte jetzt, bis hier die Möwen landen. Ja, ich bin wieder reingefallen. Meine Möwe? Das ist total schwierig hier zu zweit auf dem Ding. Hast du eine? Ja, ich habe eine Möwe. Sehr gut. Strong. Das war aber auf jeden Fall eine gute, gutes Ding, hier hinzugehen. Du musst in der Ecke vom Boot gehen dann. Dann können wir hier ein paar Möwen uns holen, dann haben wir unendlich Essen. Ach Digga, ich bin schon wieder reingefallen. Oh, ich auch. Nein. Bro, ich will mich mal hoch. Doch. Puh. Ja, habt ihr bei Seven vs. Wild so eine Haie gesehen? Brauche ich gern Land wieder. Na, bist du lebensmüde? Lass doch hier noch ein paar Dings. Okay, geh an Land. Ja. Geh an Land. Ich sammle hier noch ein bisschen Fleisch für uns. Hey, du willst an Land gehen? Okay, viel Spaß. Wo ist der? Ah, der ist da, der Hai. Nimm den Bogenpfeil. Alter, ist das ein Riesending. Das ist ein richtiger Oschi. Ja, das bringt gar nichts. Das bringt gar nichts mit dem Pfeil und Bogen. Ich glaube, doch. Ich glaube, wir haben ihn. Ich sag dir Richard. Ja, ich glaube, er ist tot. Oder? Ich glaube, lang macht er nicht mehr. Ah, doch, er ist hier. Das ist ein Alter! Das ist ein OP-Hai. Ich hab keinen Pfeil mehr. Er ist blutig, Bro. wir chillen hier auf so einem Kackfloß, Digga. Aber ey, hol mal ein paar Möwen, dann haben wir unendlich Fleisch. Ja, mach ich gerade. Wir müssen halt ein bisschen näher kommen. Ja, du musst warten, bis die landen und dann guck hier, der hier. Nein, nicht daneben. Da. Nein. Ach, Digga, ich steche auch daneben. Ich bin absolut lost. Absolut lost, Leute. Es sind zwei Haie, okay? Aber ja, der hat Angst. Bro, wir müssen ja aber auch irgendwie früher oder später mal runter. Ja, ne? Aber erstmal die Hai können wir nicht. Ah, sorry, ich hab dich aus Versehen ausgestochen. Der Hai ist hier noch. Ja, der hat hier gerade einen Vogel getötet. Ja, oder wir müssen halt, warte mal, ich hol noch einen Vogel hier. Boah, aber sehr einen gut. Erwischt. Wo ist der? Wo liegt der? Ich sehe nicht. Der ist hier im Wasser, glaube ich. Warte mal, hier im Wasser, ja. Ja, die müssen halt wieder. Kann man den im Wasser auch, nee, ich glaube nicht. Aber lass die mal, der ist wieder im Wasser. Lass die mal da landen. Okay. Geh mal, lass die da landen. Geh zurück und ich werf die mal ab. Okay. So, nee, ich hab Angst, ey, da zwischen uns und dem Land schwimmt die ganze Zeit dieser Hai da vorne. Ach du Scheiße. Guck mal, lass mal hier noch gleich zurückgehen. Wir holen jetzt hier erstmal noch ein bisschen Fleisch. Ja. So, guck mal hier, ich werf die ab und du dingst die gleich. Pass auf, gleich landet wieder einer. Okay. Warte, gleich landet wieder einer. Ey, ich sag, wir kommen nicht lebend an Land, Leute. Doch, kommen wir.
Weißt du, wie viel Fleisch ich jetzt habe? Oh mein Gott. Wie viel haben wir? 4 oder 5 jetzt schon. Achtung, da landet noch einer. Ah, ist weg. Ja, du musst, ich muss nach oben immer. Das ist hier wirklich unendlich Fleischfarm. Auf die Lauer. Das ist eine Fleischfarm, die wir haben. Ja, Unlimited Fleischglitch. Ja, wir klitschen das ganze Game kaputt. Wo ist eigentlich der NPC? Der NPC ist, glaube ich, immer noch am Holzfarm. Max, du musst zurückgehen. Zurückgehen. Oder du kannst auch abwerfen, wenn du willst. Ja, wenn da einer landet. Ja, ja, wir können beide abwerfen. Vor allem total realistisch auch, dass so eine aus Gummi so eine Boje. Und wir werfen hier mit Sperren und so rein. Digga, ich sehe einfach. Ja, hi! Da kommt so ein Vogel. Was? Hi, neben uns gerade gewesen. Hi. Digga, da kommt so ein Vogel, so voll harmonisch gerade gelandet, auf einmal so ein Sperrfleck rein. Was ich glaube, wir haben alle Möwen weg, ne? Ne, hier ist noch einer. Bro, wir müssen an Land, Virginia wartet auf uns. Wirklich? Ja. Wieder daneben. Es sind Paddel in der Boje. LOL! Können wir die nutzen? Stimmt. Aber danke, Ben, der ist da genug. Aber. Ja, die können wir gar nicht nutzen. Nee, kann es gar nicht benutzen. Ja. Hast zwar gut gesehen, aber. Ich würde sagen, lass wirklich gleich nochmal auf den Hai die beiden Speere werfen. Und dann schwimmen wir los. Ja. Also, wenn er jetzt kommt, auf den Hai die beiden Speere. Da ist er, Links unten. Links. Wow, das hab ihn, nichts. Und los, unnötig. Doch, er ist tot. Er haut ab, Bro, er haut ab. Und weg. Bro, das Problem ist, vor uns ist noch einer. Zwischen uns und dem Land schwimmt die ganze Zeit einer. Nein, Doch. Weg. Zurück. Stani, wenn wir es nicht beide schaffen. Das hat mich gefreut, dich gekannt zu haben. Ja, das wäre nice, wenn du dich opferst, weil ich habe viel Fleisch dabei. Also das würde ich eigentlich sehen, Leute, dass Max da... Wollt ihr die Story machen oder just for fun? Ja, nee, eigentlich schon die Story auch. Ja, wir machen ja die Story. Ja, geht bis jetzt weniger. Ja, aber das Ding ist, wir haben ja gerade mal unsere Base... Achtung, ich werde angegriffen, ich habe Schaden bekommen. Nein, okay, das war's, Max. Nimm eine Axt. Oh, nee, ich kann nicht eine Axt nehmen. Man kann im Wasser nichts machen, Oh, mein Gott. Nein. Oh, mein Gott. Der Hai greift mich an. Wirklich? Blutest du? Ich habe geblutet gerade. Ich habe nicht mehr viel Ausdauer. Ich muss hier an Land. Hier links. Ich bin gleich da. Ich schaff's, glaube ich. Nein, jetzt nicht sterben. Ich hab's geschafft. Safe, hier kommt er nicht mehr hin. Ich glaube, ich hab's auch geschafft. Oh, ich hab's. Junge! Boah, hier die Fische auch mit dem Speer. Geil, oh mein Alter. Gott, das ist so easy. Das sind so easy Snacks, die Fische. Ja, nimm mit. Und die geben mit. Einfach halbe Hungerding. Ja, wir müssen jetzt, essen, guck mal, wir haben es jetzt, mein Gott. 12.31 Uhr, wir müssen jetzt pennen gehen, dann essen und dann können wir eigentlich in die Höhle laufen. Wollen wir Höhle machen? OG-Pump raus. Spielt doch die Story, Leute, wir machen ja auch die Story. Das gehört alles dazu. Wir wollen ja auch Base bauen hier. Macht man doch so hier. Nein, beruhigt Max, ach, das ist Calvin. Ich dachte gerade. Guck mal, er schleppt einfach Baumstämme von der Base weg. Stark. Danke, Calvin. Danke. Danke. Calvin, danke für deinen Beitrag, Bro. Danke, ja, wirklich. Nee, Leute, ich würde sagen, wir bauen jetzt die Base, bauen wir in der nächsten Folge weiter. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal noch in eine Höhle rein. Warte mal, ich will mal kurz was gucken. Ihr wollt ja unbedingt, dass wir jetzt hier Story weitermachen. Dann können wir nächstes Mal noch einen zweiten Turm bauen. Guck mal, ich weiß auf jeden Fall, wie man... Warte mal. Wir brauchen eine Fackel eh noch, ne? Ja, Fackeln. Ja. Haie können vom Ufer aus oder von einer Plattform außerhalb des Wassers mit 2, 3 Pfeilen getötet werden. Okay, guter Call. Ja, ich muss jetzt immer... Hey, Virginia ist bei uns in der Base! Nein. Ja. Geil. Okay, wenn die in der Base ist, dann hat die sich in uns verliebt. Hallo? Ah, die will eigentlich wegrennen, glaube ich, gerade. Guck mal, der andere Bummi versucht hier die Baumstämme. Die will doch nicht wegrennen. Ja. Hallo, Virginia. Hä, ja, guck mal. Ich glaube, die checkt langsam, dass wir freundlich sind. Guck mal hier. Die setzt sich. Ja. Die hat verletzte Beine. Leute, lasst jetzt mal ein Like und ein Abo da. Hä, was ist mit ihrem Bein? Was? Alles gut. Guck mal. Hä? Die kommt langsam näher. Puh, die rennt durchs Feuer. Virginia, wir meinen es nur gut mit dir. Was ist denn das für Sound?
Ja, das ist irgendwie so Wasserding. Ja? Ich glaube, die macht hier gerade einen Bach. Oh, die guckt mir in die Augen. Ich hatte gerade Augenkontakt mit ihr. Sehr gut. Wow, guck mal. Du müsst nur Hä? G drücken. Nein. Jetzt geh. Nein. Geh ist Waffe holen. Geh auf Virginia. Nein, mein Mod sagt das auch. Der lügt nicht. Ja, ich hab G gedrückt. Sperr die da ein. Ich drück G, Leute. Es passiert nichts. Nein, wir haben uns noch nicht ganz angefreundet mit ihr. Sperr die da ein. Oh, ich sperr die da ein. Die Arme. Die rastet richtig aus hier. Go, wollen wir die? Ey, schnell, Baumstämme schnell hin. Wir sperren die ein. Nein. Doch, die kommt eh nicht raus. Doch, geh schnell. Die hat noch Angst. Fütter die ansonsten mal. Wie soll ich die denn füttern? Wie kann man denn füttern? Dani will die einsperren, schade. Sperr die ein! Schnell! Ah, ich brenne, scheiße. Schnell. Nein! Nein, die rennt weg, die rennt weg. Nein, ich drück die rein. Jetzt! Hä? Geht nicht. Ich glaube nee, man kann hier nichts Dings. Schade. Die kommt hier eh nicht mehr raus, die ist zu doof, um hier rauszukommen. Ja, wir haben die eh schon eingesperrt, Leute. Sehr gut. Lass mal Dings hier rüber, wir haben eh jetzt Hunger. Ich speichere jetzt einmal ab hier. Ja, wir sollen einfach friedvoll, wir sind ja friedvoll, wir machen ja gar nichts. Ja, wir sind doch friedvoll. Warte, einmal abspeichern. Die ist jetzt hier nur in unsere Base reingerannt, wo wir nicht da waren, jetzt ist sie gefangen. So. Ja, ist halt selbst schuld. Ist halt selbst schuld, ja. Was sollen wir da machen? Und wie kann man denn jetzt eine Fackel bauen, Leute? Die braten dann jetzt erstmal Fleisch. Gib mal, geh bestimmt mal rein. Mit Stoff, aber ich hab keinen Stoff. Schlafen, Bro, schlafen. Die machen gleich Fackeln. Jetzt schlafen? Warum denn jetzt? Weil ich K.O. bin. Ich bin total müde und hab auch Essen. Okay, aber jetzt nochmal schlafen. Jetzt mitten. Jetzt nochmal schlafen, ja, klar. Bro, ja, liegt schlafen? So? Nee. Ja, bin ich. Virginia wird gleich ganz müde. Okay, jetzt muss ich schnell Fleisch machen, weil jetzt sind wir übelst K.O. gerade. Und jetzt geht gerade auch Müdigkeit weg, weißt du? Jetzt muss ich schnell Fleisch machen. Ja. Ich will mal was testen, ob ich jetzt wieder da vorne so schnell einen Fisch fange. Weil dann wäre das echt easy Snack, Bro. Ich hab so viel Fleisch, da brauchst du. Ja, aber weil das muss man nicht mal braten, das gibt halbes Ding, Polt. Ja, ich geh schon mal. Trinken. Nein, Bro. Was los? Nein. Ich hab wieder Black Screen. Wie Black Screen? Mein PC macht gerade wieder Faxen. Nein. Warum denn jetzt? Hä, das ging doch die ganze Zeit. Ja, ich versteh's. Mann, was ist das denn? Nein, das ist so geil gerade. Aber ist der. Hä, aber guck mal, wir haben jetzt 2,5 schon gestreamt und nichts ist passiert. Ja, es macht keinen Sinn. Deine FPS gecapped? Ja, auf 60 sogar nur. 2,5 Stunden, das Ding macht Faxen. Mann, warum? Ich verstehe nicht jedes Mal bei Forest, verstehe das nicht. Warte, ich. Der macht gerade wieder nichts mehr, mein PC. Ach, Digga. Wartet, Leute. Bro, die hat mir gerade Beeren gegeben. Was? Die hat mir gerade Beeren gegeben, einfach so. Oha. Ja, das war, weil Virginia sauer wurde. Ich glaub's auch. Deine Freundin manipuliert, sag ich ehrlich. Die. Max? Achso, du bist ja gerade nicht da. Scheiße. Die hat mir gerade Beeren gegeben. Ja, ich glaube, langsam freuen wir uns an mit der. Langsam werden wir echt gute Bros mit denen. Ich glaube, das Fleisch ist ein bisschen zu doll angebraten, ne? Ja, das ist ja doof, Leute. Wenn sie dir was gibt, vertraut sie euch. Okay, das ist sehr gut. Ja, ich glaube langsam. Oha!
Ich dachte die ganze Zeit, die hat vier Beine. Deswegen, ich wundere mich gerade, Max, warum Max die immer Dreibeiner nennt. Ich dachte, die hat vier Beine. Guck mal. Ja, Mann. Oh mein Gott. Sebastian. Yo, ey, ey. Da. Max, ja, komm her. Ja. Wir haben die hier. Die sitzt hier. Warte mal. Sie ist verliebt in uns. Ich gebe ihr was. Kann ich dir was zum Essen geben? Warte, ich starte gerade schnell wieder. Du musst mich einmal wieder einladen, Bro. Mann. Ja, warte, wie kann ich dich einladen? So, Leute, komm. Bro, warte. Nein, wir haben nichts. Wir können dir nichts geben. Bro, ich hab Virginia gerade eine Knarre gegeben. Warte, ich lade dich das mal ein. Spieler. Ja. Wie kann ich dich einladen? Warte. So wie du mich vorhin eingeladen hast. Guck mal so. Weiterspielen. Ja, ich join, glaube ich. Ey, die hat jetzt eine Waffe. Oh. Warte, ich gebe ihr noch einen Peilsender. Digga, kämpft die jetzt mit uns, oder was? Ich glaube ja. Nice. Ja, PC ist gerade wieder abgestürzt, Leute. Sie hat jetzt einen Peilsender. Und jetzt wissen wir, wo sie ist. Wir haben sie gezähmt, Leute. Lol. Wir haben sie gezähmt. Aber wir warten jetzt erstmal auf Max, Leute. Mal gucken, was Max dazu sagt, der Situation hier. Ja, guck mal, auch komisch, ne? Seitdem du weg bist, verstehe ich mich auf einmal blenden mit dir. Ja, Bro, das war zwei Männer waren zu viel. Das war hier. Das war zu viel Testosteron für Virginia hier. Warum sind wir in Virginia Space? Hä? Okay. Ich bin wieder da, Stani. Komm her. Hier. Guck mal hier, du kannst. Ich hab einen Stein auf dem Kopf. Hast du ja gerade einen Stein? Ja. Hast du ja gerade einen Stein auf dem Kopf geworfen? Guck mal, kannst du irgendwas geben noch? Lol. Guck mal, die hat meine Waffe in der Hand. Die hat eine Knarre in ihrer dritten Hand. Lol. Gib ihm mal auch eine Knarre! Kannst du ihr auch eine Waffe geben? Digga, ich gebe ihr doch nicht noch meine Knarre. Mach mal, ich will mal sie. Nein, dann hab ich doch keine mehr. Ja, aber das wäre voll lustig, wenn die zwei Waffen in der Hand hat. Dann sind wir doch voll die Bummis. Die meinten zu mir eh, dass die Waffen nicht so stark sind. Dass man lieber mit Dings. Der, das Warte mal, ich geb dir mein. Wie kann ich dir was geben? Ich geb dir meinen Knüppel in die Hand. Geh. Krieg den Knüppel. Hä? Mit E meinst du? G. Oder ja, E und dann Inventar. Ja, E und dann kannst du Inventar was geben. Digga. Renn mal nicht weg. Ey. Sie hat unendlich Munition. Oh mein Gott. Ja, okay, dann ist okay. Dann ist gut, dass sie die Waffe hat. Sag ich ehrlich. Gut, dass sie die Waffe hat. Ah, ich kann, man kann dir nur die Waffen geben. Ja, dann gib mir die mal. Sie kann nur eine Waffe nehmen. Okay, sie kann nur eine Waffe nehmen. Schade. Ich gebe ihm meine Waffe, alles gut, Dann behalt du deine. Okay. Sie kann nur eine Waffe haben, aber das ist, glaube ich, stark, Leute. Digga, hält die da in ihrer, mit ihrem dritten Arm die Waffe, ey. Krank. Okay, warte mal, ich baue jetzt mal. Wir müssen jetzt so eine Fackel bauen. Ja, wie baut man denn eine Fackel? Mit Stoff oder so, ne? Ja, mit Stoff, mit Stock. So. Das Problem ist, ich hab keinen Stoff mehr. Ich noch Stoff? Und. Wir müssen in diesen Lagern haben die immer Stoff, Bro. In diesen Lagern. Ich hab keinen Stoff, Leute, oder? Bin ich doof? Hier. Ja, wir müssen ein Lager von denen finden. Wir können ja nochmal zu dem davor, macht keinen Sinn. Peilsender hat die schon. Leuchtfarbe. Hallo, Virginia. Oha. Okay, pass auf, wir holen uns jetzt ein Lager. Ich muss mir noch einen neuen Dings, ich muss noch ein paar neue Stöcker holen. Und dann holen wir uns jetzt erstmal gleich ein bisschen nochmal Equipment und dann können wir gleich in eine Höhle reingehen. Ne, Stoff ist weg. Wo ist der? Warum ist mein Stoff weggegangen, Leute? Lass einfach mal eine andere Base gehen. Ja, wir gehen Nimm doch Taschenlampen. Warte, haben wir Taschenlampen? Sind wir doof? Haben wir Taschenlampen? Ich glaube, wir haben keine Taschenlampen, die hatten wir gestern. Aber wir haben Leuchtfackeln, aber gut, wir werden auch nicht ewig halten. Ja, wir gehen ja tagsüber unterwegs, Leute.
Ja, aber für in die Höhle Taschenlampe. Aber die macht, glaube ich, nicht so viel Licht auch. Ne? Ja, ich glaube, fuck, die Taschenlampe war zu am Müll gewesen. Lass einfach mal hier straight ein bisschen in den Wald reinlaufen. Was sagt denn die Map? Wir haben schon lange nicht mehr auf die Map geschaut, Bro. Ja, komm mal hier zu mir. Ja, bin ich. Guck mal, vor uns leuchtet doch was grün auch. Dieser grüne Punkt. Ah, nee, da waren wir ja schon, Ah. Lass mal jetzt links zu diesen Ausrufezeichen gehen. Okay? Ja. Okay, guck mal, wir sind auf voller Power und so. Jetzt soll mal einer kommen. Weg. Warte mal, ich muss noch schnell einen Speer machen. Sonst, Ja, Speer ist wichtig. Speer, Leute, ist sehr, sehr wichtig. Hast du das gehört? Oh, oh. Waren da welche? Nein. Das hat wie ein Elefant geklungen. Ja, 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 ich glaube, Elefanten sind hier unterwegs. Warte, ich mach noch ein paar Dingspfeile. 1, 2, 3, 4. Und, ich nehme einmal Antibiotikum für Full Life. Mach ein paar Pfeile noch, ne? Mach noch ein paar Pfeile. Ja, hab ich gerade schon. Wir gehen auf eine Expedition. Ich brauche noch ein paar Pfeile. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Wir sollen die Virginia mitnehmen. Ja, wie können wir die denn mitnehmen? Kelvin und Virginia sollen wir unbedingt mitnehmen. Ja, wie denn? Leute. Wie können wir die denn mitnehmen, Leute? Also gut, dem Kelvin können wir sagen, der soll folgen. Aber diese Virginia? Die wird uns ja auch auf der Karte nicht angezeigt. Den Kelvin sehen wir, aber die Virginia? Das GPS von der Frau ist weg, hä? Ja, warum das? Wo ist denn der Kelvin? Ich sehe den gerade gar nicht. Muss doch irgendwie hier vorne sein. Doch, K steht da. Oh, ich habe so viele Pfeile jetzt, Max. Bin ich gerade doof? Ich sehe den nicht. Ich habe richtig viele Pfeile jetzt. Ey, wo siehst du denn hier das K? Jetzt muss ich hier nochmal den... Nicht. Ah, sie hat den GPS... Sie hat den GPS-Sender weggeschmissen. Wir müssen zurück. Ach. Ah, gut, dass ihr es sagst, Leute. Ich glaube, weil du ihr die Waffe geben wolltest, deswegen. Aber links, wir müssen aufpassen. Dann. Wir müssen immer gucken, dass sie GPS-Sender hat. Ja. Ja, das war gerade irgend so ein Monster, was geschrien hat. Wahrscheinlich so ein da Boss. Da kam gerade komisches Geräusch, ja. Hä? Süß, wie die bei uns da in der Base chillt. Nein, da ist nicht Virginia da drin. Virginia hat sich verwandt. Das ist ein Boss, Max. Da ist ein Boss in unserer Base. Pusche, was hast du geschrieben? Soll ich? Da ist ein Boss in unserer Base. Ja, in dem Bogen, Warte mal, ich gehe direkt in den Turm rein. Virginia ist da. Die hat eine Waffe, Mann! Die hat eine Waffe, ist egal. Guck mal, die hat eine Waffe. Das ist einer mit... Warte mal. Bro, das ist einer mit Goldmaske, der ist OP. Ja, jetzt schießt sie, wenn er tot ist. Ah, ne, der ist nicht tot. Bro, wie viel hält der aus? Alter, kann man die Maske haben, Leute? Ich will die Maske haben. Boah. Die Goldmaske, aber man kann irgendwie von dem nichts holen. Wir können ihn verbrennen. Nee. Ich glaube, von denen können wir nichts nehmen. Dann können wir von denen leider nichts nehmen. Weiß ich auch nicht. Ah, da ist Kelvin auch wieder. Kelvin, wo warst du denn, Junge? Komm mal her. Du folgst mir jetzt mal wieder. Immer schön mitlaufen hier. Schön folgen. So, ich gebe dir jetzt erstmal noch ein... Hast du gut gemacht, Virginia? Komm mal, steh mal auf. Hast du super gemacht. Schade, dass man von dem nichts bekommt. Ey, aber warte mal, der hat hier was getroppt, guck mal. Was denn? Lederbeutel! Lederbeutel. Ja, sehr gut, die musst du direkt aufmachen, da können Stoffdinger drin sein. Das wäre jetzt sehr nice. Stoffdinger, bitte, Leute. Bitte. Bitte Stoff. Nein. Oh, bei mir ist Müll drin gewesen. Ja, ich habe Draht und eine Auster bekommen. Ja. Wir müssen irgendwie eine Base finden. Ja, wir laufen jetzt eh weiter. Virginia, komm mal mit jetzt hier. Aber die kann man doch gar doch, nicht... Doch, ich hab ihr GPS gegeben. Ich glaube, die kommen so mit. Also wir haben ja GPS jetzt. Ey! Und die Krähe. Kelvin habe ich auch gesagt, der soll folgen, der Bummi. Okay. Ja, wir können ihn nicht verbrennen. Die können wir nicht tragen. Das können wir nur, weil das ein Boss ist, glaube ich. Das geht bei denen nicht. Okay, los. Nimm Speer wieder.
Boah, ich habe auch so viele Pfeile eigentlich. Ich glaube, ich nehme Bogen. Ich habe so viele Pfeile gemacht. Das ist echt OP. Pfeil ist gut, Digga. GPS-Peilsender entfernt. Ich check nicht, warum der entfernt worden ist. Könnte sein, dass die ganze Zeit den entfernt. Ja, ist egal. Wir gehen jetzt ohne die. Die soll die Base beschützen. Die bleibt eh in unserer Base. Ja, die bleibt doch eh hier. Okay, Leute, let's go. Wir sind ja mit Calvin unterwegs. In ein neues Abenteuer. Calvin, der Spezialagent. Okay, guck mal hier, wir gehen jetzt einfach links zum Ausrufezeichen, würde ich sagen. Hashtag LikeHype, Leute. Ist Bescheid. Junge, was? Immer schön liken. Was denn? Lass die Leute jetzt ein Like und ein Abo da, oder was? Ja. Ey, also ich sage euch ehrlich, wenn ich ein Like und ein Abo kriege, schieße ich Max mit dem Bogen ab. Alter. Ja, abonniert leider keiner. Schade. Schade, verändert. Die Leute haben sich verändert. Matthias, dank dir. Ey, Poschel, was hast du geschrieben? Ich bin noch hier im Dings drinne. Im Game hier. Ich lese doch den Chat kaum. Ich muss doch hier mich auf dem Dings konzentrieren. Alter, Adrian, 20 Monate. Matthias, 34 Monate. Holy moly Macaroni, Alter. Was geht eigentlich bei dir ab? Hab Abo dagelassen. Ehre. Wo ist Max? Der ist muted. Ah, hey, du warst muted. Ja. Ich hab kurz was geguckt. Wollte kurz einen Plan machen gegen dich. Hab grad gesagt, Digga, das gibt mir so Oldschool-Vibes, dass wir hier in Forest rumlaufen. Forest ist geil. Das ist einfach Legende, das Game. Und es kommen ja hier auch, es könnte ja auch Winter bald werden. Guck mal, ich glaube, wir sind gerade in der Herbst. Ja, stimmt. Ja. Und es wird dann Winter. Es gibt hier Jahreszeiten. Ja, und dann wird Winter und dann gibt's richtig einen auf dem Deckel. Lol. Dann finden wir nämlich sehr, sehr schwierig nur noch Essen. Way Out Teil 3, der wird nie erscheinen, Leute. Ey, schade, weißt du, wie viele Aufrufe der Stream hat? Ja, über eine Mio. Ja, schade eigentlich. Das war richtig krass. Du hattest keinen Just mehr gehabt, so, ne? Nee, das Problem war, das war doch damals, wo ich immer so viel unterwegs war, weißt du? Ah, stimmt. Wo ich noch Köln gewohnt habe und so. Da war man dann raus gewesen. War aber eigentlich geiles Game. Eigentlich müssten wir es hart auf hart nochmal zocken. Hard of Hard. Hard of Hard. Ja, jetzt aber, ich weiß nicht. Ich glaube, das juckt ja jetzt keinen mehr. Warum? Die Leute haben natürlich schon. Ich weiß selber gar nicht mehr, was da genau passiert ist. Weiß nicht, Leute. Es war echt geil. Ich sag dir, es wäre echt episch gewesen, hätten wir das gezockt. Ich denke auch, es war cool. Es war halt wirklich so eigentlich so ein Game für uns. Hab ich dich sogar durchgezockt? Ich weiß gar nicht, Leute. Nee, ich glaube, du hast auch nicht. Ich hab's auch nicht durchgezockt. Bro, das Ding ist, schau mal, man spielt zu zweit und Leute brechen aus dem Gefängnis aus. Das ist. Es gibt eigentlich kein perfektes Links sind Kannibale. Max, guck mal hier, der guckt. Wie schön die Welt hier aussieht. Max, hier ist Kannibale vor uns. Ja. Der geht auf den Baum. Ein Reh! Oh, ich brauch das Reh. Boah, wir brauchen das Reh, das ist unlimited Essen. Ah, ist weg. Nein, ist vor mir. Ja, ich hab's erwischt. Bro. Es rennt aber noch. Ja. Yeah. Und hier ist ein Zelt. Nein. Das rennt mit meinem Speer weg. Der Dulli. Rennt mit meinem Speer weg. Oha, was ist das hier? Oh, wie viele Rehe sind hier? Ich will das, wo mein Speer drin steckt. Er ist hier direkt dieses Funksignal. Hilfe! Bro, wie viel hält es aus? Hat einen Speer und einen Pfeil geschluckt. Bro, es triggert mich. Kombo? So! Digga, ey, das ist ein OP-Reh! Ja, hatte ich auch gehabt vorhin, sag ich ehrlich. Digga, es hat mein Speer, alle meine Pfeile geschluckt und rennt immer noch weiter. Was? Ich schwöre. Warte mal. Nee, ich geb's auf. Ich geb's auf, Leute, das bringt nichts. Der Speer ist weg.
Ja, ich habe hier, währenddessen habe ich hier so einen Kannibalen gekillt. Den ich jetzt gerade. Das Ding ist auch. Da vorne war ja auch so ein Zelt. Guck mal, den zeige ich auch noch nicht. Ach, ey, bei mir ist ja auch ein Kannibale. Ich habe den jetzt da reingeworfen, Leute, ist das richtig? Ja, aber du musst erstmal hier alles looten, ne? Was machst du da? Ich hab den einfach gerade mit dieser Axt so weggeknüppelt, mit diesem Totenkopf-Ding. Oh, ich komme jetzt mal wieder. Oh, warte, da ist noch einer. Oh mein Gott, ja, da ist noch einer. Der hat gerade ganz schön laut geschrien. Ah, und guck mal, jetzt kriege ich die Knochen raus. Sind so viele Rehe, lol. Ich habe einen verbrannt jetzt gerade. Ist da dieses Zeltlager, wo du gerade bist? Ja. Oh mein Gott, ich habe jetzt hier alle Knochen. Ich kann jetzt hier alle Knochen einsammeln. Ich kann jetzt da draußen Knochenrüstung machen. Strong. Das müssen wir echt eigentlich immer machen. Die Idioten verbrennen. Knochenrüstung brauchen wir auch gar nicht so viel. Da braucht man Knochenrüstung, braucht man Knochen, Seile und Klebeband. Batterien, oh, gut. Ja, ey, Mann. Weißt du was? Setz mal hier Safe Point. Speicher hier mal bei dem Zelt. Falls mal wieder irgendwas passiert. Aber wir brauchen Seile. Knochenrüstung ist sehr, sehr teuer, ne? Aber die Rüstung ist so genauso stark wie die Mutantenrüstung, glaube ich. Krass. Boah. Warte mal, haben wir noch. Boah, ja, krass, schau mal, wie man auch sieht, wie das hier so verwest, wenn das. Guck mal, wie ich aussehe mit den Knochendings. Crazy. Brauchst du noch Knochen? Warte, ich sammle die hier gerade mal auf, dann guck ich mal. Hier ist auch irgendwo ein GPS, höre ich noch. Ja, ja. Guck mal, der zeigt da lang. Hä? Der zeigt hier lang, in die Richtung hat er gerade gezeigt. Der Kelvin. Knochenrüstung machst du dir mit. Was sind das hier? Stein. Ja. Mutant ist besser oder was? Okay, ich habe auch eine Knochenrüstung jetzt. Warte, ich brat noch einmal. Ah, wenn ich jetzt noch ein Seil hätte, könnte ich noch eine zweite Knochenrüstung machen. Ja, ich brauche ein Seil. Einen haben wir. Ja, das müssen wir halt aufs Lager finden. Wir werden gleich eh noch ein Seil finden. Hundertprozentig. Ich habe auch noch Fleisch zum Braten. Soll ich auch noch draufhauen? Guck mal, ey, wir sind nicht mal da, final. Das Ding ist ja erst neben uns. Ja, lass kurz was essen. Oh, hast du das gehört? Ja. Kann auch sein, dass der Vogel hier war. Nee. Was war das für... Vor uns! Achtung! Au! Die werden immer aggressiver. Oh, der hat einen Beutel getroffen. Geldbeutel, ja. Warte, ich nehme ihn direkt. Max, OP! Okay, er ist durch Feuer gerannt. Oh mein Gott. Hab ihn zusammengejagt. Oh, sehr gut. Wow, ey, hier ist irgend so ein Lager von denen. Junge, was geht denn hier ab? Kelvin rennt weg. Hä? Warum rennt der da hin? Was macht der Kelvin da? Keiner weiß, Bro. Ey, was geht hier gerade ab? So, komm. Das Problem ist jetzt... Ah, nee, ich Pack hab noch Opening, Knochen. Leute. Pack Opening, was drinne? So, machen wir auch hier ein kleines Pack Opening. Oh, Geld und so haben die dabei gehabt. Boah, Bro. Zu Medikamente, zu Draht. Oh, ich hab Stoff. Kelvin hat einen Zombie mitgebracht. Bro, für was haben wir... Ah, für Fackel haben wir Stoff gebraucht. Achtung, hinter... Zombie hinter dir. Ja, hier sind... Aua. Hier ist richtig was los. Klopp ihn. Boah, hier ist richtig... Ey, irgendwie... Wir sind hier irgendwie auf was ganz Heißem auf die Spur gekommen. Sag ich dir ehrlich. Boah, ich hab übelst viel Leben verloren, ne? Ich brauch mal kurz ein Medic-Kit hier. Meine Rüstung ist direkt weg. Scheiße. Mich nervt, dass ich kein Ding mehr hab. Und der Knüppel macht mehr Schaden als eine Axt, oder was? Ja. Nee, brauch ich jetzt mehr auch. Als eine Axt. Also der Knüppel, für Nahkampf ist es richtig gut. Aber Speer ist halt trotzdem noch richtig nice. Ich brauch unbedingt mal wieder einen neuen Speer, weil das Rehmal hat ja meinen Abgehört. Ich hab kein Seil mehr, schade. Wir müssen hier auf jeden Fall gleich mal hier zum Ausrufezeichen gehen. Da wird irgendwas sein. Ich hab jetzt mehr Druck. Knochen kann ich gar nicht mehr tragen. Okay, Knochen haben wir. Essen ver... Max, ey, hier kommt noch einer. Oh. Ey, Junge, die werden immer... Wie aggressiv sind die denn jetzt schon? Guck mal, wie ich den wegknüppel. Ich sag dir, Knüppel ist richtig gut auf so... Ja, ich schon mir das gleich eine bessere Range. Das ich brauch halt ein Dings. Wir müssen jetzt echt schnell finden, dass wir noch ein bisschen Equipment finden.
Ja, ja. Ja, er hat Stoff dabei, er hat Stoff dabei. Sehr gut. Stoff ist schon mal gut. Ja. Hinter dir, Max, hinter dir, hinter dir. Lass hier mal links weitergehen, schnell. Links weitergehen, schnell. Ja, warte. Weil ich glaube, der. Bro, warte mal. Hier ist noch einer. Ja, der Calvin lockt, ja, das ist nur so ein Bluffer. Das ist so ein Bluffer-Typ. Ein Antäuscher, ne? Der will einen immer ärgern und so. Der Calvin lockt die immer alle an, habe ich das Gefühl. Ja, warum kommt. Digga, der ist auf Folgen. Ja, das Essen ist schon verbrannt, Leute. Das Essen ist schon verbrannt. Nein. Echt? Ja, ja. Lass mal jetzt weitergehen, du hast genug Knochen. Glaub mir, die liegen da so viel, wir brauchen keine mehr. Ja, Bro. Guck mal hier, kann ich's mir einsammeln. Das Geile ist, dass man so ein Unlimited Inventar hat. Ich mach noch ein Pack-Opening, Bro. Okay, mach mal. Nach da, ich hör was, Deck mich schon. Ja, ja, hier, ich sagte, wir sind hier auf irgendein Lager gestoßen. Auf irgendein richtig krankes Lager, wo die hier freidrehen. Deswegen kommen die auch überall. Junge. Kann man auch euch Seil. Wie kann man denn Seil craften? Kann man. Nee, das geht doch gar nicht. Kann man nur finden, oder? Wie kann man Seil craften? Knochen ist voll. Blattrüstung. Was bringt der bitte Blattrüstung überhaupt, Leute? Ey, da kommt schon wieder so ein Gollum. Ja, lass mal jetzt bitte weiterlaufen, Max. Lass den. Scheiß auf den. Einmal speichern, einmal hier speichern, Bro. Weiß wegen, falls PC faxen macht. Ist gespeichert. Sollen wir einmal schlafen noch? Auf den Zettel stand beiseite. Auf was Achtung, Bro, da kommt ein Überboss mit. Pass auf. Hinter dir. Das ist kein Überboss. Nee, aber einer, der viel Schaden macht. Mit seiner Klinge. Wo macht der viel Schaden, Junge? Ja, wenn er einen erwischt, Digga. Trink hier nochmal was, Bro? Ja, kann man da trinken, oder was? Ja, hier in dieser Wasser. Wir müssen jetzt wirklich weiterlaufen, weil die kommen hier sonst irgendwie immer in Dings. Die wollen irgendwas verstecken. Achtung! Pass auf, Stani! Ich kann nichts machen, ich trinke. Bro, was ist hier los? Komm, lass weiter, wir gehen weiter. Ja, wir müssen weiter jetzt hier. Weiter. Ey, jetzt noch so einer. Du brennst. Digga, was ist denn hier los? Weiter. Wir haben irgendein heftiges Lager gefunden, ich sag's doch. Toll, weil ich gebrannt habe, habe ich meine Rüstung verloren. Geil. Hier ist dieses Piepen. Ja, dieses GPS-Piepen. GPS hier vor uns. Die wollten uns die ganze Zeit aufhalten, dass wir. Dass wir nicht zum GPS kommen, ne? Ja. Da muss irgendwas Heftiges auf uns warten. Warte. Irgendwas Heftiges ist hier. Ihr müsst in das Labor X und dort die Mission machen. Irgendwann trifft Sequel, da muss Virginia. Ja, lass dich zu spoilern. Ja, mach's nicht. Ich spiele das hier so auf unseren Dings durch. Wem's passt, dem passt, wenn nicht, spielt selbst. Wenn wir Hilfe brauchen, sagen wir schon. Hier, nehmen uns. Guck mal hier. Achtung. Ja, hier ist. Hier ist das Piepen ganz laut. Ja. Vor uns, Max. Nein, hier ist Stoff. Vor uns ist was, Max. Wo bist du, Max? Achso. Achtung. Ja, ich seh's. Boah, die mucken hier von allen Seiten auf. Irgendwas ist hier. Digga, das piept hier durchgehend. Ja, das muss. Achtung, von wieder! Schon. Die kommen hier aus dem Boden krass. Oh mein Gott, wie viele kommen denn da? Alter, wie viele kommen, Max? Wir sind hier in eine Falle getrappt. Ja, irgendwas ist hier ganz krass. Haben wir? Was ist denn hier? Irgendwas ist hier. Hier, ganz laut. Das hier ganz laut. Guck mal hier. Vor uns, Max? Ah, warte, ich seh's hier. Ah, nee, das war gerade da, wo wir das Stoff hatten. Hier, dieses Grab. Hier ist irgendwas. Oh mein Gott, hinter uns. Ja, ich sterb. Nein, ich sterb, Bro, ich sterb. Du musst ihn killen, Bro. Ich check nicht, warum die da so freidrehen. Ich bin down. Du musst mich holen, Max. Ja, wo bist du? Ja, ich komm. Ich lieg da. Geht da ab, Alter.
Das kommt hier von diesem Grab. Ja, hier ist es am lautesten. Ja, wir wollen eine Schaufel dafür vielleicht. Haben Leute, wir noch was nicht. Können wir hier machen? Wir brauchen eine Schaufel, Lass mal weg hier. Meinst du echt Schaufel? Ja, wir brauchen eine Schaufel. Safe. Lass mal zu dem grünen Punkt auf der Karte gehen. Wir müssen weg hier. Hast du noch Medizin? Nee, ne? Warte, ich guck. Aber ich kann dir eh nichts droppen. Ich glaube, ich kann an den Rucksack gehen. Ich glaube, wir brauchen eine Schaufel erstmal. Ja, Schaufel, mein Lieber. Ja, braucht Schaufel, okay. Gut, bleib chat. Ey, Junge, was ging da denn gerade ab, bitte? Nee, ich habe keine Medizin mehr. Was ist das hier? Leuchtfackel? Boah, ich brauche unbedingt Medizin, ne? Oh, das ist. Ich könnte dir was geben. Warte mal, ich geh mal in den Rucksack. Geht das? Warte, ich guck mal. Nee, ich kann keine Medizin nehmen. Ich habe so wenig Leben nur noch. Weil da drunter ist GPS, meinten die. Ah, okay. Ja, was soll ich jetzt machen mit so wenig Leben, Freunde? Wie regeneriert man Leben? Boah, wie viel kam denn da? Das war Crack, Digga. Die kam ja wirklich aus allen Ecken raus. Das war echt gerade krass. Ich würde sagen, wir gehen zurück zum Lager. Kannst du mir was geben? Guck mal, geh mal auf Medizin und guck mal, ob du mir was geben kannst. Ja. Geil. Guck mal, hast du's? Er hat's gerade rausgeworfen. Muss irgendwo hier liegen. Er hat's rausgeworfen. Ja. Ich hab's nicht mehr. Warte. Ich hab's. Oh, geil. Okay. Da muss man dann. Wir müssen zu dem grünen Punkt. Wir müssen mehr Loot finden, sag ich dir ehrlich. Zum grünen Punkt, okay. Zum grünen Punkt hier vor uns. Das muss ein Lager sein oder irgendwas muss das sein, was uns weiterbringt. Aber das war auf jeden Fall gerade schon sehr kriminell. Wow, das war echt verrückt. Ja, wir müssen ja alles absuchen, dass wir eine Schaufel finden, weil wir brauchten an dieser einen Stelle auch schon eine Schaufel. Weißt du? Ja, eine Schaufel wäre sehr wichtig. Komm, was ist das hier? Hier liegt was. Ich komme. Hier ist eine Kiste zum Öffnen. Oh, Granaten, da sind zwei Granaten drin. Oha! Sprengstoff. Guck mal, das ist so ein toter Soldat, der hier liegt. Oha! Ey, schade, dass wir seine Rüstung nicht nehmen können. Der hat doch Munition, ne? 9mm Munition wieder. Ja, alles. Nein, die rufen hier schon wieder. Kann Calvin hier nicht irgendwie kämpfen auch? Der rennt nur weg, ne? Ey, hier sind richtig viele. Wenn's bremsig wird, müssen wir Knarre nehmen. Ah, er kann gar nichts, der Typ. Der kann gar nichts. Ja, ich weiß nicht, wie stark die Waffe ist. Soll ich die auch? Der ist straight vor mir hier. Ist da ein Lager oder was? Ich weiß nicht. Geh grad zum grünen Punkt durch. Komm. Ich komme, Bratan. Beim grünen Punkt ist eine Höhle. Nee, hier ist keine Höhle. Nee, da vorne ist wieder ein Auto. Golfcaddies. Ich glaube, bei denen waren wir doch schon, oder? Nee. Da sind so tote Arme. Doch, hier ist eine Höhle. Ah, ey, wir müssen jetzt noch in die Höhle gehen. Wir brauchen eine Schaufel. Das bringt alles nichts. Ja, aber Bro, wir haben keine Fackel, wir haben kein Licht. Aber warte, wir haben doch Stoff bekommen. Ja, ich habe Stoff bekommen. Ja, ich auch. Ja, warte, dann können wir uns doch Fackel machen. Warte, hier. Ja, komm, let's go. Zack. Fackel. Ja, ich habe eine Fackel. Ich auch. Ey, ich werde angegriffen schon wieder. Pass auf. Stani. Hab ihn. Okay, guck mal, ob hier noch was ist, vielleicht. Okay. Nee. Warum sind denn hier Arbeiter mit Golfcaddies unterwegs? Irgendwie ist hier echt. Was macht der für scheiß Geräusche? Irgendjemand weint hier. Ja, hier, der auf dem Boden hier, der Idiot. Oh, der macht richtig Kraft. Alter, jetzt mal deinen Gosche hier, Können wir das Ding anzünden? Achtung! Virginia ist Virginia! Da! Virginia! Let's go! Sehr gut! Okay, komm, lass in die Höhle, bevor die Fackel ausgeht. Ja, komm rein. Boah, Junge! Virginia kommt jetzt endlich und macht die Randale. Geil.
Ich sehe gar nichts, Max, ne? Wir haben auch keine Taschenlampe, ne? Warte. Bist du drinne? Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Runter. Ey, Max, fall hier bloß nicht runter, ne? Ich guck mal hier in den Ecken. Oh. Was ist das hier? Max. Hey! Dann hier auf mich zu pranken. Max, hier ist dein Vater. Hey, was leuchtet da unten? Da ist ein Leuchten. Ah, guck mal hier. Hä? So eine Tür. Food and Dining. Essen. Was? Hier ist so ein Bunker? Gratis Essen. Hä? Lass rein, Bro. Was? Warum ist denn hier ein Bunker? Das ist ja... Oh mein... Nein. Das war doch da, wo wir damals auch schon waren. OP-Pfeile. Warte mal, hießen. Kann man die Fackel irgendwie ausmachen? Ich drück mal G, um die nicht so zu verschwenden. So ein Cube? Was für ein Cube, Leute? Alter, was geht hier ab? Ey, Bro, das ist das alte Labor von damals. Ist das das wirklich? Ja, das ist das von damals, Bro. Und deswegen sind die alle tot, weil diese Mutanten haben das gestürmt. Checkst du das? Aber wie krass zufällig ist denn das, dass man hier wieder abgestürzt Bro, ist? Bro, guck mal, hier ist Fleisch, ess was. Boah. Ja, weil wir waren ja hier auf einer Rettungsmission und die haben uns ja runtergeschossen, die Mutanten. Oh, guck mal, hier Austern. Uiuiui, richtiges Festmahl. Ja, vielleicht haben die Mutanten dann irgendwann hier auch die Base gestürmt. Ja, deswegen. Oh, diese Cornflakes. Digga, ist alles, Digga. Big Baba, mitnehmen. Nimm auch, kannst auch normal mitnehmen, muss nicht alles essen. Energieriegel. Boah, hier ist echt gutes Zeug. Hier ist echt sehr, sehr gutes Zeug. Hier hinten ist auch noch was, ne? Max, hier hinten. Ja. Wir müssen ja alles mitnehmen. Bro, warte mal. Hier mit einer Plane. Ich hab Gehirnstücke gegessen gerade. Ja. Können wir mit einer Plane hier ein Safe-Ding aufbauen? Brauchen wir doch nicht, oder? Nee, ich dachte, weil falls irgendwie mal... Ich will immer so Safe-Dinger setzen, falls PC mal crasht wieder, weißt du? Warte. Ein bisschen paranoid. Ich hab hier eine Plane hingesetzt. Ja, eigentlich schon. Kannst du die aufstellen? Warte. Guck mal, kannst du es aufstellen? Wo ist denn die Plane? Ach, hier. Hier, genau unter dir. Nee. Wir können... Doch. Warte. Da hätten wir nämlich einen Safe-Point hier. Und ich bin auch müde, sagt er mir. Okay, dann speichere hier erstmal. So, speichere auch erstmal. Ja. Ja, richtig. Junge, was haben die hier mit denen gemacht? Sollen wir einmal eine Runde schlafen, Bro? Guck mal, hier ist einfach so ein Saugroboter. Lol, bei mir sagt er, ich bin müde. Lass mal eine Runde schlafen. Ja, ich bin auch müde. Guck mal hier, Pinata! Okay, komm, Bro. Lass schlafen. Okay, warte. Das Gute ist halt, wir haben auch da sehr viel Essen, weißt du, hier? Guck mal, wir haben mal was hier. Krasses gefunden. Junge, was haben... Hey, guck mal, was das ist da oben, hä? Alter. Ey, das sind hier übelst die Mutanten. Das, ich sag dir ehrlich, das ist irgend so ein Forschungs-Dings falsch gelaufen. Ja, das ist ja das von damals, locker. Nee, aber das hier... Ja, das ist es von damals, aber... Sollen wir auch noch mit hier Gehirnstücke? Gibt's hier auch noch was zu trinken? Bestimmt hier, guck mal, hier ist doch trinken. Nee, kann man nicht. Trinken Energy Drink. Oh! Ey, wir müssen eine Karte finden, Max! Ja? Ja, guck mal, hier ist eine Tür. Da ist eine Tür. Warte, ich esse gerade was. Irgendeiner muss eine Karte haben von den Mitarbeitern hier. Entweder hier oder woanders. Okay, das wäre big, wenn wir jetzt hier die Karte finden würden. Guck mal bei den Mitarbeitern, vielleicht trägt einer eine Karte dabei oder so. Ja, mache ich gerade, aber ist nix.
Vielleicht müssen wir die mit der Axt runterhauen oder so. Das locker, Bro, locker ist die Karte wo ganz anders. Der Zettel. Hat das hier was mit dem Zettel zu tun, den du gelesen hast? Nee, ich glaube nicht. Nee. Nee, aber ich glaube, hier ist keine Karte. Ja, die Karte ist safe woanders, Freunde. Ja, die ist safe wo ganz anders. Aber gut, dann wissen wir das schon mal, wenn wir eine Karte finden, wo wir rein müssen, weißt du? Hier. Ja. Das ist schon mal gut zu wissen. Wie spät ist denn das jetzt gerade? Warte mal, ich guck mal. 8.02 Uhr, es passt perfekt sogar. Ja. Wir können nach oben. Boah. Krank. Okay, warte mal, ich mach Fackel an wieder. Er ist ja gerade so dumm rauszulaufen. Aber ist hier vielleicht noch was anderes? Jetzt laufen wir ja wieder zurück. Es ging nur in die Richtung. Aber gut, dass hier auch keine Monster drin waren. Ich dachte, die sind Monster drin oder so. Naja, das war echt entspannt eigentlich. Entspannte Höhle, Leute. Wir müssen irgendwo die Schaufel finden. Naja, eine Schaufel wäre echt sehr, sehr wichtig. Richtig und wichtig. Boah, guck mal, Virginia jetzt an unserer Seite, jetzt ist eh vorbei. Lass mal hier, wir gehen direkt in die nächste Höhle. Hier ist noch eine Höhle. Guck mal hier. Ach. Direkt bei uns links in der Nähe. Hä, wo siehst du das? Mach mal M. Und dann ganz oben. Ah. Vielleicht haben wir Glück, dass da irgendwie eine Schaufel ist oder so. Das wäre Game Changer. Was meint ihr, Leute? Wo kriegen wir eine Schaufel her? Mutantenlager. Oh mein Gott. Bro. Warte. Weißt du was? Ich nehme Waffe, Digga. Nimmst du Waffe? Ist Virginia hier? Nee, Virginia ist nicht hier. Boah, ich habe auch Granaten. Nein. Granaten müssen wir uns aufheben. Glaub mir. Später. Weil die werden immer aggressiver von Tag zu Tag. Sollen wir Waffe nehmen? Oder ja, wir müssen. Was du? Warte mal. Ich guck mal, ob ich noch ein paar. Dings, Pfeile machen kann. Hier einmal Pfeile noch. Ja, warte, oder ja, versuchen erstmal mit Pfeilen. Was brauchen wir noch hier? Ah, ich brauche noch ein Dings hier. Ah, ich hab keinen Stock, scheiße. Pass auf, da kommt einer. Ja, nimm mir einen Stöcker hier. Ich brauch hier Stöcker ab. Einfach. Sind da welche? Liegen da? Ja, hau hier die Bäume einfach weg hier. Ja. Da liegen keine. Nein, Max, renn weg. Oh mein Gott, Max, renn weg. Boah. Alter! Dreckiger! Max, renn weg! Aua, Alter! Schieß! Hab ihn. Oh mein Gott! Du Ekliger! Pass auf, die sind alle mit. Die sind böse! Kelvin hat auch eine Knarre. Warte mal, ich komm mal kurz zurück. Oh Gott, die haben mich so getroffen, ne? Der hat mich umgescheppert. Ich bin gleich tot. Digga, die blocken richtig. Das sind keine Amateure, Digga. Ja, wir hätten warten müssen. Wir hätten nicht direkt angreifen sollen. Gar nicht angegriffen. Die haben uns gesehen. Okay. Wir müssen jetzt rein da. Virginia schießt, glaube ich, da hinten auch. Hörst du das? Max, wo bist du? Ja, ich bin hier. Warte, ich mache mir gerade noch schnell Pfeile. Max, oh mein Gott, Virginia ist übelst OP. Die hat gerade hier einfach ein. Ey! Lass Virginia in Ruhe! Boah! Ich kann angegriffen, ich bin gerade am Craften. Bro, Virginia hat den gerade hier absolut hochgenommen, den einen. Boah, pass auf. Nein, ich bin down. Achtung. Oh. Bro, wo kam der denn her, Junge? Kannst du mir helfen, Max? Virginia ist da. Ich hab keine Medizin mehr, Leute, das ist das Problem. Hab dich? Ey, die trainieren völlig durch. Ja, ja. Ich hoffe, ein Lederbeutel ist Medizin drin. Hast du noch einen Lederbeutel? Boah. Warte. Digga, das ist hier schon wieder zu viel. Ich hab Medizin. Ich hab keinen Lederbeutel. Ich hab selbst eine da Medizin. Da liegt noch einer, hier muss noch einer liegen. Hier muss noch einer liegen irgendwo. Hier, guck mal, hier bei mir. Hier ist ein Lederbeutel? Ja, hier, glaube ich, liegt noch einer. Und ah, hier, ja, tatsächlich. Mach schnell auf.
Die schreien hier wieder. Die drehen richtig frei. Ah, keine Medizin. Okay, lass in das Lager gehen. Komm. Meinst du? Ja, wir müssen. Wir brauchen Loot. Achtung! Was? Hinter dir, Stani. Wieder so ein... Digga, ich zerhau hier nur noch jeden. Lager. Sollen wir attacken? Ja. Hier, vor uns. Vor uns, Bro, vor uns. Lass attacken. Der eine rennt weg. Hit. Okay, nice. Wo ist das Lager? Ich hab auch Orientierung verloren. Ja, es muss hier vor uns irgendwo sein. Hier sind wir doof? Nee, es war hier. Boah. Wie war denn das Lager? So weit sind wir doch gar nicht weggelaufen. Das muss doch hier gewesen sein, oder? Ich weiß nicht mehr. Okay, wir waren da, lass einfach zur nächsten Höhle weiterlaufen. Junge, wo ist das Lager hin? Das Lager einfach weg. Ja. Mag irgendwie voll diesen Knüppel hier. Ja, der ist doch stark, sag ich dir ehrlich. Wir sind richtig weit von unserem Zuhause weg. Andere Richtung. Ja, wir laufen jetzt zur Höhle. Ich glaube, Höhle ist wichtiger, dass wir uns da erstmal den Loot snacken. Boah, aber die wären echt... Also, welchen Tag haben wir jetzt? Wir haben jetzt einige Tag 7. Wir haben gerade mal Tag 7. Ah, okay. Max. Krass. Und die sind schon so aggressiv. Also, die sagen, wir brauchen auf jeden Fall andere Werkzeuge, um an die Schaufel ranzukommen. Ja. Ja, ich geh jetzt nochmal in die Höhle rein und gucken erst, was da drin ist. Mal schauen. Höhle ist wichtiger, ja, safe. Dieses Lager finden wir ja eh, von daher ist ja alles gut. Unsere Homebase. Hä, warum, Dings? Hä? Ulf, warum timeoutest du alles? Hä? Warum timeoutest du alles? Jo, ciao, Luca. Nein, ich will das gar nicht so, dass du alles timeoutest. Hä? Ach so, warum löscht du das? War da jetzt, warum löscht warum du die? Sollen wir diesen Stream noch in die Höhle oder sollen wir das für nächstes Mal aufheben? Boah, ich würde schon gerne reingehen. Wir gucken, was wir da finden in der Höhle, komm. Wir gucken mal, wie groß die ist. Wenn die klein ist... Ey, fragen auch schon viele, wie lange wir noch machen, weil ich glaube, einige müssen bald schlafen. Ja, komm, wir gehen noch in die Höhle rein und dann, Dings. Gucken wir, was drin ist erstmal. Ja, hier ist die Höhle. Ich will jetzt da rein, ich kann es nicht abwarten. Bro, die ist versperrt. Oh, ah, ich hab die aufgemacht. Okay, das ist eine kranke Höhle, glaube ich. Versperrte Höhle ist heftig. Fuck, das komm, war... Wir gehen einmal rein, Leute. Ich glaube halt, dass da wirklich, oh Gott, ich hab grad deine Augen gesehen. Ich war grad in dir drinne. Oha! Hä? Erstmal Fackel auspacken. Oh. Ey, hier sind auf jeden Fall Menschen gestorben. Luft! Boah. Lufttank, Max? Ey, guck mal, hier ist eine Lampe, die man anmachen kann. Aber geht nicht. Hier, Ich hab Millimeter-Munition wieder. Munition. Nice. Lufttank wird bestimmt auch noch wichtig für später irgendwann mal. Ich habe so viele Leuchtfeuer, ich will mal so ein Leuchtfeuer ausprobieren. Achso, die kann man werfen. Oh, Bro, das ist hier eine größere Höhle, ich merke das. Warte mal, geh mal weg. Hä? Wann kommt 24-Stunden-Stream? Oh mein Gott, hier sind auf jeden Fall einige down gegangen, ne? Ah, da vorne ist noch was. Warte mal. Ich nehme mal Bogen. Das sind sogar Lampen, die funktionieren. Wow.
Das ist eine Tropfsteinhöhle. Musst du auf Toilette, Max? Hab mir gerade eingenäst. Alles gut, ich hab Bogen in der Hand und du bist der Fackelmann. Sobald einer kommt, boom. Kriegt er direkt erstmal einen Pfeil ab. Oha! Hast du das gehört? Ja. Das ist eine riesen Tropfsteinhöhle. Hier, ey, guck mal, hier ist ein Donut. Hä? Max, hier sind Tote. Guck mal hier mit deiner Fackel. Da, hier bewegt's was, komm mal her mit deiner Fackel her. Mit deiner Fackel her. Hier, warte, ja. warte. Warte. Das sind viele, Bro. Wirklich, warte. Werf da mal was hin. Oh. Nein. Raus. Max, raus. Boah, das sind zu viele. Nein, Bro, siehst du, was das da ist? Das sind nicht viele, das ist ein Monster. Max, raus. Raus! Oh. Raus, renn! Renn vor. Raus. Rückzug. Das ist eine Nummer zu hoch für uns. Das ist jetzt eine Nummer zu krass gerade, Leute. Erstmal raus. Verfolgen die uns? Na, ich glaube, weiß ich nicht. Raus. Raus. Da brauchen wir bessere Waffen, glaube ich. Das war ein Boss gewesen. Das war der dreibeinige Skorpion. Der dreibeinige Bandit. Junge, ich würde sagen, wollen wir die morgen machen oder was, Max? Machen wir morgen. Jungs, wir werden morgen oder hier, übermorgen? Wir können es auch, weiß nicht, so wie du Zeit hast, Bro. Wir stellen jetzt hier ja, du meinst Plan. Ja, dass du morgen. Müssen wir ach so, reden. Morgen kann ich gar nicht, Leute. Morgen kann ich vielleicht gar nicht. Aber falls ich schaffe, machen wir morgen. Oder wollen wir direkt Mittwoch lieber sagen? Dann lass direkt gucken. Entweder morgen oder Mittwoch. Wir ja, gucken. Genau, lass gucken, Leute. Komm, jetzt einmal hier saven. Wichtig. Zack. Speichern. Also vielleicht schaffe ich es morgen. Oh, aber geil. Bro, ich bin wirklich, heute bin ich richtig im Game drin. Ja, Bro, so ist das manchmal. Man muss aufhören, wenn es am schönsten ist. Schlafen wir einmal, Max? Ja. Ach nee, wir wollen gar nicht schlafen. Brauchen wir nicht schlafen, nur speichern. Leute, das war's gewesen. War sehr, sehr geil heute. Seid auf jeden Fall nächstes Mal wieder dabei. Base steht, wir sind hier am Erkunden. Vielleicht morgen. Vielleicht morgen spätestens. Vielleicht morgen oder übermorgen. Also wenn wir morgen streamen, dann um 18 Uhr wieder oder 17 Uhr, ne? Ja, genau, nachmittags, abends. Leute, das war's gewesen. Tschüss. Leute, krass. Hat richtig Bock gemacht. Dings. Also wir zocken morgen auf. Ich hoffe, dass ich es morgen hinkriege. Dann zocken wir morgen nochmal eine Runde. Ich hätte Bock drauf. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Ja, sorry, Leute, wenn ich jetzt nicht den ganzen Stream auf den Chat geachtet habe. Aber ich bin ja auch im Game drinne. Weißt du, ich will auch das Game fühlen und da kann ich nicht die ganze Zeit den Chat lesen oder so. Deswegen, falls ich da was überlesen habe oder so, tut's mir leid. So ist das halt einfach. Aber geisteskrank, Leute, geisteskrank. Hat echt Bock gemacht. 10 von 10, oder? Krass, Puschel, dass du auch mal wieder am Start bist. Habt ihr ja ewig hier nicht gesehen. Junge. Heftig. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Falls ihr nichts verpassen wollt, wie gesagt, Glocke aktivieren, liken, abonnieren nicht vergessen. Kuss, Leute, für den geilen Stream. Ey, Bull87, danke dir noch für den Resub hier, 6 Monate. Kuss. Und nochmal KanTV, auch nochmal Dank für den Sub hier. Leute, wir sehen uns, ja, wie gesagt, morgen oder Mittwoch machen wir weiter. Wir zocken es auf jeden Fall durch, wie vor 6 Jahren, zusammen mit King Crymax, The Forest. Freunde, das war's gewesen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. KanTV, nochmal Dank für die 2 Euro. Bis morgen. Kuss geht raus. Tschö, bitte.